Es ist wieder Werwolf-Zeit in Bodenhausen. Werwolf mit richtig coolen Leuten jetzt. Bei Werwolf. Habt ihr alle Lust heute? Ja! 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 Wir spielen wie gewohnt drei Runden mit einer fantastischen Crew. Und wir fangen einfach hier mit der Vorstellung an. Hier haben wir Max. Hi. Sam. Hallo, ich Steffen bin Dorfbewohnerin. Ist dabei. Oh, Entschuldigung. Was wolltest du sagen? Ich wollte nur sagen, ich bin Dorfbewohnerin. Sehr gut, ja. Mhm. Steffen ist da. Findest du nicht auf, wir sollten sie töten? Etienne mit so einem kleinen Schäferchen-Mützchen. Kommt die Kamera nicht mehr auf Etienne? Nee, der wird gar nicht vorgestellt, richtig. Dann haben wir Fabian Krane. Warum auch? Hallo. Nilsi. Du hast Geburtstag, den habe ich gar nicht gratuliert. Habe ich vergessen. Ja. Nee, letztens hattest du Geburtstag. Nicht neulich. Ja. Neulich. Er sagt immer ja. Aber kann man noch immer gratulieren, auch Geschenke kann man noch machen. Mache ich dir nachher mit der guten Karte. Janina ist heute dabei. Hallo. Valentin ist dabei. Servus, ne. Servus, Simon. Mäntel ist dabei. Mit der richtigen Geilen. Ja, stimmt. Mäntel. Und Florentin ist auch dabei. Und bevor wir jetzt noch Jackson. Wollen wir vorher die Spielregeln machen oder erstmal schon mal den Bürgermeister wählen? Wir machen mal vorher schon eine kleine Wahl, wer denn der beliebteste in der Runde ist. Und die blenden wir rein, dass der Sieger dieser Wahl hat am Ende, falls es zu einem Unentschieden zwischen den Votes kommt, eine zweite Stimme und darf dann entscheiden, wie der Vote ausgeht. Und die blenden wir jetzt schon mal ein, die Wahl. Damit ihr lange genug Zeit habt, abzustimmen. Also wenn ihr zum Beispiel, ich sag mal, da mache ich dir ein Geschenk direkt, wenn ihr zum Beispiel für Nils abstimmen wollt, dass der meint, dass ihr meint, Mensch, das ist ein toller Bürgermeister. Was muss man dann eingeben in den Chat, Nils? Ich kann es nicht so gut lesen. Dann muss man NELS eingeben und das ist auch eine gute Wahl. Ich aber denke, nicht nur Nils, sondern auch. Nein. Ausrufezeichen BOR. 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 Das hat sich, durchgesetzt. Immer noch. BOR Nils, der wäre ein guter Bürgermeister, glaube ich, in der ersten Runde. Aber wie das ganze Spiel, es kann ja sein, dass jemand zum ersten Mal einschaltet, wie das ganze Spiel funktioniert, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Wir spielen heute wieder Werwolf. Dabei sind wieder ein unglaublich gut aussehender Spielleiter und 10 heitere Spieler. In Runde 1 des Spiels wird jedem Spieler per Karte eine von 4 Rollen zugewiesen. Da gibt es zum Beispiel die Werwölfe. Jede Runde töten sie einen der Dorfbewohner. Dann gibt es noch die Hexe. Die besitzt einen Heiltrank und einen Giftzauber, die sie beide einmalig einsetzen kann, um einen Spieler zu retten oder eben zu töten. Der Seher kann niemanden retten. Allerdings darf er in jeder Runde vom Spielleiter erfahren, ob eine, vorher von ihm ausgewählte Person, ein Werwolf ist oder nicht. Und dann gibt es natürlich noch die friedlichen Dorfbewohner. Sind alle Rollen verteilt, führt uns der Spielleiter in das Abenteuer und leitet durch Tag- und Nachtphasen, die wir für euch kennzeichnen. Nachts schließen alle Bewohner die Augen. Es ertönt ein Signal, sodass ihr, falls ihr denn möchtet, alle Aktivitäten mitbekommt. Nacheinander weckt der Spielleiter die verschiedenen Spieler, die ihre Augen öffnen und ihrer Rolle nachgehen. In der Tagrunde entgegen versuchen die Bürger, den Werwölfen auf die Schliche zu kommen. Sie diskutieren, streiten und bestimmen über eine Person, die die Dämmerung heute nicht erleben wird. Ihr habt dieses Mal durch den Chat keine Stimme, dürft aber mit eurem Voting mit Ausrufezeichen BOR entscheiden, wer diese Runde am besten gespielt hat. Diese Person ist in der nächsten Runde der Bürgermeister und hat bei einem Unentschieden die Entscheidungsgewalt. Das Spiel endet, sobald alle Werwölfe erwischt oder alle Dorfbewohner gestorben sind. Jede Runde wird vom Spielleiter eine neue Rolle eingeführt, die statt eines normalen Bewohners im Dorf einzieht. Und nun, viel Spaß! Arr!
Ja, ich glaube, da war das, haben wir uns schon nett unterhalten, dass wir gar nicht aufgepasst haben, ob das kleine Mädchen jetzt schon dabei war in der Maske. War nicht dabei. War nicht dabei, nein. Ne? Nein. Dann gucken wir uns noch mal ganz kurz an, was das kleine Mädchen hat. Kann, denn das ist auch dabei in der ersten Runde. Da haben wir keine Mats für. Das kleine Mädchen darf einfach blinzeln. Das gehört eigentlich zu den Dorfbewohnern, darf aber heimlich gucken, ohne am besten natürlich so, damit die Vampire das nicht sehen. Aber man kann natürlich als Vampir aufpassen. Oh mein Gott. Werwölfe, oh mein Gott. aufpassen. Genau. Was Moment, also du? Man darf gucken und also blinzeln, ob ich sehe, wer Werwolf ist. Du darfst und die dann blinzeln, darf ja. ich dann aber ja sagen, ich. Dann könnte ich ja, also dann. Kannst du sagen. Aber ja, die Werwölfe können dich auch essen, weil die ja sehen, dass du, wenn du. Okay. Ne? Und das ist eigentlich das gleiche wie der Seher, nur ein bisschen. Aber du darfst natürlich dann auch, musst natürlich aufpassen, du wirst natürlich dann auch relativ schnell gefressen in der zweiten Runde. Bist ja. dann wahrscheinlich weg. Aber gab es nicht mal eine inoffizielle Regel, dass man nicht sagen darf, wer man ist? Ja. Ist das so? Ist das eine Regel, ja? Ja, ist das so? Nee, wir spielen so. Macht okay. würde Sinn machen. Ja. Wir sagen okay. die Rollen nicht, haben wir gesagt? Ja. Das ist Quatsch. Genau. Ja. Wie kann aber man ich denn gut blinzeln, ohne, lunzen ohne. Ja. Also gibt es nur den Seher und das Mädchen oder habe ich jetzt noch, nee, es gab noch was. Hexe gibt es noch. Und, darf die Hexe ne? gucken? Was war mit der Hexe noch mal? Ich werde dir das okay. immer sagen, so, außer du bist so deine Mädchen, dann nee, darfst du blinzeln. Das ist eigentlich alles, was du wissen musst. Und jetzt verteilen wir mal die Rollen, sonst fängt das hier gar nicht an. Warum haben wir kein Amor und warum ist es nicht Valentin? Warum? Warum? Hier einmal an Max. Das war perfekt wenn ich, für dich. Weil ich flossen bin. Aber hast du es gesehen? Ja, nicht. Hier. Ja, habe ich gesehen. Das war süß. Der kommt noch dazu, oder? Irgendwann? Oh, nie. Ach so, da kommt noch. Ich glaube, den ganzen. Ja, so. Einmal weitergeben, ist ganz unten. Ja. Ja. Den perfekten Sicherheitsmechanismus. Wo macht ihr die hin? Die kannst du, musst du aber behalten, ich muss die nachher wieder haben. Okay. Nicht drauf hin, jetzt weiß man doch, dass da ein Fußabdruck drauf. Da kein Fußabdruck drauf. Natürlich. So, dann wissen wir, was das ist. Ja, ja, das jeder weiß, was mit seiner Rolle ist und was man damit macht. Gut. Ich lese. Aber bevor wir jetzt in die erste Nacht gehen, gucken wir uns einmal an, wer der Bürgermeister ist der heutigen Runde und gewonnen hat. Gewonnen. Ihr, die Zuschauer. Die tolle Zuschauerwahl. Ja. Es ist Florentin. Obwohl wir dich so beworben haben, Nils. Au! Da hast du den Ausweiserhut. Ich finde aber, der Hut steht ihm so gut, ich finde, er sollte ihn. Ja, gut, okay. Ja, so gut, seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Und es wird Nacht. In Bohnenhausen. Die Dorfbewohner gehen langsam. Extra, damit ihr nicht ins Bettchen. Ein Fuchs. Planetchen hat einen sehr, sehr leichten Schlaf heute. Und. Was er aber nicht weiß, oder vielleicht doch, sind, dass Werwölfe unterwegs sind. Mal wieder in Bohnenhausen. Ziemlich dumm, dass sie immer noch nicht umgezogen sind mit dem Dorf und immer noch hier sind. Die Werwölfe erwachen. Und die Werwölfe schauen sich an, gucken, Mensch, wer ist denn mein Verbündeter? Und dann überlegen sie, ja, ja, haben sie vielleicht Hunger heute Nacht wieder? Haben sie Bock, jemanden zu essen in der Runde? Dann müssten sie sich einmal ganz kurz einigen darauf, wen sie essen wollen. Die Werwölfe sind sich noch nicht ganz sicher, glaube ich. Ich bewege auch meinen Kopf natürlich, damit man das nicht hört, Fabian Krone. die Werwölfe haben sich noch nicht so richtig entschieden, glaube ich. Sie wissen nicht Bescheid. Ich verstehe noch nicht so richtig, was gemeint ist. Alles klar, die Werwölfe haben sich entschieden. Und als nächstes erwacht der Seher. Und der Seher darf sich eine Person aussuchen, von dem er erfährt, ob er eine gute oder eine böse Person ist. Der Seher hat seine Informationen bekommen und schlummert wieder ein. Und die Hexe erwacht. Und die Hexe streckt sich ein wenig und erfährt, wer getötet werden soll.
Und die Hexe sagt, ob er diese Person retten möchte. Möchte die Hexe denn vielleicht auch noch eine Person töten? Dann schläft auch die Hexe wieder ein und das ganze Dorf Bohnenhausen erwacht. Oh. 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 Ach, geht's euch allen gut? Ja. Ja? Riecht ihr es auch? Riecht ihr noch Blut? Das ist gut. Kaum es, also ich bin's nicht. Okay. Er war so jung. Ja. Er war so jung. Ist das hier normal in diesem Dorf? Die erste Runde überstanden. Dass hier einfach Leute. Wir können alle ein bisschen rücken, wenn ihr wollt. Ja, jetzt auch besser. Oder? Jetzt ist es immer so. Ja. Jetzt ist es besser. Jetzt riecht es ein bisschen. Ich muss fairerweise sagen, das Dorf wurde nicht geschwächt. Vielleicht sogar gestärkt. Ja, und jetzt ist Fabian Krane leider von uns gegangen. Möchte noch jemand eine Abschiedsrede halten? Nee, okay. Keiner war nicht wirklich mit Fabian Krane befreundet, niemand? Nee, ja, immer schon Außenseiter. Ja, unbeliebt immer gewesen. Immer Land. Mhm. Okay, wollt ihr? Ja. Gut, dann kommt jetzt in die Diskussion. Hat er denn Feinde im Dorf? Würde ich auch Fabian sagen. Ist das denn so ein Joke, dass man Fabian immer zuerst nimmt? Jetzt schon? Eigentlich nicht. Für heute ja. Ja. Aber selbst wenn, was würde das aussagen? Ja, dass zumindest mal erfahrenere Spieler oder so, die öfter da waren. Na gut, man muss ja nur die Sendung gesehen haben. Aber das finde ich eigentlich ganz gut, also so wie früher Marco Giesel, meinst du? Mhm. Ja. Dass man quasi ihn, okay. Also ich bin jetzt zum ersten Mal hier, ist die erste Runde nicht eh so ein wildes Gerate? Weil man ich würde mich auch sagen, hat also ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach irgendjemand aus unseren Reihen, opfern den und dann, sehr gut. Aber einmal, die Information, die wir haben, wirklich? Ist, dass die Hexe Fabian nicht gerettet hat. Na, würdest du ihn retten, stimmt, wenn du Hexe wärst? Also, wenn ich Hexe wäre, würde ich es für mich aufsparen. Ja, aber das ist doch auch nicht klar, aber ich würde sagen, in der ersten Runde. Aber es ist erstmal interessant, dass eine Person hatte die Chance, Fabian zu retten und hat es nicht getan. Darüber sollten wir alle mal nachdenken. Ja. Aber vielleicht war die Hexe auch Anfängerin. Wissen wir auch nicht. Mhm. Okay, wer ist du bist zum ersten Mal da und. Ja, wer kann ich weiß auch nicht, was die richtige zeigen. Taktik ihr seid auch erst zu. Ja. Wer kann gut auf Krane zeigen? Oder wer kann nicht gut auf Krane zeigen, weil es so lange gedauert hat? Ja, es gab ja, alles, was lange gedauert hat. Wer ist uneinig in der Gruppe? Ja, ja das weiß stimmt. Ja, oder was ist ja, das? Ist das vielleicht Leute, die generell viel meinen. Die Seherin ist auf der Seite. Ich habe da irgendwas rascheln hören und es wurde eher in die Richtung. Das meine ich mir auch. Dieses lange, das hat so lange gedauert. Vielleicht waren die weit voneinander entfernt und konnten sich nicht so gut kommunizieren oder saßen um die Ecke oder so. Irgendwie war das schwierig. Oder sie saßen gerade genau beieinander. Weil dann richtig, ist es ja schwierig, genau mit den kleinen Fingern. Ja. Werwölfe haben hier sehr. Vor allen Dingen musst du erstmal wissen, wenn du Werwolf bist, musst du ja. Und je mehr Bewegung, desto schlimmer. Weil desto eher kann man sich verraten. Deshalb habe ich ja gesagt, ich bewege mich die ganze Zeit. Also dann einigen wir uns an Eddie, oder? Das ist jetzt auch nicht was. Ja. Er ist der Bürgermeister. Er hat erstaunlich überrascht. Er hat zwei Hüte. Das ist deine Ernst. Okay, ist ja okay. Aber das ist der erste Akt. Dein erster Akt ist ein unschuldigen Bürger zu opfern. Also einen müssen wir nicht an die Macht kommen. Ich bin der Bürgermeister. Sonst ist ja auch kein Dorf, jemanden. Ja, okay. Verbrennt. Einer muss sterben. Aber es hat niemand was gehört. Haben wir eigentlich gehört, was Fabian hat niemand ist? Was gehört. Niemand hat geraschelt. Aber achso, ja, klar. Die Seherin hatte ich das Gefühl, dass es aus der Richtung kam. Wir können mal ganz kurz gucken, ob Fabian eine nette oder eine böse Person war. Ach ja, das ist ein Game-Changer. Würdest du das sagen? Du hilfst einem Dorfbewohner. Ja, das stimmt. Das heißt, die Wölfe haben einen Dorfbewohner getötet. Ja, nicht sich selbst. Es hätte natürlich auch die Hexe den rein können. Und dann den anderen töten können. Und bitte nicht alle durcheinander reden. Ich weiß, Nils. Das bist du mir nochmal weißt du doch. Nein, aber ich war ewig nicht mehr hier und ich hab das zum Beispiel gerade überhaupt nicht mehr gecheckt, dass die Hexe hätte ja quasi. Also, wir denken jetzt alle, die Wölfe haben Fabian platt gemacht, aber es kann genauso gut sein, dass die Hexe jemanden geopfert hat und dann noch quasi dann Fabian getötet hat. Hat er nicht gesagt, nein, die Hexe möchte nichts. Egal. Das ja, nicht Moment, nee. Doch, das kann aber sein. Es kann sein, dass zum Beispiel die Werwölfe Florentin getötet haben. Genau, das meinte ich. Dann hat die Hexe Florentin wiederbelebt. Und jemand anderen getötet. Krane getötet. Ach, so kann das laufen. Das könnte sein. Aber warum sollte die Hexe überhaupt jemanden töten? Damit die Werwölfe nicht wissen, dass es sie gibt. Aber die Hexe weiß ja, dass sie eigentlich ja, stimmt. Also warum sollte, dass die Hexe jemanden am Anfang tötet, ist ja super. Ich glaube auch nicht, dass das passiert ist, aber ich meine, es wäre theoretisch möglich. Aber es wäre mega dumm eigentlich. Deswegen und sehr unwahrscheinlich. Nicht mehr. Ja, Martin, du hast noch gar nichts gesagt. Ich habe schon ein bisschen was gesagt. Aber was soll ich sagen? Halt, die erste Runde ist super schwer. Ich muss erstmal checken, was die Hexe überhaupt kann, weil ich war hier einmal und das ist 3 Jahre her. Oder 2,5. Du bist der Werwolf. Und Gunnar hat es nicht erkennen können, weil du den Hut so drin hattest. Das war interessant.
Aber warte, war nicht das Problem, dass sie sich nicht einigen konnten? Das wissen wir. Ja, ja. Wahrscheinlich. Weil er den Hut auf hat. Ich finde, ja, das ist eine gute Theorie, aber da kommt zum Beispiel ja Steffen. Ja, wollte ich gerade sagen, es gibt doch viele Stimmen. Das wollte ich auch Auch ein Riesenhut. Ja, gut, aber. Ja, aber das würde ich spüren, wenn sich der Riesenhut bewegt. Ich könnte auch einen dritten Hut gebrauchen. Ja. Erfahrungsgemäß. Ja, wir brauchen jetzt langsam mal die Leute, die als erstes mit dem Finger auf jemanden zeigen, haben immer Dreck am Stecken. Aber das kam jetzt gerade hier aus eurer Ecke. Bock auf Ärger. Ja, es kam aus eurer Ecke. Hier, da, Florentin, mit welcher Sicherheit du auf mich zeigst, ist sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Und das läuft jetzt so ab, jeder nominiert jemanden und dann wird abgestimmt? Du bist der Bürgermeister. Okay, ich nominiere Eddie. Mit welchem? Aber dein Begründung ist wenigstens. Okay. Okay. Irgendein Grund. Ist das ein schöner Hut? Ja. Ich will alle Hüte absammeln. Aber man muss irgendjemanden nehmen einfach jetzt. Das ist ja dann eh immer unfair, ja, weil der eigentlich doch gar keinen Hinweis darauf ist. Und wir können es auch nicht enthalten, oder? Wir können jetzt nicht sagen, so, nee, bei dem Schauspiel will ich nichts zu tun. Muss jetzt jemand wo. Es muss der Mob verlangt es Blut. Ja, okay. Nicht, dass jemand gehängt wird. Ich weiß halt nicht, wie das hier ist in diesem neuen Dorf. Ich bin jetzt zum ersten Mal, gleich wird jemand gestorben, jetzt muss ich jemanden hängen. Also was... Es ist kompliziert. Wie bist du in unser Dorf gekommen eigentlich? Was ist deine Geschichte? Ich bin so im Wald gelaufen und dann war da ein Schild und dann bin ich hinterhergelaufen und plötzlich hatte ich hier einen Bauernhof. Also ja, er ist entbehrlich scheinbar. Nachts? Ja, in der Tat. Aber weißt du das? Bist du Dorfbewohner? Bist du nachts unterwegs und beobachtest halt die Leute? Nee, aber wir suchen gerade einen Mörder, der heute Nacht anscheinend jemanden getötet hat. Boah, weißt du, was heute Nacht war und nicht heute Morgen? Cool. Ich nehme das her. Dass ihr das geklärt habt. Dann hätten wir das ja geklärt. Also, alles, aber kannst du es bitte dem Florentin sagen? Aber und du nicht. Was dann haben wir jetzt als Nominierten bisher Etienne. Will noch jemand eine weitere Person nominieren? Ich Florentin. Okay. Den Bürger? Aber er hat doch zwei Stimmen. Aber kannst du verlieren? Nee, das kommt bei Gleichstand. Ja. Okay. Aber ich sage auch ganz ehrlich, warum? Weil, wie gesagt, erfahrungsgemäß ist immer der als erstes auf jemanden zeigt, der will einfach das Feld reduzieren, sucht sich jemanden raus, hofft, dass alle folgen. Ich will das Ganze einfach nur so ein bisschen beschleunigen. Nee, deswegen, wir brauchen irgendjemanden und Eddie. Ist ja auch okay. Es ist auch eine gute Wahl. Will noch jemand eine andere Person vorschlagen? Ich will nur kurz zum Verständnis fragen. Der Bürgermeister kann ja auch der Werwolf sein. Und ja. Okay. Das wollte ich nur einfach kurz wissen. Okay. Das wäre eine ganz schön perfide Mischung. Ja, auf jeden Fall. Dann hat man ja super viel Macht. Und wenn er dann noch jemanden hätte, der ihm helfen würde... Ja, also dann so damit Mönch mein oder Nils meint damit Käse. Mich. Damit ist auch ein bisschen auffällig. Gut. Wir haben zwei Nominierte. Ich reise mich an der Macht. Etienne und Florentin. Und dann fragen wir mal. Es gibt keine Nominierten. Man kann einfach zeigen, auf wen man will. Nee, wir machen jetzt zwei Nominierten. Was? Wer ist für Etienne? Du kannst doch schon immer auf jeden zeigen, auf den du willst. Na gut. Eine Frage. Kann man sich enthalten? Nein, ne? Wieso sollte denn jetzt Florentin entscheiden, von auf wen Sam zeigen darf? Nee, du darfst zeigen, auf wen du willst. Du darfst zeigen, auf wen du willst. Demokratie, das setzt sich nicht durch. Wir zählen auf drei. Alles klar. Ich dachte, wir machen hier so ein Zwei-Parteien-System, aber okay. Gut. Das hat noch nie funktioniert. Okay. Alles klar. Drei. Mach deinen Finger. 3, 2, 1, los! Also, wir haben immer noch auf Florentin. Wer zeigt auf Florentin? Wie viele Leute? Sam, oder? Einmal aufzeigen. Ja. Max, du? Ja. Eins. Ich zeig auf dich. Auf mich? Zwei. Das ist doch so. Zwei Leute auf Florentin nur. Okay. Warte mal, Max zeigt auf sich, das ist doch Enttäuschung. Nein, ich zeige auf Simon. Ich wollte das nur diese Florentin. Das war eine Lüge! Simon zeigt eine Person. Auf Janina zeigt noch eine Person. Und wie viel zeigen auf Etienne? 1, 2. Du auch? Nee, ich schaue auf Steffen. Du auf Steffen? 3 auf Etienne? Es tut mir leid, Ede. Dann ist Etienne wohl leider... tut mir leid. Ich mache ihn ja so. Ne? Ist halt wirklich ab. Einer muss gehen. Sorry, Eddie. Du kommst ja gleich wieder. Oh nein, jetzt tut's mir leid. Ja, mir tut's bei jedem irgendwie immer leid, aber... Boah, jetzt falle ich hier. Bin ich hier ganz allein? In der ersten Runde tut es mir auch auf jeden Fall leid, weil es gibt ja, das ist ja random. Es gab ja niemanden, der ein Argument hatte. Irgendwie. Wir gucken jetzt einfach mal, was war denn Etienne? Warte mal, was war denn Etienne? Wir kommen schon dahin. Okay. Oh. Nein. Nicht schlecht. Der Bürgermeister war tatsächlich ein Werwolf. Aber das hast du doch Das hast du, das hat Zufall. Oder das doch. Hast du das? Hast du irgendwas erkannt? Das ist die Weisheit der zwei Hüte, ich sag's. Das war ein Code. Kann auch Strategie sein. Ja. Es gibt natürlich auch immer noch das kleine Mädchen. Das wäre aber krass, wenn er als Werwolf einen anderen Werwolf. Es ist Seherin, habt ihr es nicht gehabt? Ja, um sich direkt halt aus der Fähre zu ziehen. Ja, du wärst für immer safe, ja. Gut. Aber nach dieser sehr anstrengenden Wahl wird es natürlich auch wieder Nacht.
Aber kurze Frage, wenn du guckst, wenn die Seherin sehen möchte, woher weißt du denn, ob wir gut oder schlecht sind, tippst du uns dann an und dann sagen wir... Du, ich weiß das. Ich habe die Augen die ganze Zeit auf. Ach, wegen des... Ja, okay, sorry. Ja, Punkt. Nein, du siehst es wegen dem... Okay. Gut, auch Simon schläft ein oder will er uns damit was sagen, dass er nicht müde ist? Ihr nicht so weit seid. Es ist Nacht in Bohnenhausen. Die Werwölfe erwachen und fragen sich, Mensch, das ist ja blöd gelaufen. Wie schaffen wir es denn wohl, jetzt aus dem Schlamassel rauszukommen? Und suchen sich ein Opfer, was sie sich jetzt nur noch zu zweit teilen müssen. Ist ja auch gut. Haben sich entschieden für ein leckeres Festmahl und schlummern sehr satt vielleicht wieder ein. Und der Seher erwacht und der Seher darf sich noch eine Person angucken, von dem er glaubt, ist gut oder böse. Und der Seher hat seine Informationen bekommen und die Hexe erwacht und die Hexe überlegt, ob sie diese Person retten will. Und die Hexe darf jetzt auch noch jemanden töten. Und die Hexe hat sich entschieden, ob sie noch jemanden töten will oder nicht. Und die Hexe schläft wieder ein und ganz Bohnenhausen erwacht. Hast du den Platz hier plötzlich? Nein! Hä? Nein! Der Wolf. Du musst aufpassen, Wolfi. Lebe. Einfach random irgendwelche Leute. Vielen Dank. Hä? Hoppla. Okay. Darauf habe ich ja noch mal. Gut, und dann gucken wir doch einmal, was Sam denn war. Bin auch gespannt. Sam war eine treue Bürgerin und die Diskussion. Aber interessant, dass sie gestorben ist. Das ist seltsam. Weil bei Seher habe ich Stara schön hören. Deswegen dachte ich direkt an Sam, aber es ist natürlich schwierig zwischen euch dreien. Ja, aber warte mal. Aber erstmal Respekt an Florentin, dass er gerade als weiser Bürgermeister einfach den Werwolf rausgesnackt hat. Deswegen glaube ich, wir halten uns einfach daran, was Florentin sagt, oder? Die Macht der Demokratie. Ja, hat denn irgendjemand ihre verteidigt? Ja, ich meine, wie gesagt, es kann Strategie sein, es ist gefährlich. Sympathie mit Florentin, ja, wenn man weiß, er hat ein gutes Gefühl. Nee, ich meine, Ede verteidigt. Doch, in der Runde. Hat jemand in der Ede verteidigt? In der Runde davor. Ich glaube, es hat jemand Ede verteidigt. Nee, wer hat Ede verteidigt? Nicht mal die Werwölfe haben mich verteidigt. Also, ich kann mich natürlich erinnern an meine politischen Gegner, auch wenn sie ja sehr schnell vergänglich sind. Aber gegen mich haben die beiden gestimmt. Stimmt, gegen dich haben sie gestimmt. 2-2. Aber das ist gut. Naja, das war. Eddie und Sam. Ich gebe zu, das war ein Fehler. Was war ein Fehler? Simon. Ja, du weißt ja, ich könnte ja auch ein. Aber warum ja, aber das hier nur verteidigen? Nee, weil halt, weil Simon ja auch Ede über die Klinge springen lassen wollte. Zu Recht. Okay, aber kann es sein, dass er einfach nur mitgemacht hat, um dich Also Simon befreundet ist, kann ich sagen, fairerweise, das ist ein anderer Schnack, wenn alle auf Ede zeigen, aber jetzt war es ja so, okay, zwei zeigen auf ihn. Ja, ich glaube, Simon und Florentin sind eindeutig safe, weil die beiden haben als erstes Ede outgecallt und das hätten sie nicht gemacht. Steffen auch. Ich habe das Gefühl, Steffen und Max sind irgendwie, ich will nicht sagen, vielleicht seid ihr auch die Hexe oder Seher, aber irgendwie seid ihr verdächtig. Irgendwie ist da was. Ich kann es dir begründen. Weil Max sucht sich einen Safe-Spot in dir, indem er sagt, oh ja, sorry, ich trau dir. Und Steffen sucht sich einen Safe-Spot in Florentin. Florentin, guter Call, ich bin sofort bei dir. So, natürlich, das ist clever, dem Bürgermeister, weil wahrscheinlich ist er natürlich gut. Das. Vielleicht sind die auch einfach unschuldig. Du kannst nur mitzwischen. Nee, also, Florentin, weil er den Call gemacht hat und Simon, weil er Ede bei so einem Easy-Pick auch geopfert hat. Wie viele Werwölfe haben wir?
Drei gab es. Drei? Nee, am Anfang. Steffen, von dir verstehe ich das tatsächlich auch am wenigsten, weil du hast ja, die erste Runde war ja super random und du sagst, klar, der Bürgermeister hat das ganz toll gemacht mit Eddie, aber er hatte ja kein Argument. Er hat sich für irgendjemanden entschieden. Das Argument ist, dass Werwölfe ja nicht Eddie rausnehmen würden. Ja, weil er ist ja ein Fellow Werwolf. Und deswegen nimmst du den First Pick, der recht safe ist, was Florentin ist. Ja, gibt ja eigentlich auch. Also, wenn zwei Werwölfe einen rauswählen, ist das ja das Sicherste, was man eigentlich machen kann für die anderen beiden. Ne? Das ist halt Opferung. Ede war sicherlich nicht eingeweiht, aber am Ende ist eine gute Idee. Mhm. Wer hätte noch neben uns für Eddie gestimmt? Ich. Wir beide und Sie, ne? Mhm. Ja. Du auch? Ja. Janina? Hat er nicht drei Stimmen? Janina hat nicht für Eddie gestimmt. Ja, doch. Nee. Doch. Weiß aber auch nicht. Aber es waren aber drei Stimmen. Also, ich habe auf jeden Fall für Eddie gestimmt und ihr beide habt für Eddie gestimmt. Ja, aber kann auch ich kann auch begründen, warum ich für Eddie gestimmt habe, weil du am Anfang natürlich erstmal, wenn jemand mitgehst, weil ich wusste auch nicht besser. Also ich habe 100%, also darf man da überhaupt lügen, bei wem man gestimmt hat? Darfst du alles machen. Können wir nochmal die Kamera noch mal sehen? Ja, bitte gerne. Man darf die gibt's hier nicht lügen. Oh. Nee, das sollte man nie tun. Das ist meine Nase schon lange. Ja, warte mal, aber Medien, wenn drei Leute für Eddie gestimmt haben und jetzt behaupten vier Leute, sie hätten für Eddie gestimmt, also sorry, also das ist ja schon mal irgendwie strange. Aber es kann ja auch eine Verzählung sein. Aber ich finde es auch weird. Aber man kann sich auch mal verrechnen. Weißt du, du hast doch abgezählt. Ich weiß gar nichts mehr. Hab ich ja eh gefragt, weil mich doch also hier beide haben eigentlich schon. Valentin hat auf Janina gestimmt. Ja. Ich weiß nicht mehr, auf was Janina gestimmt hat. Was soll ich denn sonst gestimmt? Ich habe hier auf Ende. Nils weiß ich es auch nicht mehr. Es ist schade, weil ich habe für dich gestimmt. Stimmt, das richtig. Ja, doch, das recht. Ja. Sam hat Eddie hat auf Florentin gestimmt. Ich habe auf Eddie gestimmt. Sam hat auf Simon gestimmt. Ich habe auf Simon gestimmt. Und Sam hat auf Florentin gestimmt. Ah ja, stimmt. Auf wen hat Sam gestimmt? Aber Sam war kein Werwolf, okay. Aber warum gehst du auf mich, nachdem ich dich so ins Ding... Warum gehst du auf mich? Aber du stimmst ihm zu. Ich glaube, ich bin ein bisschen bei dir, dass die beiden sich... Ihr drei irgendwie. Ich weiß nicht, ihr redet sehr viel. Das kann gut sein, kann aber ein schlechtes Zeichen sein. Du weißt doch, dass ich viel rede. Du hast auch mit mir Du bist gespielt. Ich habe da ja nichts gegen. Es soll ja auch unterhaltsam sein. Aber ich habe eine Argumentation. Die Argumentation von denen ist, dass ich nicht auf Eddie gezeigt habe und es jetzt behaupte. Haben wir einen Videobeweis? Was wissen wir mal, also, können wir den Finger noch mal sehen? Das ist ganz Slow-Mo. Können wir leider nicht mehr machen. Aber das ist mein Bett dann. So, das also, ist die Sache. Ich würde meine Faust ins Feuer legen und sagen, es ist Janina und Janina nominieren. Einfach, weil ich nicht glaube, dass die Eddie... Eddie getippt hat. Ich bin ziemlich sicher, dass wir zu dritt Eddie gewotet haben. Nominiert, denn ich es waren drei Stimmen, das weiß ich auch. Und deswegen, es waren wir beide, mach hier nicht immer Sexismus-Liste raus. Wir müssen alle überleben. Aber du meinst wirklich, sie würde ihre Auswahl nach... Ich glaube, es war ein Fehler. Redet mal gleich. Ich glaube, sie hat es einfach vermasselt. Ein bisschen durcheinander. Ich weiß ganz genau, wer Freddy gestimmt hat. Ich weiß, dass es nicht Janina war. Ganz plötzlich jetzt gegen mich ist aus dem Ding. Jetzt könnt ihr noch mal reden. Wenn es jetzt nicht so ist, dann könnt ihr mich ja in der nächsten Runde rausholen. Gedächtnislücken zu korrigieren. Nein, mit Vergnügen, aber ich bin auch dabei. Wir können uns auch nach der Runde das Rewind anschauen. Ihr könnt mich auch töten. Aber dann seid ihr ultra verdächtig, weil ihr zwei, zu dem ich beiden gesagt habe, ja, ich gehe 100% all in. Oh, fuck. Ich will nur sagen, wenn gleich Janina sich als unschuldig herausstellt, weil er nämlich Angst hat, dass ihr mich nimmt. Dann könnt ihr mich raushauen, dann bin ich der Blöde. Dann haben wir einfach schon zu unseren eigenen Leuten. Aber das muss er natürlich jetzt sagen. Okay. Das heißt, also, ich bin mir ziemlich sicher. Stefan von mir und damit traue ich ihm auch. Danke schön. Aber können wir nicht nochmal rekonstruieren? Also ich... das ist ein Angebot, wo ich sage, ja, okay, ich habe das auch schon häufiger mal gemacht. Und das macht man nur, wenn man wirklich ein gutes Gewissen hat. So. Das heißt, du gehst quasi dann freiwillig raus, finde ich cool. Aber ich muss sagen, ich fand auch Janinas Argumentation vorhin sehr gut, dass sie gesagt hat, dass ihr beide euch direkt gekoppelt habt an quasi Florentin, der sehr quasi seine Unschuld sozusagen unter Beweis gestellt hat mit dem richtigen Call. Und das ist natürlich so ein Move, so. Den hast du direkt rausgestellt, das fand ich schon ziemlich gut. Das war bisher so das beste Argument, aber. Ich hab nicht gesagt, vote for him so direkt. Also, weil das war ja nur eine Idee. Nee, ich sag nur, das ist von allem, was so gesagt wurde, ist das am ehesten das gewesen, wo ich sage, okay, das war jetzt ein gutes Argument und nicht nur, ich habe irgendwas rascheln hören oder so. Ja. Von daher wäre ich jetzt nicht so oder sie weiß schnell nicht mehr, dabei, dich abzumurksen, so. Aber wenn du dir sicher bist und das sozusagen mit deinem eigenen Leben als Pfand verkaufst, okay, dann bist du nicht dabei. Aber ich wäre nicht genug, sicher. Jetzt spricht der Galgen. Seid ihr bereit für eine Abstimmung? Ja. Das war's. Es ist leider zu spät. Sorry, also 3, 2,
Eins, los! Zeigen, so okay, ich glaube, wir müssen nicht zählen. Doch, gerne. Okay. Gut, wie viel sind für Janina? Vier. Aber immerhin habt ihr fünf jetzt eine Idee. Es ist zwei irgendwas. Ich möchte gut. Du musst ja auch mitgehen, ich verstehe. Janina, es tut mir leid, du musst jetzt leider diese Runde hier verlassen. Das ist echt schwer gerade. Ich darf ja nichts mehr sagen. Ach, bitte, lass ihn in Werbung sein. Lass ihn einfach auf, jetzt sei böse. So, und dann gucken wir noch mal, was Janina war. Katze. Ja. Oh verdammt. Nein. What? Okay, damit habe ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Okay. Aber bevor es zu weiteren Diskussionen kommen kann, heißt das jetzt, dass der Pfeffen jetzt gleich auch geht? Er wird Bohlenhausen ganz müde plötzlich und schläft ein. Was für ein langer Tag, der zu Ende geht. Aber es gibt hier noch zwei Leute, die haben richtig Hunger. Und die Werwölfe erwachen. Und die Werwölfe freuen sich über ein neues Mahl. Sie haben sich entschieden. Und es hat ihnen auch ganz gut geschmeckt, muss man sagen. Und als nächstes erwacht der Seher. Und der Seher zeigt auf eine Person, von der er gerne wüsste, ob sie gut oder böse ist. Der Seher hat seine Informationen bekommen und die Hexe erwacht. Und die Hexe überlegt sich noch einmal, ob sie die Person heilen will oder nicht. Ja, die Hexe kann sich nicht ganz entscheiden. Will die Hexe denn vielleicht noch eine Person töten? Alles klar, und die Hexe schläft wieder ein. Und das ganze Dorf erwacht. Oh. Ja. Schöne Hüte. Und da war nur noch ein Hut. Weißt du, bist so nein. Mein Name Börner. Oh, der Platz. Ja, also ich ja. Bevor wir, warte kurz noch, bevor wir das kommen, was war denn Florentin einmal? Die sneaken sich aber gut raus, ich hatte die auch überhaupt nicht mehr da. Und der gute Bürgermeister, war eine kann ehrliche noch mal, Seele. Der gute Bürgermeister, die Seele des Bürgermeisters kann noch mal ganz zurückkommen kurz. Und noch mal als letzte Amtshandlung den Bürgermeisterhut vergeben an eine vertrauenswürdige Person. Dann trag mein Erbe stolz weiter. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Lass den Geigen sprechen, mein Junge. Ja, es wird gegalkt. Das ist unsere wichtigste Waffe. Und ich weiß auch schon, wer. Ich gebe zu, ich habe einen Fehler gemacht. Aha. Vielleicht habe ich mich an Dinge falsch erinnert. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht... Es sieht ein bisschen komisch aus. Gebe ich zu. Es sieht ein bisschen komischer aus. Ich möchte hier nochmal meine Unschuld betonen. Ich bin gerade erst in dieses Dorf gezogen. Ich wusste vorher gar nicht, was ein Werwolf überhaupt ist. Wie ein Werwolf aussieht, wie er sich anhört. Ja, deswegen, so. Ich möchte mich verbeugen vor dem obersten Rat und möchte meine Entschuldigung anbieten für diesen Fehler. Wir sind hier in einem Dilemma, weil das sind wir, wir möchten dich jetzt nicht verlieren, wenn du einer der wenigen Städtler bist, die wir noch haben. Einer der wenigen Dörfler, der hier auch mal anpackt. Richtig. Aber eigentlich musst du ja, also du musst ja, das kann ja von langer Hand mega gut geplant gewesen sein, wohl wissend, dass wir dich jetzt nicht opfern wollen, weil wir Angst haben. Also die Frage ist so, ne, wo, was machen wir? Ich möchte nur anmerken, ich trage diese Narrenkappe nicht umsonst, sie wurde mir angegeben im Dorf. Ja. Und ja, ich trage sie mit Stolz. Mit Stolz. Ich möchte nur eine Sache sagen. Also Max ist immer ein bisschen suspekt, einfach nur, weil ich nicht genau weiß. Wie gesagt, weiß ich nicht, was du bist. Ich habe Gefühl, da ist irgendwas, aber ich kann es nicht genau verorten. Nils war mir am Anfang auch ein bisschen zu leise. Du bist ja normalerweise jemand, der direkt eine Theorie hat und das analysiert. Da kam von dir wenig. Deswegen war ich am Ende jetzt in der letzten Runde überrascht, dass du mehr geredet hast. Und dann dachte ich mir, ist vielleicht doch safe. Ich fange jetzt einfach mal an zu beschuldigen hier.
Und bei Walle weiß ich es nicht. Also ich hätte Entschuldigung jetzt lieber zurück. Außer dir selbst. Ich gebe es quasi Möglichkeiten. Ja. Ihr könnt ja nur selbst entscheiden. Ja, aber es war natürlich geschickt von dir gemacht, nicht über dich zu reden. Nein. Ja. Also ich sag, Sie kennen mich. Ich sag ganz ehrlich, was ich habe vor dieser Runde Janinas Theorie supported, so, weil die für mich schlüssig war und ich habe sie auch nicht gewählt und sie war eine Dorfbewohnerin. So, ja. Und ich habe vorher schon gedacht, dass das, was Janina gesagt hat, auch bezüglich jetzt Steffen und Max irgendwie Sinn macht. Und Steffen hat gesagt, ey, wenn sie das nicht ist, ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht bist du Seher oder sowas. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn er sich so sicher ist, dass er sein eigenes Leben auf den Altar legt, schon mit der Kehle nach hinten gerichtet, dann musst du ja irgendwelche Informationen haben. Vermutlich bist du Seher, habe ich gedacht. Okay, dann musst du es ja irgendwie wissen. Und du darfst es ja aber nicht sagen. Und das ist so das stärkste Argument. Und jetzt war sie aber eine Dorfbewohnerin so und du hast dein Leben on the line gesetzt. Also was sollen wir jetzt noch anderes machen, außer dich zu wählen? Das wäre ja absurd. Es wäre fair, ja. Aber es wäre auch dumm. Dumm. Sagt ihr beide oder so? Naja, ihr seid doch gar nicht zusammen. Was ist denn da das? Aber warum ich auch beim nächsten bin, lass jetzt mal den Max reden. Ich vertraue dir. Ich vertraue ihm. Und ich weiß, wenn wir jetzt Scheiße machen, haben wir verloren. Also ich würde Max nominieren, weil er vertraut mir und das ist auch eindeutig nicht vertrauenswürdig. Oh, feier ihr beiden wollt aber Schwein. Das sind Mindgames hier. Ja, willst du sagen? Weil auch vorher würde ich halt sagen, ich werde jetzt hier nicht mit dem Finger auf Leute zeigen. Also nachher gleich. Schon, aber muss ich ja. Nur weil ich es muss. Nur weil ich es muss. Aber das war ganz schön verdächtig, Max. Muss ich nur so. Will ich nur kurz sagen. Oh Mann, ey. Aber das war halt auch davor ja schon ein krasser All-In-Move auch von dir. Den gleichen hat Janina ja im Prinzip auch gemacht. Dann irgendwie zu sagen, ey, wenn ich würde mich freiwillig irgendwie umbringen oder was die Argumentation war. Und jetzt, dass du dich wieder beim neuen Bürgermeister anbiederst, ich weiß nicht, dein Verhalten finde ich auch super auffällig. Ich bin über Max zum Beispiel kann ich leider noch nichts sagen. Ich habe keinen Indiz, ob er Gutes getan hat oder Böses getan hat. Das macht es ein bisschen schwierig. Und ja, Simon, du warst ja auch nah an Florentin eben dran, was ja auch irgendwie. Aber ich habe eh daraus gewotet. Das ist natürlich richtig, aber ich halte immer noch die einen anderen Werwolf-Raus-Vote-Strategie für extrem smart. Ich würde es auch machen. Das, ich traue dir auch ein bisschen zu. Deswegen bist du auch für mich noch nicht ganz vom Teller. Und Nils ist für mich immer ein verschlossenes Buch irgendwie. Da habe ich auch einfach ähnlich wie bei Max noch nicht so richtig. Ich werde regelmäßig gewählt, einfach nur. Moment, dann sind es vielleicht Max. Aber dann sind es vielleicht Max. Naja, aber meinst du, der Zufall funktioniert so? Deswegen ist er ja ein Zufall. Wir haben noch eine Hexe, wir haben zwei Wölfe und wir haben den Seher. Also, das Mädchen haben wir auch noch. Stimmt, jeder ist irgendwas. Moment, das Mädchen ist hier auch noch dabei in der Runde? Irgendwo muss noch ein Mädchen sein. Das Mädchen ist dabei, ja. Achso, ich dachte, das kommt. Oder nee, das wird ja nicht angezeigt. Das war ganz dabei. Das kommt später. Nee, das war dabei schon. Aber es wird nicht angezeigt, wer gestorben ist, oder? Nein. Und du sagst, die rollen ja trotzdem auf, auch wenn sie vielleicht schon tot sind. Ja. Darf ich mal ganz kurz was sagen? Weil wenn so, wir müssen mal rein mathematisch rangehen, ne? Also es gibt drei Werwölfe. So, das heißt, einer ist tot gewesen. Eddie war Werwolf. Es gibt noch zwei. Korrigiere mich bitte, wenn das hier zwei, weil das ist das Wort. So. Das heißt, wenn jetzt einer gehängt wird, und er ist kein Werwolf, steht es 2-2. Das heißt, in der nächsten Runde können die Werwölfe einen fressen und dann ist es vorbei. So, und wenn wir. Und natürlich können wir jetzt verlieren, aber ich habe keinen Bock auf eine Art und Weise zu verlieren, dass Steffen quasi uns unter die Nase reibt und wir wählen ihn dann nicht. Hätte ich auch keinen Bock. Und dann verliere ich und dann, damit kann ich nicht leben. Also, weil jeder von euch kann mich das nicht geführt haben, okay, cool, habt ihr gut gespielt. Aber so, wenn sowas Offensichtliches durchkommt, dann habe ich halt. Ich bin voll dafür. Ja, dann ärgert man sich richtig. Glaubt denn irgendwann, dass der Steffen gedacht hat, dass wir ihn entkommen lassen, wenn er jetzt lügt? Ja, wir diskutieren ja darüber, also. Ja, aber er wird ja am Ende fallen. Ich meine, wir haben doch hier schon. Fallen wir nicht am Ende alle. Okay, Janina hatte eine gute Theorie. Danke. Und dann habt ihr euch auf Janina gestützt und sie rausgevotet, oder? Ja, aber es war so. Sie hat sich ein bisschen verhaspelt. Sie hat sich verdächtig gemacht. Das war halt ein Fehler. Das sollte man das in so einem Mob fallen. Sie eine gute sie hat sich verdächtig gemacht. So. Nein, eben nicht. Sie hatte eine gute und eine richtige Theorie. Und natürlich, was machen denn die beiden Wölfe, wenn sie merken, jemand hat recht und eine gute Theorie? Dann versuchen sie, diejenige natürlich zu unterspülen argumentativ. Okay. Also, sie war eine Dorfbewohnerin und ich war auf ihrer Seite und ich habe damals schon auf Steffen gezeigt. Ja, komm, dann mach mal Steffen jetzt. Nein, aber vielleicht warst du auch auf ihrer Seite, weil du wusstest, dass sie kein Werwolf ist. Ja, okay, alles klar. Das ist eine Möglichkeit. Was? Okay, was ist denn dein Argument? Was ist mein Argument, warum du Janina verteidigt hast, weil du nichts dadurch zu verlieren hattest, dass du sie verteidigst.
Weil du wusstest, okay, es ist noch ein Wolf hier mindestens am Start, also ihr seid noch zu zweit. Und wenn Janina jetzt beschuldigt wird, dann gewinnst du nur dadurch, weil wir eben eine Unschuldige hinhängen. Das stimmt. Ja, das ist, das kann natürlich sein, das ist eine richtige Theorie, aber es ist halt einfach nicht so. Es wäre aber nicht genauso, wie ich kein Werwolf bin. Okay, also ich glaube, der Einzige, der es wirklich verdient hat, bist in dem Sinne du, weil du die letzte Leiche, wir wissen es ja nicht, wer es ist. Du könntest es sein und einfach nur sehr gut hier gerade spielen. Also ich werde nicht verlieren und mich so auf die Art und Weise, also wollen wir wählen? Ja, das verstehe ich voll. Vor allem, ich halte Steffen für einen guten Pokerspieler irgendwie. Wir haben nie Poker gespielt, aber das wäre total der smarte Poker-Move zu gewesen. Das wäre verdammt guter Move. Okay, also allein, um das aufzulösen, müssen wir es eigentlich machen. Ja, genau. Dann seid ihr bereit für die Abstimmung? Ja. 3, 2, 1, los. 2 auf Nils und 3 auf Steffen. Komisch, dass ihr euch auch noch geeinigt habt. Ja, ihr beide sehen. Nonverbal noch geeinigt. Steffen, du musst jetzt leider uns verlassen. Viel Spaß noch. Wo ist meine Karte? Moment, ich muss kurz meine Karte finden. Ey, ich will meine Karte. Kommst ja gleich wieder. Die liegt wahrscheinlich das hier. Wahrscheinlich. Tschüss. Wer muss hier der Wolf? Ich werde nicht mehr vom Werwolf abgeholt, mein Party. Was soll das denn? Gut. Dann gucken wir mal, was Steffen war. Oh. Was? Er war ein Dorfbewohner. Was? Okay, er ist doch kein guter Pokerspieler. Wir müssen die Idioten dastehen. Wow. Okay, das lässt uns echt ein bisschen dumm dastehen. Ja. Also, wirklich alle dumm da. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wem ich vertrauen soll hier. Liebe Kinder, wenn ich jetzt über die Klinke springe, weil ich jetzt hier Nils hinhängen wollte, dann bitte, tu mir die Liebe und verbrenn ihn. Wir können schlafen alle einmal ein, denn es kann ja noch sein, dass die Hexe jemanden rettet und noch jemanden tötet. Das kann alles noch passieren. Und die Werwölfe erwachen einmal. Wir machen das jetzt mal. Und sie suchen sich jemanden. Und die Werwölfe schlafen wieder ein. Der Seher erwacht noch einmal. Möchte der Seher noch einmal wissen, wer was ist? Und die Hexe erwacht noch mal. Tötet noch mal jemanden, heilt noch mal jemanden. Zack, zack. Und wir wachen alle noch mal auf. So. Und der Bürgermeister wird von uns gegangen. Wir spielen es dann mal ganz schnell noch zu Ende. Ach so. Nee, ja. Danke. Der Wanderhut. Gut. Für wen würdet ihr dann abstimmen? Machen wir es mal hier. Wollt ihr Abstimmung machen? Habt ihr Bock auf eine Abstimmung? Hey, erstmal zeigen, was ich bin. Ja, wir zeigen mal, was Simon war. Okay. Der ein guter. Farewell, farewell. Und dann kommen wir auch schon zur Abstimmung. Die Finger gehen hoch. Und wir zeigen auf eine Person. Gut. Dann ist leider Max gehängt. Du kannst aber gleich sitzen bleiben. Möchtest du noch jemanden zum König machen? Auf keinen Fall. Gut. Und die Werwölfe haben gewonnen. Und das habe ich gemerkt, dass man mich die ganze Zeit gar nicht sagen konnte, weil das ganze Ding war gar nicht drin. Okay. Muss auch sagen, mach mal wieder ran. Jetzt kann ich dich auch wieder hören, Johanna. Offensichtlich ich habe mich auch sehr nicht gehalten. Ich wusste, du treibst eine Erfahrung. Ja, natürlich, ich muss mich erklären. Heißt ne, ne? Ja. Ganz blöde Frage. Hätte ich mich revealen können, weil da war ich jetzt super unsicher und ich wollte. Nein, bitte was? Hätte ich mich revealen dürfen? Nein. Nee, was? Haben wir abge. Wer warst du? Das ist einfach gewesen. Ja, der Seher. Du warst der Seher, ne? Ja. Gut, wir brauchen alle Karten schon mal zurück. Das könnt ihr schon mal machen. Ich muss mal kurz. Hätte es andeuten sollen irgendwie. Ihr könnt natürlich noch diskutieren und wir machen aber. Die Augen aufreißen. Bevor wir damit anfangen. Eine Person. Darf ich mich kurz erklären? Also, ich war das Mädchen. Alles gut. Und ich habe mich nicht getraut, die Augen weit aufzumachen. Ich habe wirklich nur so ein bisschen. Wirklich nur so. Und habe dann da eine Hand gesehen. Und ich war der festen Überzeugung, es war Janinas Hand. Ja, gut. Eine Karte fehlt noch. Bitte. Was war ein Bärwärts jetzt am Ende? Valentin Simon, hast du deine Karte? Ja. Und Ja, es ist halt. Okay, dann. Es war wirklich einfach. Ich hab einfach verkackt. Gut, wir haben einmal ein neues Voting. Wer war denn der beste Spieler dieses
danke. Dieser kleinen danke, Runde danke, und Steffen. Der wird dann der neue Bürgermeister. Der war auch so fies als erster. Wer war die Hexe denn eigentlich? Ich war die Hexe. Du warst die Hexe. Und ich hab mich dann geheilt und leider Sam rausgerissen, es tut mir unendlich leid. Ja. Aber ich dachte, weil Sam zusammen mit Eddie auf mich gedeutet hat, dachte ich, ihr wollt mich stützen. Alter, jetzt brummt das wieder die ganze Zeit. Im Gegensatz zu meinen zwei Wolfsmitgliedern. Ich versuche das zu verstehen, Ja, aber das hätte uns eventuell auch schon direkt ziemlich verraten, wenn wir da. Wieso denn, wenn ganz viele auf einen zeigen? Ja, in dem Fall war die Stimmung so, wenn ich jetzt zum Beispiel auch noch auf Florentin gezeigt hätte und Florentin war Bürgermeister, das heißt, wir hätten zu viert auf ihn zeigen müssen. Wie viele haben wir auf mich gezeigt? Drei. Ja, auf jeden Fall ich. Warum auch immer mir? Das ist also vier haben gesagt, haben auf dich gezeigt. Du hast zu viel gebabbelt, das tut mir leid. Das heißt, wir hätten fünf Leute auf Florentin haben müssen. Ja. Gut. Mindgames. Wir werden uns auf irgendeinen auf jeden Fall so verständigen müssen, dass wir. Das stimmt. Ich kann es auch nicht dass mehr. Ich nicht die meisten. Weil Florentin einfach das Scheinwerferlicht auf ohne irgendwas. Ja, aber das war so offensichtlich. Das ist nicht offensichtlich. Doch, du hattest diesen, einfach was gesagt. Nein, du hattest da diese Freude wusste, in den Augen. Das kennt man nicht. Diese Spielfreude, dieses. Das war so klar, dass du. Ich bin immer voller Freude. Ja. Ich war auf jeden Fall richtig mad, als er dich gewählt hat. Dann dachte ich mir, okay. Ja, weil ich wusste, dass er es nicht weiß und einfach nur. Ich kann nicht lesen wie ein Buch, wirklich. In der neuen Runde, die wir jetzt als nächstes spielen, das wird alles wieder gut, mein Freund. In der nächsten Runde ersetzen wir einen Dorfbewohner mit dem Jäger. Und was der kann, das gucken wir uns mal eben an. Runde 2. In dieser Runde wird ein Dorfbewohner durch den Jäger ersetzt. Der Jäger kann kurz vor seinem Tod noch einmal auf eine Person zeigen, die er mit ins Jenseits nimmt. Er muss aber nicht. Genau, ganz wichtig, er muss aber nicht, aber natürlich hat man da Bock drauf. gut, ich verteile die neuen Runden, außer es gibt noch eine Sache zu der alten Runde zu sagen. Also wenn der Jäger rausgewählt wird oder ermordet wird, kann er noch mal auf jemanden schießen und jemanden mitnehmen. Ja. Bitte nicht mich, Ede. Du hast Glück, gut, dass ich heute einmal andere hier Feinde habe. Eine Karte für Max. Wen denn? Oh Mann. Enttäuschung. Hey Martin, haben wir da Wasser? Einmal hier unten weitergeben. Ja. Okay. Wo? Eddie! Ich aus Versehen die aufreißen. Gut, ihr guckt euch das einmal alle an. Und wir gucken einmal auf das Voting. Wer war der Beste oder die Beste der letzten Runde? Es gibt Hexe, Jäger, Seher. Also Frechheit. Ey, einer hat für mich da. 0,9%. Es ist Nils. Können wir einmal diesen Bürgermeisterhut hier auf diesen Stock machen? Hexe, Jäger, ja. Mädchen. Hexe, Seher, Mädchen. Heiler. Bravo. Nee, Heiler ist doch die Hexe. Stimmt. Ja. Hexe, Seher, Mädchen, Jäger. Nee, Hexe, Jäger, Seher. Mädchen. Hast du schon Mädchen. Gesagt? Wölfe. Ja, also es gibt überhaupt nur drei Leute ohne Special Skills. Mhm. Richtig? Ja. Habe ich noch was vergessen? Nein. Drei Opfer. Gut. Dann geht es jetzt wieder los mit einer neuen Runde. Das war meine Karte, Elina. Ich sehe diesmal besser. Ich saß so eingequetscht, dass ich die ganze Zeit so gezittert habe. Und Bohnhausen wäre verdächtig gewesen. Hat sich wieder ein bisschen weiterentwickelt. Sie haben tatsächlich wieder eine neue Bevölkerung erschaffen aus den wenig verbliebenen Menschen, die übrig geblieben sind. Kleine Ratten haben sich gekreuzt und gepaart mit. Nee, gut. Wir schlafen einfach ein. Vielleicht machen wir das lieber. So. Und das ganze Dorf schlummert. Fühlt sich ganz schön und weich in ihren zarten Bettchen. Ganz sicher fühlen sie sich. Aber drei Werwölfe haben wieder Bock auf Fleisch. Menschenfleisch. Und die drei Werwölfe wachen auf und sie suchen sich ein Opfer heraus, was sie gerne essen würden. Sie sind sich noch nicht ganz einig. Es gibt einige sehr lecker aussehende Exemplare hier im Ort. Lecker. Mensch, die gehen in Häuser rein, gucken sich sehr viele Menschen an,
in ihren Betten, sind sich öfter mal nicht ganz einig. Nee, kein Bock. Zubereiten, richtig schwierig, keine Ahnung. Und ich glaube, die Werwölfe haben sich entschieden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Alles klar. Dann schlafen die Werwölfe jetzt wieder ein. Und der Seher erwacht. Und der Seher kann sich eine Person angucken. Und der Seher hat sich entschieden. Und der Seher weiß jetzt auch, was die Person ist. Ja, okay, cool. Und die Hexe erwacht. Und die Hexe erfährt jetzt, wer getötet werden soll. Wen die Werwölfe sich geschnappt haben. Die Hexe überlegt, ob sie diese Person retten will oder nicht. Und die Hexe darf auch noch jemanden töten, wenn sie Bock hat. Okay. Krasse Entscheidung. Wow. Und das ganze Dorf erwacht. Das habe ich irgendwie befürchtet. Der Fluch der guten Tat. Der Fluch der guten Tat. Oh, ich muss diesen Bürgermeister. Du hast gerade mit mir eine hervorragende Performance abgeliefert. Und oh Gott, welch eine Verpflichtung. Tschüss. Das war eine gute Amtszeit, ja. Ihr könnt alle ein bisschen aufrutschen, soll ich euch sagen, damit man euch besser sehen kann. Dann rutscht man in die nächste Kuhle. Aber was war denn jetzt, Nils? Wir gucken einmal rein. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. War guter Junge. Ah, ja. Das ist ja unerwartet. Hätte keiner ahnen können. Gut. Hat jemand was gehört? Ja, ich weiß auch nicht, wo man da... Eine Ahnung. Also, die Werwölfe haben sehr lange gebraucht. Spricht das schon für unerfahrene Spieler? Aber führ uns da doch mal eins. Wie war das in der letzten Runde, als ihr Werwolf wart und auch so lange gebraucht habt? Interessant, Florentin. Naja, das ist natürlich selbsterklärend, weil man hat ja noch überhaupt keinen Grund, irgendjemanden zu töten. Es hat sich noch keiner irgendwie... merkbar gemacht. Ich kann erklären, was passiert ist tatsächlich. Ja, in der letzten Runde? In der letzten Runde hat Nils, so cooles Haar. Nils hat so gemacht und ich wusste nicht, was er damit meinte und deshalb dachte ich, der Dritte, das kann ja Valentin gewesen sein oder Steffen. Ja. Und dass Valentin ja auch Wolf war, habe ich gedacht, okay, er meint Steffen und habe gedacht, okay, ja. Ah, okay. Und dann habe ich mich wieder schlafen gelegt und dann, und dann hat irgendwann Gunnar gemeint, die Wölfe müssen sich jetzt mal entscheiden. Dann habe ich wieder geguckt, wir hatten doch eine Entscheidung. Aber irgendwie habt ihr beide mich dann immer noch fragend angeguckt. Also das war das Problem. Ich war raus, weil ich konnte Nils nie gut sehen. Also ich konnte nur so machen, aber ich hätte mich nicht so hart bewegt. Aber das sind natürlich jetzt in der aktuellen Runde. Der Bürgermeister ist natürlich naheliegend. Ne? Die Werwölfe wollen natürlich dieses politische Amt in ihren in einen reinsehen, deswegen. Das ist ein nee, aber, bist du jetzt der Nächste. Hey, was, aber Nils war ja kein... aber die Werwölfe... Nee, aber jetzt ist ja so lange auch. Ja. Also das Einzige, was ich... Ich sitze ja direkt neben Gunnar und ich merke, wenn er länger zum Beispiel seinen Kopf nach links dreht und redet... Aber das mache ich auch manchmal mit Absicht, ne? Ach so. Wo war er denn länger? Also ich hatte das Gefühl, dass zumindest, aber das hilft uns nicht so wirklich weiter, im Bereich Seher in diese Richtung geredet hat. Genau. Und ich aber wir wollen den Seher nicht sagen. Das will ich schon mal sagen. Das Gefühl hatte ich, dass ich unterstütze. Genau Gegenteil. Ich möchte das unterstützen, weil als Gunnar den Seher ausgerufen hat, habe ich gemerkt, dass sich links neben mir etwas bewegt hat. Das will ich nur sagen. Genau, aber das wollen wir ja gar nicht unbedingt kommunizieren. Weil das soll die Welt ja nicht wissen. Warum nicht? Ach so. Okay. Ist doch gut für uns, wenn wir wissen. Sehr gut, dass du meinen Fehler direkt nochmal noch wiederholst. Steffen ist einfach im Herzen so tief Werwolf, dass es egal ist, was er gerade steht. Tut mir leid. Also ich habe noch was bemerkt, was uns vielleicht nicht so richtig weiterhilft, aber als Gunnar diesen Joke gemacht hat, mit der Hexe, hat Eddie so sehr gelacht, als würde er gerade schlafen.
Also ich glaube, also so, nein, also er hat halt so initial gelacht, so er ist gerade also, versunken. Ja, bin ich nicht die Hexe. Hexe. Du bist, glaube ich, nicht die Hexe. Das ist richtig. Ja. Ich bin das Sterb. Dann haben wir es doch heute. Das ist es, oder? Ich, das Einzige, was ich verdächtig finde, diese Runde, ist, dass Steffen sich nicht beim Bürgermeister anbietet. Also, weil das ja, ist ich hab's auch gegeben. Ich hab's auch gegeben. Du, Steffen, ist also, das neue Dorf. Ganz neue Rollen. Ja, okay. Ja. Also, ich bin nicht mehr neu im Dorf. Ich bin nicht mehr der von. Ich würde gerne noch ein bisschen Wissen in die Runde tragen, wenn das recht ist. Was, uns, was wir eben, wir müssen auch Nils hier nochmal als Testcase nehmen, weil Simon hat das vollkommen richtig gesagt. Nils ist normalerweise einer der Redensführer, wenn es um das Überführen geht. In der letzten Folge in Werwolf war er sehr ruhig. Das ist mir auch aufgefallen. Ihr beide wart sehr ruhig. Und ich glaube, dass das häufig ist, dass der Werwolf oder die Werwölfin also schön raushält, ne, aus den Diskussionen. Sehr ruhig sind zum Beispiel Janina im Vergleich zur ersten Runde. Oh. Relativ grade zurückhaltend. Gesagt, ich hab Sam, noch keinen einzigen Satz. Ich möchte es einfach nur mal. Denkt mal drüber nach, achtet einfach mal drauf, dass Werwölfe wollen nicht erwischt werden, deshalb reden sie nicht so viel. Ich hingegen rede sehr viel, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Das stimmt, das habe ich Kopfverloren hier auch gesagt. Ich glaube, das kann man nicht so initial sagen, weil man sagt ja auch von Leuten, die sehr viel reden, ey, das ist sehr auffällig, dass du redest. Aber ich glaube, das Verhalten als Werwolf am Anfang erstmal nichts zu sagen, spricht eher für einen unerfahrenen Spieler oder Spielerin. Also, ich glaube, wenn man Werwolf ist und relativ unerfahren, dann wagt man sich nicht so weit aus dem Fenster. Mhm. Für wen spricht das? Ja. Nee, das untermauert eigentlich so ein bisschen deine Theorie, weil also, es würde natürlich auch für mich sprechen, aber auch für Janina und Sam. Das würde ich zumindest schon mal. Ja, aber Janina naja, gut, ist nicht... Naja gut, also ich habe aber letztens auch nicht viel gesagt. Was ich aber auch aufwendig finde an Florentin, um das jetzt mal in den Raum zu werfen, dieses ganz am Anfang so, ja, wie fühlt sich das denn an als Werwolf an Valentin gerichtet? Echtes Interesse. Das ist so ein bisschen so, ja, ich bin es ja nicht, erzähl mal, wie es ist. Aber weißt du, was ich strange fand an Florentin, dass er gesagt hat, also Eddie meinte gerade, hier kommt was Positives, also Seherin hast du gemeint, oder Hexe? Seherin, was ja gut für uns ist, weil ist doch gut, wenn wir wissen, dass aus irgendeiner Richtung was Gutes ist. Und du meintest, nein, wir überspringen den Fakt mal irgendwie. Aber ich habe das gerade auch nochmal hier gehört, dass es ja scheiße ist, dass wenn man den Werwölfen das quasi sagt. Das habe ich nämlich letzte Runde auch aus Versehen schon gemacht. Aber er wollte offensichtlich was Vor- und Nachteile. Ich dachte halt, ja, okay. Wer ist denn noch mal der Wolf? Ganz kurz. Dann können Sie sich noch kurz melden, einfach. Ich hatte wirklich eher das Gefühl, dass der Seher so ein bisschen in diesem Bereich hier ist. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass bei Werwölfen irgendwie diese Aura kam, was aus dieser Richtung. Ich weiß, hilft jetzt nicht viel. Aber es würde mich nicht wundern, wenn es ungleich, verteilt ist. Sozusagen zwei Werwölfe hier und vielleicht der Florentin noch. Ja, es sind ja auch zwei Seiten. Da muss es ja verteilen. Spirituelle Argumentation überzeugt mich immer am meisten. Naja, es geht ja darum, wo war die Mehrzahl an Werwölfen. Und die sehe ich in dieser Richtung. Das habe ich so gespürt. Woher hast du das Seherin-Gefühl? Weil du bei ihm was rascheln gehört hast? Nee, weil ich habe das Seher-Ding habe ich eher so aus dieser Richtung wahrgenommen. Weil ich dachte auch, dass er sich bewegt bald. Aber ich will das nicht aus man bringen, weil du... Du kennst es doch, man hat so ein bisschen das Gefühl, aber du weißt nicht, bilde ich es mir ein, weil meine Augen geschlossen sind? Ja. Oder ist es halt, deswegen will ich jetzt niemanden verdächtigen, aber ich hatte eher das Gefühl, dass bei uns der Seher ist. So. Oh gut, da hat sich was bewegt. Okay. Da wurde ja nicht mal mit. Die Kräfte zu haben. Also. Extra wissen. Nein, nicht mal. Was? Möchtest du das erfahren? Ihr könnt mich herausfinden, ihr werdet es dann erfahren. So ist es ja nicht. Stand ja still, Florentin. In der ersten Runde direkt mal mich entlarvt und Redensführer und jetzt kein einziges Wort, nichts, keine Vermutung. Ich habe letzte Runde so viele falsche Entscheidungen getroffen. So viel das Leute, war ein anderes ich tief Florentin. In der Schuld stehe, deswegen möchte ich erstmal. Das wäre dir doch egal. Die falschen Entschuldigungen den anderen überlassen. Naja, aber das ist suspekt. Ein bisschen suspekt. Ja, ist das schon sagen? Weiß ich nicht. Also, ich fand das erste war. Dass du das Positive nicht hervorheben möchtest und ich finde ich auch still, aber das heißt nicht. Nur damit du verstehst, was ich meine, ist, dass die Diskussion, wer der Seher ist, ja gar nicht so wichtig ist für die Bürger, aber die Werwölfe natürlich möglichst schnell den Seher töten wollen. Das heißt, wenn wir in der offenen Runde diskutieren, wer der Seher ist, helfen wir den Werwölfen damit. Andererseits müssen wir auch herausfinden, wer positiv ist, um zu wissen, wen wir nicht an den Henker liefern. Das denken wir alle bei der Schlange. Aber viele Runden lang Informationen sammeln. Ja, okay. Ja. Schwierig. Ja. Finde ich auch schwierig. Ja. Nun, was machen wir? Schwierig. Ich meine, Bürgermeister, hast du eine Nominierung zumindest? Wie, ich muss jetzt die erste Nummer nominieren? Irgendjemand muss mal... Du fängst jetzt mal an zu nominieren.
Nee, also ehrlich gesagt habe ich zu wenig Informationen. Wir haben alle zu wenig Informationen. Es muss jemand sterben, das Volk verlangt danach. Ja. Aber es ist nett, dass du das sagst, Florentin, aber du wärst da ganz vorne mit dabei. Weil, dann nimm doch Florentin. Okay, sorry, also ich fand das schon sehr auffällig. Ich hab gut. Wir machen mal die Abstimmung. Ist mir auch zu gut. Aber wissen wir genug darüber, dafür, dass... Nein, tu dir nicht. Gut, Moment. 3, 2, 1, Finger. Das ist so ein Kuddelmuddel hier. Ja, ist ein bisschen Kuddelmuddel. Wir zeigt ihr beide auf mich, oder? Ich zeige auf dich, ja. Zeig auf dich, ja. Okay. Wie viel zeichnen auf Florentin gerade? Wer? Merkt 1, 2, 3, 4. Merkt euch das, ja. 3 zähle ich. Ich zähle auch mal. 1, 2, 3, 4. Ja. Gut, Hände runter von euch. Zeigt noch jemand. Auf Sam zeigen 2 Leute. Und dann bleiben nur 2 über. Dann tut es mir leid, Florentin. Hast du auch Wert? Auf den Sinn. Ja. Du musst leider die Runde verlassen. Ich habe kein Bild für dich. Das ist schade. Und das, obwohl ich euch jeden Tag mit frischem Fleisch aus dem Wald versorge. Ich bin nämlich der Jäger. Oh, oh, shit. Da hast du ja jetzt die Chance, vielleicht das jemand mitzunehmen. Ah. Und wieso zeigst du dabei auf Valentin? Weil er den Hut trägt. Weil ich ihn halt gekillt habe. So, natürlich nimmt man nicht mit. Dann. Du bist nicht Florentin. Doch. Ich habe wirklich niemanden. Ich will nicht schon wieder so schwer die treffen. Die sind alle auf der Seite. Wieder. Tu was Gutes. Ich meine, wenn ich Rache üben will, dann nehme ich eine. Ja, da waren jetzt auf jeden Fall Werwölfe dabei, die Florentin rausgewählt haben. Das einfach dann nehme ich Simon. Ciao. Nimmst du mich? Ja. Schieß doch nochmal. Und Simon. Das werdet ihr bereuen. Aber wer hat jetzt alles so... Gut. Das kam jetzt völlig überraschend. Das ist so dumm. Ein Twist. Okay, jetzt gucken wir einmal erstmal, was war Florentin? Offensichtlich der Jäger. Da brauchen wir gar nicht gucken eigentlich. Okay, das war für Florentin. Der Jäger. Und dann kommen wir einmal für Jäger, für Simon. Ja, aber... Er muss doch seine Begründung haben. Warum und nochmal ein Roter. Okay, wer hat auf Florentin gezeigt? Der Florentin. Ja, genau. Der ist jetzt schon das zweite Mal, dass er Unschuldige umgebracht hat. Wer hat das mitgezogen? Valentin? Ja. Ich auch. Wer hat mitgezogen? Du hast auf mich gezeigt. Ja. Absolute Frechheit. Wir haben auf Simon gezeigt. Ich hab, ja, ich hab auf Sam gezeigt. Und du hast auch auf... ich hab auf Florentin gezeigt. Okay. Aber mit der Irrenaktion habe ich gar nichts zu tun. Das wird richtig gut. Das ist, weil ich einfach schwierig jetzt gemacht habe, was Bürgermeister gesagt hat. Naja. Das ist sonst nichts. Dann würde ich sagen, nach dieser Metzelei ist es Zeit für eine neue Metzelei. Und wir schlafen alle ein. Na, gute Nacht. Und die Werwölfe. Oh, nee. Wollte ich nicht nochmal machen. Die Werwölfe. Sie wachen auf. Und die Werwölfe suchen sich ein kleines Opfer heraus. Und die Werwölfe haben sich ein Opfer herausgesucht und die... Der Seher erwacht. Und der Seher kann auf eine Person zeigen. Ich kann auf eine Person zeigen, von der er erfahren möchte, ob sie gut oder böse ist. Ah ja, und der Seher hat jetzt seine Information bekommen. Ja. Und die Hexe erwacht. Und die Hexe erfährt... Jetzt, ob er die Person retten will oder nicht. Die Hexe hat sich entschieden und möchte die Person, die Hexe, noch jemand töten. Die Hexe hat sich entschieden und das ganze Dorf erwacht. Oh Gott. Nur dieser Werwolf. Kann ich noch mein Bier mitnehmen? Es gibt Bier? Oh. Moment mal. What? Davon hatten wir auch nichts gesagt. Da würde ich auch für eins nehmen. Könnt ihr mir eins mitbringen gleich? Gut, dann gucken wir doch einmal, was Janina war. Oh. Nice.
Stark. Er hat's gecallt. Und das belastet diese Frau. Was? Ja. Warum? Weil ich gesagt habe, Janina und Sam sind auffällig. Und Janina hat schon mal gestimmt. Aber da habe ich halt nichts mit zu tun. Doch, in meiner Welt schon. Auffällig still. Also ich bin jetzt natürlich gerade ein bisschen gegen dich, weil... Weil ich Janina gecallt habe in der letzten Runde? Nein, nein, das ist ja natürlich cool, dass sie jetzt... was ich meine ist, dass du mich das verhindert. So, findest du das auch cool, so als Werwolf, dass sie raus ist? Nee, ich finde das als Dorfbewohner natürlich extrem feierlich, weil dann uns keiner mehr umbringt. Aber jetzt lass mich mal kurz ausreden. Ich habe ja Florentin genommen, und zwar, weil Eddie mich überzeugt hat. Und du hast ja doch sehr viel in seine Richtung geredet. Aber Eddie hat gar nicht auf Florentin gezeigt. Nee, das stimmt. Sondern auf Sam. Ja, ja, aber trotzdem hast du gesagt, dass das verdächtig war. Damit hast du mich bekommen. Und das könnte ja auch, weiß ich nicht, wenn man... Ich habe erstmal, Moment, du musst unterscheiden zwischen allgemeinen Informationen. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass das Verhalten von manchen Leuten zwischen der ersten und der zweiten Runde sich entscheidet. Das heißt aber noch nicht direkt, dass ich sage, das ist die Person. Florentin hatte ich zum Beispiel nicht so einen starken Read wie auf Janina und auf Sam. Okay. Ja, ich habe auch häufiger mal gesehen, wie Janina eben so hier rüber geguckt hat. So, ich hatte das Gefühl, sie sucht irgendwie den Blick, so einen stillen Blick in diese Richtung. Das hat meinen Verdacht auf Sam noch mal ein bisschen erhärtet. Es könnte natürlich jeder von den dreien sein. Dir glaube ich irgendwie, dass du unschuldig bist. Ja, du hast auch auf Sam gezeigt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie dir glaube ich, dass du unschuldig bist. Aber hier drei auf jeden Fall. Ich glaube, du bist auch schon unschuldig. Also, das können wir noch mal kurz rekapitulieren. Wer hat in der ersten Runde noch auf Florentin gezeigt? Ich habe auf Florentin gezeigt. Max und Valentin. Max und Valentin, ja. Genau, wir sind das heißt, Max und Valentin haben auf Florentin gezeigt. Ja. Unter anderem, ja. Und das heißt, es ist mathematisch recht wahrscheinlich, dass... Naja, wobei, nee, auf, ist es nicht. Auf wen hat Janina aber gezeigt, ist Janina die Frage. Janina hat auch auf Florentin gezeigt. Stimmt, ja. Das heißt, wenn alle drei Wölfe Valentin auf eine Person gezeigt haben, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass einer von den beiden noch ein Wolf ist. Ist nur eine allgemeine Information. Keine das finde ich gut, Steffen. Das, was du sagst, finde ich gut. Das belastet auf jeden Fall Max. Max, das Wolf. Das ist also du bist auch sehr stark hier mit den Fingern am Weg. Ja, Eddie, muss ich sagen, aber es gefällt mir. Wir sollten mal den Plot ein bisschen voranbringen. Nein, ich habe einfach das Gefühl, also, dass, also ich kann nur so argumentieren, weil ich so von meiner Unschuld überzeugt bin und von Fabians, dass ich der Meinung bin, ich bin einfach der Meinung, dass hier aus der Ecke noch... Ohne Scheiß, du zeigst die ganze Zeit nur auf uns, aber wieso nimmst du ihn denn jetzt mit rein? Also genau, aus dem warum ist der Fabian? Der ist auf jeden Fall unschuldig. Weil er auf Sam gezeigt hat. Immer seltsam. Also auf dich. Also... Ich bin offensichtlich kein Werwolf. Also bei Fabian bin ich mir komischerweise auch sicher, weil er mich die ganze Zeit so anguckt, als hätte er mich unter Verdacht. Warum sollte man das machen, wenn man ein Wolf ist? Also Valentin, es tut mir leid, aber du verurteilst mich. Hey, wieso habe ich mich denn damit selber jetzt belastet? Nee, du verurteilst gerade sehr viele Leute. Das ist gar nicht. Ich habe gesagt, mich verurteilt, obwohl ich Janina gecallt habe. Ich habe gesagt, das ist ja unschuldig. Nee, du hast gesagt, das könnte Eddie sein, aber auch. Nein, ich habe gesagt, dass Fabian. Ich höre halt so schlecht mit diesem scheiß Böbel hier am Ohr. Nein, ich bin mir sicher, dass Fabian unschuldig ist, weil sonst würdest du doch nicht Leute so die ganze Zeit so mustern. Ah, wie ist sein. Außer man sein ist ein guter Schauspieler. Ja, oder ein guter Bürgermeister. Ich bin einer von beiden Dörfern. Also ich traue Sam. Nee, also bei Florentin war ich mir echt, weil er so komplett anders von der ersten Runde war. Genau, ja. Weil er ihm gar nicht. Ich traue Max kein Stück weiter. Dann machen wir ein Spiel. Wir machen ein Spiel. Wir sagen jetzt einen, zum Beispiel sagen entweder Dörfler oder Wolf und dann muss man ganz schnell die Hand heben, was man ist, okay? Also alle Dörfler heben die Hand. Okay, alle Wölfe heben die Hand. Doch, alle Dörfler. Aber wir können natürlich das gute alte, wenn ihr euch nicht sicher seid, das gute alte Ich bin kein Werwolf-Spiel können wir immer spielen. Wie das? Was? Na, Valentin, dann sagst du jetzt mal in die Kamera, dass du kein Werwolf bist. In welche, in die? Ja. Ich bin Valentin und ich bin kein Werwolf. Etienne? In welchen die? Ja. Ich bin kein Werwolf. Mein Name ist Fabian Krane und ich bin kein Werwolf. Ich bin kein Werwolf. Auch ich bin kein Werwolf. Keine Werwolf. Was? Kann ich nochmal die Kamera? Ich möchte noch was in die Kamera sagen. Ganz kurz. Ich bin nicht nur kein Werwolf. Ganz normal. Mein Instagram-Account lautet Etienne2Go. Meiner Kranian, okay, Kranian Fahne. Ja, sehr gut. Gut, seid ihr bereit für eine Abstimmung? Da? Jetzt habt ihr ein bisschen ein paar Erkenntnisse gewinnen können durch dieses kleine Kameraspiel. Schwer, nee. Ja? Schwierig. Gut. Trotzdem müssen jetzt eine Entscheidung muss jetzt fallen und wir heben alle mal kurz die Fingerchen raus, aber das ist Fehler. Und zeigen auf die Person, die man nicht mehr
im Dorf haben will. 3, 2, 1, jetzt. Hashtag groß und gesiedelt. Ihr seid so schlechte Wölfe. Was macht ihr denn? Ich hab's euch doch eben schon erklärt. Okay, wie viel auf Etienne? 3 Finger auf Etienne. 2 auf Valentin. Ja, die lernen's einfach nicht. Tut mir leid. Worauf hat Steffen denn gezeigt? Auf Valentin. Haben 3 auf Valentin gezeigt? Nee, Etienne nicht. Nee, okay, war richtig. Gut. Unglaublich. Scheiße. Ja, jetzt sind wir gespannt. Jetzt ist aber spannend. Gut, was war Etienne? Der muss nach da rücken. Oh, okay. Ist ein bisschen haarig irgendwie auf der Seite und so blutig, habe ich das Gefühl. Nee, aber dann gut. Fabian ist dann ja auf jeden Fall. Stimmt, ich sitze hier zwischen Werwölfen. Nee. Gut. Also erst. Wir reden nicht weiter, sondern das Dorf ist ganz müde geworden und schläft jetzt wieder ein. Und als erstes erwachen die Werwölfe. Und die Werwölfe suchen sich ein Opfer heraus. Und die Werwölfe. Müssen wir das nochmal sagen, weil. Die Werwölfe haben sich entschieden für ein Opfer. Und als nächstes erwacht der Seher. Und der Seher. Hat seine Informationen bekommen und schläft wieder ein. Und die Hexe erwacht. Und die Hexe könnte jetzt vielleicht noch mal jemanden retten. Die Hexe kann auch noch jemanden töten vielleicht. Und die Hexe schläft wieder ein. Und das Dorf erwacht. Ich dachte, das wäre für mich das Bier. Hey, das ist unfair. Ich dachte, deins ist draußen. Frechheit. Das ist ja nett. Wieso? Ich habe gar nicht auf dich gezeigt. Auf wen hast du eben gezeigt, Valentin? Moment, bevor das hier losgeht, gucken wir einmal, was denn Steffen überhaupt war. Ja. Ist ja klar. Oh, was? Oh. Okay. Ja, es ist ja relativ. Warte ganz kurz. Was hast du. Letzte Runde jetzt. Nein, genau. Auf wen hast du eben gezeigt? Auf Eddie. Auf Eddie, okay. Ja. Ja, dann sind die beiden Wölfe. Da bin ich mir auch. Also es ist relativ eindeutig. Ich bin's nicht, aber ich vertraue auf jeden Fall eigentlich dir. Also ich weiß, dass du safe bist. Aber ich war eben ja noch nicht safe. Ja, also, ja, aber dadurch, dass du auf Eddies Seite warst und er dann ausgewotet wurde und kein Werwolf ist, dadurch bin ich mir jetzt sicher, wie viele Wölfe gibt es noch? Ich fange jetzt nicht auf einmal mitten im Spiel an, dir zu vertrauen. das will ich aber. Warte mal. Okay, warte mal. Du hast auf Eddie gezeigt. Ja. Steffen hat auf dich gezeigt. Ich habe auch auf Eddie gezeigt. Ich habe auf Valentin gezeigt, weil ich fand ihn ein bisschen komisch. Aber mittlerweile glaube ich ihm. Und ich glaube halt einfach, dass Max und Sam halt die Werwölfe sind. Ja, der Witz ist, ich habe ja vorher das schon bemerkt, dass du mich ein bisschen sus findest. Ja. Das habe ich ja auch angesprochen. Und dann ist es natürlich sehr smart von dir, dann auf mich zu zeigen, wärst du jetzt der Werwolf, um das nochmal zu untermauern. So, ja, er hatte recht, ich hatte dich schon die ganze Zeit im Verdacht. Mhm. Weiß ich nicht, ob man dann so danach gehen würde. Deswegen, es ist einfach der Verlauf der Dinge, hast du dich jetzt natürlich für mich auch wieder ein bisschen mehr in die Schussbahn begeben. Aber naja, ich war ja eben da doch sehr. Ich kann das begründen, warum ich habe mich von Eddie leiten lassen, Florentin zu nehmen. Ja. Dann hat er mich von Sam überzeugt und dann dachte ich, Moment, ich lasse mich jetzt schon nicht schon wieder irgendwie in die falsche Richtung lenken und habe deswegen dann Eddie genommen. Aber er war es ja dann nicht. Also hatte er vielleicht einen Punkt mit Sam. Deswegen, ich glaube, Eddie war richtig. Der hat einfach die Wahrheit gesagt. Er hat das gesagt. Er hat das Herz auf der Zunge getragen, ja, was er ja gerne tut. Ja. Und das und das hat er in dem Fall auch gemacht. Mhm. Und ich glaube, dass Sam und Max die Werwölfe sind. Und wir können die jetzt einfach rausvoten. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit Sam an. Max sagt sowieso gar nichts mehr. Er hat überhaupt keine Lust mehr. Und er ist einfach als nächstes dran. Ja, das geht ja. Das geht, ich habe halt einfach keine Argumente gerade, warum ich noch Dorfbewohnerin sein sollte, wenn ihr euch schon darauf versteift habt, dass ich sowieso bin. Weil ich sag's mal ganz. Yeah. Wäre Fabian Krane jetzt so nett zu dir, wenn du nicht das Doppelhütchen da aufhättest? Was kann ich noch machen? Ich kann irgendjemand retten, ne?
Nee, du hast ja beim Gleichstand hast du die gleiche Stimme. Ah. Zwei Stimmen. Ach, ja, aber kann es überhaupt gleichstand? Ja. Bei 2 gegen 2 könntest du 2 gegen 2 halten. Ja, 2 durch, sind 4 durch 2 ja. sind 2. Genau. Ja, alles klar. Das wird wahrscheinlich jetzt, ja. Ja, guter Punkt natürlich. Ja, du bist jetzt hier das Zünglein an der Waage. Also ja, mach dir mal Gedanken, wer jetzt hier versucht, dich irgendwo reinzubabbeln, wo wir vorher das Reinbabbeln erst hatten. Ja, ja, true. Das funktioniert mit mir offensichtlich auch ganz gut gerade. Also ich bin auf jeden Fall der MUP, der Most Useless Player in diesem Spiel gerade. Du kannst aber zur Legende werden jetzt, ne? Ja, das hängt am seidenen Faden, also. Ah. Valentin, ja. Ganz kurz. Wir müssen, das ist doch offensichtlich klar, dass die beiden jetzt Werwölfe sind. Sie haben alle auf Eddie gezeigt. Ja, ich habe ja toll, auch. Da war ja, ja auch noch gar nichts klar. Auch, ich wollte es gerade sagen. Ja, genau. Ja, weil Walle sich hat umstimmen lassen. Die haben aber einfach mitgezogen. Valentin. Ja. Ja, weil sie natürlich auch von ihm angegriffen wurden. Also, ne, dann. Aber Moment, man, das genau. Ja nur, aber also ja, jeder hat erstmal in unsere Richtung gestellt. Weil Eddie sie schon von vornherein in Verdacht hatte. Valentin, wir spielen jetzt smart. Also ja, aber gerade bist du dir eigentlich eine Milliarden Prozent sicher, dass Valentin kein Werwolf ist. Ja. Ich bin mir bei dir ehrlich gesagt. Ich hab mit Valentin schon einige Social Deduction Spiele gespielt. Der Typ lügt nicht. Er lügt nicht. Der lügt einfach nicht. Der hat gerade in der ersten Runde gelogen, also bitte. Nee, ich habe einfach nur nichts gesagt. Ja, wenig, der lügt das nicht. Stimmt. Ja, ready? Ach, boah, ey, wenn du es dann aber am Ende bist, dann, boah, war das dann ein starkes Play. Dann wurde ich richtig, dann wurde ich um den Finger gewickelt. Was soll ich sagen? Ja, ich glaube, ja, wer kann Fabian Kranes tödlich im Schaden? Gut, seid ihr bereit für eine Abstimmung, alle? Ja. Ist das, oh, ja? Also wir gehen auf Sam. Ja. Was? Finger heben. 3, 2, 1, go. 2 auf Sam und 2 auf Fabian Krane. Hm? Gut, Valentin, jetzt müsstest du entscheiden. Deine zweite Stimme geht dir auch auf Sam oder auf Fabian Krane. Jetzt könntest du dich nochmal umstimmen. Ja, ich weiß. Aber das hätte ich ja auch schon vorher mir überlegen können. Nee, ich bleib dabei. Ich muss Sam. Jetzt diesen Weg zu Ende gehen. Du musst den Weg zu Ende gehen. Alles klar. Ob das schauen wir mal rein. Nicht vielleicht recht. Boah, jetzt ist. Das sehen wir jetzt. Lol. Oh, yes! Yes! Okay, das war die richtige Entscheidung. Wenigstens eine richtige Entscheidung im Leben. Dann natürlich, was machen wir? Spielen wir es noch zu Ende? Ja, komm, machen wir ganz schnell. Mhm. Die Werwölfe schlafen ein. Die Werwölfe schlafen ein? Du auch. Nee, also auch alle auch, meinst du? Alle meine ich, ja. Entschuldigung. Damit hätte ich jetzt das. Die Werwölfe wachen auf. Und es darf natürlich jetzt jemand rausgevotet werden. Alles klar, der Seher erwacht nochmal, schläft wieder ein, die Hexe erwacht nochmal, will jemand retten, töten, schläft wieder ein. Und das Dorf erwacht. So, und Valentin, jetzt darfst du dich nochmal entscheiden, wem du den Hut gibst. Jetzt musst du dich entscheiden. Ja, ich gehe jetzt meinen Weg zu Ende. Ich werde mich schwarz ärgern, wenn er mich outplayed hat, aber bisher war es überzeugend. Was soll ich sagen? Fabian, wem willst du hängen? Teufel dich selber? Das ist ein hartes. Oder Max? Ich nehme Max. Gut, Max. Wärst du nicht eben auch der Letzte? Hä? Warst du nicht in der Vorrunde auch der Letzte in der letzten Runde? Ja. Ja, guck mal. Harter Survivor. Und wer hat. Was war Max? Yeah, Wolf. Und damit haben die Dörfler gewonnen. Stark, Eddie. Wir haben es gecheckt. Drüber. Was hattest du eben? Am Ende. Telefon? Nee. Enttäuscht, Sam. Bist du sehr enttäuscht. Ist das dein? Ja. Fabian, du bist ein vertrauenswürdiger Typ. Ja, natürlich. Gut, wir brauchen einmal alle Karten zurück, oder ich? Uiuiui. Das war eine wilde Runde. Ah, Moment, hier ist auch noch eine Karte. Dankeschön. Wo ist denn der Jäger hin? Hier ist die. Was meinst du? Ja. Ja, ich wäre fast nochmal gespürt. Wo ist denn Florentin? Die ist doch nicht schlecht. Ich habe es auch zu spät gerafft, dass man ihn echt noch beeinflussen kann. Das ist natürlich. Da ist er ja. Ja. Guter Move, Florentin, nochmal. Fand ich super. Ja. Ich mache gar nichts mehr. Das funktioniert so nicht. Aber eigentlich war es ja gut. Also, am Ende war es gut. Steffen als Hexe, krass. Also, der Call war unnormal krass. Woher wusstest du das? Er hat sich sehr verdächtig verhalten. Aber ich habe genau das gleiche literally gemacht wie am Anfang. Deswegen, ja. Ich habe die letzte Runde schon rausgecallt, das habe ich jetzt auch noch gemacht. Also. Wer war denn wer? Ich war die Hexe. Du warst die Hexe? Ja. Wer, also, ich war nämlich sehr und ich habe als
Ich hatte ja nur einen Shot und das einen Shot, ja, ich habe danach. Und was, aber das, ich konnte das nicht mehr fragen, weil ich wusste nicht, weil ich noch nie sehr war, glaube ich, welche Geste was bedeutet. Und ich habe gefragt und du machst so. Und ich dachte, ja, okay, das ist ein Treffer, das ist ein Wolf. Das ist ein guter Typ. Ja, und ich dachte aber, okay, das ist ein Wolf. Ja, alles gut. Ja, aber man macht das so, glaube ich. Ja, das, ich war noch nie sehr, glaube ich, tatsächlich. Ja. Das ist gut zu wissen, ja. Und wen hat er dir denn gezeigt als guten Typ? Ja, ich habe nach dir gefragt. Und dann hat er so gemacht, du hast gedacht, ich bin ein Wolf. Ja, ja, richtig. Hast du richtig rausgefunden, der ist einer. Alles richtig, Mann. Ich habe dir auch diesen Bürgermeisterhut nicht gegeben, weil wenn ich habe gedacht, so, hey, wieso gibt er denn jetzt ja, genau, Etienne, von dem als einziger Mensch weiß, dass er gut ist? Safe, hätte ich dir natürlich den Hut gegeben. Ich habe gedacht, das wäre einfach nur dumm von dir gewesen. Nein, ich habe gedacht, Eddie ist ein Wolf. Aber wer war denn das Mädchen? Das war ich und es ist mega schwer. Das ist super schwer, oder? Weil alle machen so, wie soll ich denn da durchbiegen? Ja, ich habe dann so hier. Du musst schon so sitzen. So, musst du schon ja, genau, es ist voll auffällig. Deswegen habe ich so versucht, meine Haare so. ich kam nicht mehr dazu, weil ich wurde ja irgendwann schon rausgeschossen. Ja. Gut, wir haben einmal ein Voting jetzt. Ausrufezeichen BOR. Wer war der beste Spieler der letzten Runde? Also ich war auf jeden Fall der Spielball. Also ich war so lost die ganze Zeit. Also ich wüsste jemanden. Der beste. Ich meine dich. Aber das riecht jetzt alle getroffen. Mal. Ja, richtig glücklich. Ich war gut. Der Jäger fliegt gerade wieder raus. Den gibt es in der nächsten Runde nicht mehr. Aber stattdessen gibt es eine weitere Person. Amor. Runde 3. Amor kommt hinzu. Amor lässt am Anfang des Spiels zwei Liebende vom Spielleiter antippen, die nicht ohne einander überleben. Stirbt einer der beiden, stirbt auch der andere. Genau, und wenn Amor, das Amor-Paar ist ein bisschen so eine drittes Team, wenn das am Ende überlebt, auch wenn es Werwolf oder Mensch ist, gewinnen die. Und ja. Aber Moment, wenn die Werwölfe gewinnen, nee, dann können ja Amor gar nicht überlebt haben. Doch. Kann auch, wenn beide Werwölfe sind. Also die können auch Werwolf sein und Amor. Ja. Ja. Nee, nee, Amor nicht. Nee, verliebt. Ich gehe gleich einmal rum. Ja, ja, meine ich ja. Die können verliebt sein. Und, aber ja. Amor selber ist nicht verliebt. Aber wenn es einen Werwolf und einen Menschen trifft, die verliebt sind, dann können die ja gar nicht gewinnen. Oder? Doch, dann müssen die zusammen überleben. Dann so haben sie gewonnen. Okay, alles klar. Aber wie kann sich Amor selbst verlieben? Amor tippt nein. Nein. Aber wie willst du die jetzt antippen? Also ich laufe gleich einmal rum. Ja? So, wir stehen Flaschen. Vielleicht auch zweimal, damit es nicht so auffällig ist. Ich habe nie so richtig gecheckt. Ja. Ich check lieber nicht. Gut, wir verteilen mal die Rollen. Ja, wenn wir nach der Rollenverteilung Werbung machen, dann können wir jetzt auch schon Werbung machen. Ne? Machen wir kurz Werbung. Und dann sind die Rollen auch verteilt. Da habe ich es geschafft in der Zeit. So, nächste. Ja. Bis gleich. Das ist deinen schon. Oh Gott, ich bin echt nicht so gut. Nein! Oh, habt ihr was gesehen? Nein. Ich hab irgendwas wirklich nicht? Habt ihr was gesehen? Wir schaffen das schon. Wir machen mal kurz Werbung und vielleicht. Ich mach noch mal neu in der Werbung. Was denn? Gut. Ich hab's selber nicht gesehen. Willst du alle noch mal? Ich will alle noch mal. Alle noch mal. Was denn? Jetzt habe ich alles fertig gemischt. Jetzt verteilen wir die Karten. Oh, nicht so weit oben, Fabian. Schön weit unten verteilen. Ich habe nichts gesehen. Sag mal. An Fabian noch. Und hier einmal ganz weit unten verteilen, bitteschön. Ja, das mache ich sehr gerne. Sehr gut machst du das. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Hier werden gerade die Karten verteilt, bevor es in die letzte entscheidende Runde geht. Die Dörfler haben zweimal gewonnen, glaube ich. Erste Runde auch, ne? Nee, die erste Runde haben die Werwölfe gewonnen. Entschuldigung. Okay. Ja. Entscheidung. Dorf 3. Oh, vielleicht machen wir das beste Dorf. Dorf 3, das ist das gute Dorf. Wir sind in Dorf 3, ja. Wer hat sich gepaart mit jemandem? Du hast doch so einen Impro-Podcast. Da kannst du doch mal sagen, wie das nächste Dorf entstanden ist. Ach so, ja, das ist einfach. Das ist einfach ein anderes Dorf. Ja. Das ist, wow. Da höre ich mal rein. Alle reinhören. Florentin ist auch dabei. Wohnhausen 15 ist wieder da und schläft aber ein. Denn es ist schon abends. Ach, oh. Guck mal.
Und wir haben den Bürgermeister noch nicht. Ah ja, das stimmt. Wir wachen noch mal alle schnell wieder auf. Was haben wir den Bürgermeister noch nicht spät? Uiuiuiui. Ja, wir gucken natürlich einmal auf das Voting. Wer war denn der beste Spieler? Also bei mir, wenn es nach mir geht, ist es Etienne. Aber es ist wahrscheinlich vielleicht auch Valentin. Irgendwas dazwischen wahrscheinlich. Valentin. Was? Steffen? Der war auch gut. Ja, stimmt, der war auch gut. Habe ich gerade kurz vergessen, der war auch gut, aber ja, das war der Call. Er hat, ehrlich gesagt, war das auch. Ich fand auch Eddie sehr gut und Balle auch, aber Steffen ist ein bisschen untergegangen. Steffen Call war super, ja. Dass du was Hexe, genau, haben sie nicht mitbekommen, die Janine rausgenommen hast, weil das am Ende die das überhaupt ermöglicht hat. Stimmt, das habt ihr andere gar nicht mitbekommen. Ja. Steffen hat als Hexe Fabian Krane gerettet. Mhm. Und Janina getötet. Mhm. Okay, das war ein starker Mann. Denk daran. Ja, denk daran. Jetzt ist es aber endlich Zeit einzupennen in Bohnhausen 2. 3. 3. Und als erstes, ich stehe mal selber auf, war erwacht. Oh, Entschuldigung, Etienne, das war noch nicht der Amor-Pfeil. Das war einfach nur mein Pfeil. So, als erstes erwacht Amor. Ich gehe mal hier nach vorne, dann mache ich mal gleich eine Runde und Amor darf mal entscheiden, wer ist denn verliebt? Und Amor, das bin in dem Fall ich. Ich stehe auch blöd hier, ne? Nur schön hier. Na gut, ihr seht gar nichts, aber ich weiß es ja. So, Amor geht jetzt einmal rum und tippt die Leute an, die machen mal die Augen auf. Ja? Ich gehe aber einmal ganz rum, damit ihr das nicht checkt. So, hat jemand was gespürt? Gut. Amor setzt sich wieder hin. Job getan hier, sagt Amor, ne? Hat er gut gemacht. Kennt ihr Amor, als Otto Amor ist in dem einen Film? Ja. Auch geil. Otto, der Liebesfilm, glaube ich. Hammerfilm. Könnt ihr mal gucken. Gibt's bestimmt irgendwo online. So. Als nächstes. Aber bitte nachgesetzt. Ja, jetzt nicht. Ist vielleicht auch schlecht gealtert, ich weiß nicht. Letztens mit Uke Otto 1 nochmal geguckt im Urlaub. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ja, ihr schlaft ja. Gut. Gut, dann erwachen erstmal die Werwölfe. Und die Werwölfe Hamburg auf Essen. Und die Werwölfe, ja, die müssen sich jetzt mal entscheiden. Die können nämlich, haben nur einen Werwolf-Koch dabei. Der kann aber richtig was Gutes was zubereiten heute Nacht. Da wird ganz was Feines. Ja. Da weiß ich jetzt auch nicht. Offenbar ist die Fleischtheke gefüllt mit leckeren Filets. Sag mal, es wird sich ja wohl noch mal für ein Stückchen Fleisch. Wo ist denn das Problem jetzt? Na siehste. Da haben sie sich ja doch nochmal entschieden und schlafen wieder ein. Gut, wow. Dann erwacht als nächstes der Seher. Und der Seher darf sich eine Person aussuchen. Von, er erfährt, ob er gut oder böse ist. Ja, Seher hat sich entschieden. Kommt jetzt die Hexe. Hexe wacht auf. Und die Hexe erfährt erstmal, wer stirbt.
Hexe darf jetzt entscheiden, ob die Person gerettet werden soll. Und soll vielleicht, na, die Hexe wacht nicht, schläft nicht wieder ein, die ist immer noch wach, du Junge oder Mädchen. Und die Hexe kann ja noch jemanden töten. Will die Hexe das denn? Nee, vielleicht. Vielleicht? Ja. Scheiße. Gut. Dann, scheiße. Nee, er wacht das Dorf jetzt. So. Was ist denn los da? Das war ein langer Schlag. Das war aber. Leute. Wohlsam. So. Kommt der Werwolf eben vorbei? Gar nicht. Gibt's ein Geldgeschenk? Gar keine mehr. Hotbutton zugeschlagen. Nee, Werwolf kommt heute nicht. Okay. Gut, dann okay. Ist das Dorf ja sicher, oder? Sie müssen wir noch niemanden umbringen, oder? In meiner Amtszeit ist bisher niemand gestorben, möchte ich noch kurz sagen. Bester Bürgermeister bisher. Ja, also Dorf 3. Hexe hat geheilt. Hat jemand was gehört in dieser doch ja sehr auffällig langen Werwolf-Phase? Die Hexe hat... Ja, okay, ja. Die Werwolf haben ja, gesagt, nein. Warum war die wieder so lang? Ja, warum so lang? Ist auch ein Trick von Gunnar, ne? Das kann natürlich auch sein. Also so lang? Ich kann was aus meiner Sicht als Werwolf letztes Mal sagen. Und zwar ist es schwierig, wenn man nebeneinander sitzt, wenn man sich dann ja nicht bewegen kann, sich dann abzusprechen. Also ich glaube, die sind alle auf einem Haufen. Also Max, du und Steffen oder was? Nein, das nicht. Nein. Ich habe auch noch was anderes. Steffen, ja? Also ich habe noch also alle Pärchen nebeneinander. Ich und Fabian, Amor wird als Karte gezogen und der wacht dann auf und du bestimmst für ihn die beiden. Nee, der hat mir das gesagt. Ja. Amor hat mir gesagt, die beiden Personen. Also er ist aufgewacht und hat gezeigt. Ja. Genau, okay. Ja. Gut. So was gehört, wer Amor ist. Ja, ich habe eine Vermutung tatsächlich. Okay, dann hängen wir Amor, alles klar. Du bist doch Amor. Aber nee, es gibt eine Karte Amor. Und der hat zwei ausgesucht und Gunnar hat die dann sozusagen bestimmt. Aber Sam, was ist denn deine Vermutung? Weil das ist doch gut. Ich dachte, du hast einfach rein. Ja, ich bin jetzt vorsichtig, bei der ersten Runde sollte ich es nicht sagen, weil dann ja. Aber die Amor-Geschichte hat sich eh erledigt, oder? Weil ja. Die Liebenden ja. Sind ja, ja gefunden. Aber das ist dann offensichtlich. Ja. Aber Amor ist kein Werwolf. Also von dem, was ich gesehen habe, gehört, glaube ich, dass diese Reihe hier relativ safe ist und dass sehr Amor und das Hexe, dass die alle hier sind, habe ich das Gefühl. Also, ich möchte einfach nur sagen, dass Fabian gerade sehr herzlich gelacht hat. Das möchte ich hier nur mal positiv hervorheben. Niemand hat einfach nur fand. Ja. Das finde ich alles. Ich finde es, dass eben gerade Sam überführt wurde mit dem Argument, du hast nichts gesagt. Und jetzt, weil ich würde so, wenn ich so denke, so, ich bin Werwolf, okay, die haben mich überführt, weil ich nichts gesagt habe, verdammt, das stimmt. Wenn ich nächstes Mal Werwolf bin, dann rede ich ganz viel von Anfang an. Letzte Runde schon angefangen, aber ja. Da habe ich dann ja trotzdem nichts gesagt, weil ich so schüchtern war. Das sorgt aber natürlich auch ein bisschen jetzt für eine. Wenn sie viel redet, sagt man, jetzt macht sie es extra anders. Das heißt, wenn sie wenig redet, sagt sie, man kann es nicht schwierig. Man kann sich recht reden. Ja. Schwierig. Was haben wir noch für Hinweise? Weiß es doch keiner. Ich meine, ganz ehrlich, es weiß Stand jetzt niemand, ob überhaupt Werwölfe in dieser Runde sind, weil es ist niemand gestorben. Also, wo sind die Opfer? Ich finde die Idee von Sam gar nicht so schlecht, dass man sagt, die Werwölfe sind vielleicht eher in dieser Area. Ich würde da weiter drauf rumdenken. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Bei sich sind die anderen Rollen, dann müssen ja zwangsweise hier die. Aber lass uns doch erstmal das nehmen, was wir wissen. Wir wissen, die Hexe hat geheilt. Ja. Warum? Warum hat die Hexe geheilt? Vielleicht, weil es einen Bürgermeister treffen sollte. Und die Hexe wollte, dass der Bürgermeister in Bürgerhand bleibt. Vielleicht wurde der Bürgermeister angegriffen und man hat sich gedacht, Bürgermeister? Mhm. Welchen Grund hätte sie sonst noch? Woher weiß die Hexe, dass der Bürgermeister kein Werwolf ist? Gar nicht. Warum sollte die Werwölfe einen Werwolf töten? Aber nenne die Hexe. Weißt du, warum die Hexe sich selber retten möchte? Wenn sie... Also du meinst, der Bürgermeister ist eine Hexe? Nein, aber die Hexe... Also das geht jetzt doch ganz schön weit, muss ich mal sagen. Wenn sie sich in der ersten Runde selber rettet, ist ja ein guter... Das könnte sein. Das ist ein sehr guter Punkt. Das heißt, aber das bringt uns auch nicht weiter, weil wir wissen ja nicht, wer umgebracht wurde dann. Das ist richtig, aber es zeigt ein gutes Play zumindest. Und das, ja, das muss man ja auch irgendwie... Wer könnte das gemacht haben? Aber diese Bürgermeistertheorie, dass der erste Kill meistens an den Bürgermeister geht, finde ich auch nicht so schlecht. Hilft uns jetzt auch nicht so weiter. Der Bürgermeister ist Werwolf. Aber wenn die Hexe geheilt hat, können wir vielleicht davon ausgehen, dass der Bürgermeister kein Werwolf ist. Könnte auch sein, dass der Blinzler erwischt wurde.
Kann ich auch sagen. Ja, das muss sein. Die Hexe das Mädchen wissen, wer der Blitzler ist. Das weiß sie ja gar nicht. Ja. Nee, aber die Hexe weiß ja, wer umgebracht wurde. Also ich halte wahrscheinlich, dass die Hexe sich selbst das mag. Es könnte auch sein, dass die Person, die getötet werden sollte, verliebt ist mit der Hexe. Ah. Und die Hexe hat ihren eigenen Freund sozusagen gesaved. Aber wir reden jetzt sehr viel über die Hexe, das bringt uns überhaupt nicht weiter. Und nur weil es eine schöne Theorie ist, sollte also ich auf sowas jetzt verstehen. Ist schön, aber das ist eine schöne Theorie. Aber ich finde es sehr romantisch. Romantischer Gedanke. Sag mal, bitte gleich mehr. Fabian möchte was sagen. Was? Du sagst die ganze Stoffe, sag mal was. Ja, sag, du hast noch nichts gesagt. Aber nicht zu meinen Socken wieder. Und Max auch wieder nicht. Also, ich lehne mich jetzt wahrscheinlich sehr weit aus dem Fenster, Eddie. Ich muss es leider sagen, während der Werwolf-Phase habe ich leider bei dir sehr viel gestikulieren gespürt. Ja? Wie denn? Wie hast du es gespürt? Ja, also nein. Nein, nein. Nein, hallo. Hallo. Du merkst es ja einfach, wenn sich neben dir was bewegt. Aber du merkst schon, dass ich das mache ich schon immer bei Werwolf, die ganze Zeit mich bewegen. Nein, ich habe extra genau das nicht passiert. Ich weiß, ich habe extra darauf geachtet. In der Heilerphase und in der Phase danach ist es nicht gewesen. Deswegen, ich finde das gut. Nee, das wir können das im Kopf behalten, aber ich weiß, dass ich neben zwei Werwolfen saß und nichts gecheckt habe, als ich dazwischen saß. Genau, aber du darfst nicht vergessen, dass es hier gerade eine rege Diskussion gab. Ja. Und hier am südlichen Ende des Dorfes ist es auch mal ein bisschen enger als am nördlichen Ende. Ja. Das ist halt ein bisschen dichter bebaut. Also zu meiner Verteidigung möchte ich nur sagen, dass ich mich immer viel bewege, schon, weil ich das noch ein Erfahrungswert aus den ersten Folgen, weil ich da tatsächlich so mal überführt wurde. Und seitdem gemerkt habe, als Werwolf muss man die ganze Zeit. Aber wäre es nicht besser, dich einfach nicht in Bewegung zu bleiben? Ich spiele übrigens so. Ja. Und jemand hat auch versucht, das zu veralbern, indem er es nur mit gesagt. Das ist natürlich auch ein Move. Nee, es hat gar nichts mit Scream. Weiß ich nicht. Das Ding ist halt, wenn du ziemlich viel Swag hast, dann kannst du oft nicht anders. Ja, Also, was ist jetzt die Ausrede? Ich fand die Verteidigung schon schwach, aber. Also ich würde ungern auch Edel noch mal rauswählen. Na, könnt ihr ruhig machen, aber ich bin auf jeden Fall unschuldig. Also wirklich, ich bewege mich immer. Ich kann es nur sagen, ich bin's nicht. Aber, aber ihr braucht einen Hinweis. Es war nicht keine Bewegung. Nicht immer. Er hat mich so gemacht. Nein. Aber du sagst, so habe ich als Werwolf gemacht, ja? Nein. Krane. Und das war das, wo du gelacht hast, Krane. Das ist mir etwas, wo du gekichert hast. Krane Dauer. Nein, es war bei diesem Armor-Ding, weil ich tatsächlich rumgelaufen ist. Fand ich lustig. War das lustig, weil das im nordischen Akzent war. Ach so. Aber bei was denn? Bei Armor? Krane. Bei irgendwas später kam da so ein. Ich möchte auch schon bedenken, ich sitze neben Gunnar, ne, der hier mit seinem Stab auf. Wenn es eine Werwolf-Diskussion gibt und Max und Sam mit Valentin nur mal so rein hypothetisch darüber diskutiert, ob Florentin rausstirbt und er es nicht versteht, dann bin ich auch ein bisschen Opfer von Bewegung. Aber guck mal, er verteidigt sich schon wieder so aggressiv irgendwie. Ja, ich werde auch aggressiv angegriffen. Ich habe keinen Call. Ich weiß wirklich nicht. Nee. Das ist nicht ein leisen Verdacht. Simon, sag mal, auf einer Skala von 1 bis 8. Nein. Sag mal 10. 1 bis 10. 10 bedeutet. Wie sicher bist du dir, dass du da was vernommen hast? Oh, gute Frage. Von Richtung Ede. Einfach mal um eine Einschätzung. Wenn du sagst 10. Dann Finger geht in die Richtung. Wenn du sagst, eins, das kann immer noch jeder behaupten, dass hier jemand. Ja, aber dann haben wir ihn beim nächsten Mal am Sack. Aber behauptet es noch jemand? Das kann ja eigentlich nur Gunnar behaupten. Okay, dann sage ich neben dir. Dann sage ich eine 7. Oh, das ist schon das ist für die erste Runde, wo du keinen anderen Anstand hast. Nein, es ging ja nur um das Gefühl, was ich hatte. Ja, ist ja gut. Aber eben hast du noch gesagt, er hat so geshaked. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, er hat so gemacht. Ich habe gesagt, ich habe sowas hier gehört. So. Vielleicht hast du Gunnar gemerkt. Du bist dir todsicher, dass das neben mir ist was. Ja, das bin ich mir sehr gut. Ja, dann gut. Also wir müssen ja jemanden voten. Die Runde 1 ist das mehr als gemerkt. Er hat was gemerkt. Er kann sich doch auf dieses Dorf ist das immer mehr als gemerkt. Wenn er direkt eine 7 droppt, die Richtung meinte ich nämlich, dass ich es eher verdächtig finde. Es ist maximal immer dumm. Ich habe mich bewegt, weil ich habe es ja erklärt. Es ist nicht so, dass ich mich nicht bewegt habe. Er hat ja recht, dass er was gemerkt hat, weil ich halt die ganze Zeit in Bewegung bin. Ja, aber das Ding ist immer, wenn ich jemanden verdächtigt habe, hätte ich immer gesagt, ich bin mir zu einer 4 sicher oder so, weil sobald du jemanden ins Feuer wirfst, hast du halt ein Problem. Bist du Werwolf? Ja, aber ich finde 7 halt ein bisschen. Wie kann man sich bei einem Raschel zu einer 7 sicher sein? Wer sagt denn da ja? Oh Mann, ey. Ja, vielleicht ist das nicht schon
nicht auf Krane schauen, sondern auf die, die jetzt Krane bestärken, die jetzt sagen, ja, das, das wäre jetzt so die Möglichkeit, jede alle zu machen. Ding, ja. Stimmt. Ja, klar. Naja, dann müsst ihr euch einfach merken gleich, wer gevotet hat. Ja. Ja, ja, das macht. Also ich glaube, eine 7 ist schon ziemlich der. Also mich könnt ihr gerne mit auf die Liste nehmen. Also du bist mit einer 7, wenn einer sagt, 7 von 10, der hat sich bewegt, dann ist gerade deine Stimme. Also auch gut zu wissen fürs nächste Mal. Also, er ist so sicher. Guck ihn dir doch mal an. Guck ihn dir auch sicher, ja. Es ist das Einzige, was ich habe. Es ist wirklich das Einzige. Und andersrum ist, wer der Werwolf, wäre es halt dumm zu sagen, oh, ich habe gemerkt, wie Eddie geraschelt hat. Weil das ist eigentlich auch eine schwache. Hat noch jemand eine Alternative? Irgendeine andere Alternative? Also bist du nur deswegen Arne wählen, weil irgendjemand muss sterben. Das ist deine Alternative, Janine. Aber dann machen wir genau das Gleiche, was Krane machen wollte. In dem Effekt werden wir nicht besser. Ja, finde ich schwierig. Also, ich hätte sowas, aber das. Hat noch jemand eine 8 von 10 Bewegung? Also, Achtung. Nein, also bei der. Die Werwolf-Phase hat ja super lange gedauert. Willst du einmal aufstehen? Nein, auf keinen Fall. Und dann hast du natürlich, wie ganz viele hier, ein bisschen am Ende gekichert. Ja, weil das genau, aber das ist genau das, wenn ja. Max sagt, ja. Fabian hat gekichert, womit ich sagen will, all das ist wertlos, ja. das zu sagen. Ja, aber habe ich ganz nicht gedacht. Ja, klar, aber das ist eine Alternative auf. Oder lass es. Vor allem, es können alle drei sein. Boah, ich wollte das einfach ein bisschen entkräften, dass wir jetzt nicht so. Müsste ich jetzt nicht auf jemanden zeigen, um den Verdacht von mir abzulenken? Ja, aber du hast ja nichts gesagt. Ich habe dich ja gefragt, wer soll es sein. Ja, weil ich wirklich auch keinen anderen. Dann haben wir leider keinen anderen. Ja, shit. Ich kann jetzt auch irgendwas sagen. Ich habe irgendein Atmen gehört, 7 von 10. Die erste Runde ist so schwer, aber ich bin halt kein Schwein wie Fabian. Wir müssen voten. Das ist rum. Bei dem ersten Raushauen ist immer scheiße. Aber ich mache immer schlecht. Wir voten, aber jeder merkt sich, wer wie abgestimmt hat. Okay. Und dann lernen wir. Machen wir einen Screenshot. Gut, wir machen ganz lange den Finger heute. Strange. Ich weiß halt nicht bei dem. Ich habe halt wirklich gar keinen. Ich hätte 8. Ja. Dann nehme ich Simon. 3, 2, 1. Finger. Ich hab's auch verdient. So, wir gucken mal, wie viel sind denn auf Ede? Einmal Hand heben. Ja. 1, 2. Und Krane. Einmal die Hand heben. Du bist nicht auf. Heben? Auf Ede? Ja. Ja. 1, 2, 3, 4. Nee, ich bin auf Fabian. Du bist wo? Ich bin auch bei Fabian. Wie viel sind auf Fabian? 2. Du auch, Steffen? 3. Wo bist du? Ich hab Simon. Und du bist irgendwo. Alles klar, dann. Wo bist du? Du bist wirklich einfach enttäuscht. Hätte ich aber auch gemacht. Wo bist du gewesen? Bei Sam? Bei Max. Bei Max. Und seinen guten Ohren. Hä, haben wir jetzt überhaupt. Gut, dann Etienne. Jetzt bin ich aber gespannt. Zweimal Werwolf, kann ich eigentlich kaum glauben. Tut mir leid. Aber dann hat Fabian. Zweimal Werwolf in der ersten Runde rausgewählt. Das ist wirklich demütigend. Ja, das wäre hart. Das wäre echt hart. Das wäre hart. Aber gucken wir einmal rein. Oh Mann, bitte sei Fabian hat den Call gemacht. Wenn er ein Dorfbewohner ist, dann. Wir gucken einmal, was Etienne war. Ja! Das ist richtig, Mann! Nicht schlecht. Ich hab's gemerkt. Wir werden nie erfahren, ob du wirklich was gehört hast oder ob das Zufall ist. Ich hab was gehört. Ich hab wirklich was gehört. Toll, man muss sagen, ich bin vertrauen oder nicht. Krass. Das wäre echt die stillsten Wölfe aller Zeiten. Gut. Dann würde ich vorschlagen, es wird Nacht und. Die Werwölfe, die haben wieder ein bisschen Bock zu essen, oder? Nein, okay, ich hör's auf. Ja, es wird Nacht in Bohnenhausen. Und als erstes erwachen die Werwölfe. Und die Werwölfe haben immer noch Hunger. Und die Werwölfe entscheiden sich für eine Person, die sie töten wollen. Die Werwölfe haben sich entschieden und als nächstes erwacht der Seher. Und der Seher darf sich noch einmal umschauen hier im Dorf und entscheiden,
Der Seher weiß Bescheid. Und als nächstes erwacht die Hexe. Wie wir schlauen Zuschauer natürlich schon mitbekommen haben, die Hexe hat schon mal jemanden geheilt. Aber möchte die Hexe vielleicht noch jemanden umbringen? Die Hexe hat sich entschieden und Bohnhausen erwacht. Hey, Fabian, weg. Ja. Nein! Schöne Amtszeit, mein Geld, meine Macht! Ich gebe sie weiter an Fabian Kran. Bravo! Ja. Wieso? Nee, alles gut. Hau wieder ab. Da war irgendwas. Ja. Es gab Verwirrung. Okay, Fabian ist nicht tot. Ich habe auf dich gezeigt. Tut mir leid. Ich fand's offensiv. Ich möchte. Aber wir gucken einmal ganz kurz, was Steffen war. Ja. Wie erwartet. Nein. Da war der Seher. Ich habe sie zweimal da beim Seher rascheln hören bei ihm. Ich bin mir relativ sicher, ja. Bei wem? Bei Steffen. Okay. Okay, hat Steffen gesagt oder du, dass ihr hier safe seid, mehr oder weniger? War das ich kam von mir von und ich die gleiche Person. Vor und du bist sympathisch, weil du mir geglaubt hast von Anfang an. Und ich glaube, es sind die beiden, weil die waren die einzigen beiden, die gegen also die für Eddie waren und da noch ein bisschen Zweifel reinsehen wollen. Wer? Ich war für Fabian. Was? Ihr beide wart in der Runde, ihr wolltet das negieren, ihr beiden. Ja, weil ich es einfach super auffällig fand, wenn ich eine 7 von 10 droppe, so kann ich das halt auch für mich als Strategie irgendwie benutzen. Ich sage auch. Und so habe ich das eher interpretiert. Ich verstehe nicht so ganz, warum Fabian nicht tot ist, aber... Das verstehe ich auch nicht, aber... Ja, aber es stimmt schon. Gerettet, oder? Naja, aber vielleicht wollten die ihren Doppelvot irgendwie wegnehmen. Nee, die Hexe hatte doch schon jemanden gerettet. Es ging nicht mehr. Ach, das ging nur einmal? Ja. Aber dann macht es ja keinen Sinn. Naja, wenn Fabians Kraft so räumlich limitiert ist, dass er neben sich wirklich hören kann, dann ist er keine große Gefahr mehr. Ja, gut, aber es ist halt, ja, ich kann nicht. Die Frage ist halt, warum man hier so hart verteidigt. Ich dachte ehrlich, also ich dachte, es ist doch noch gar nicht safe, dass Kran es nicht ist, oder? Ich dachte halt, ich fand es sehr auffällig, dass er eine 7 von 10 gibt, aber er hatte recht, aber er hätte auch gegen den Werwolf schießen können, aber ja, ich war bisher von Fabian, ich weiß nicht, ob ich komplett überzeugt bin, dass es jetzt nicht ist, nur weil Eddie ein Werwolf war. Naja, also hat mir nicht aber so eine Situation in der ersten Runde auch schon. Was, den Werwolf verteidigt? Ich glaube nicht, dass die Werwölfe in der ersten Runde einen eigenen Wolf raushauen. Nee, vor allem, wenn kein Verdacht im Raum steht. Also es wäre, das ergibt keinen Sinn. Ich glaube es nicht, aber bei jemand anderem vielleicht würde ich sagen, okay, das perfide Potenzial ist so hoch in dieser Person, der traue ich das zu. Einen eigenen Wolf, weil nehmen wir mal an, ich glaube nicht, dass du ein Wolf bist, ne? Aber nehmen wir mal an, du würdest es machen. Das wäre ein brillanter Move, wenn du einen Wolf callst und dann wirst du irgendwie in der nächsten Runde haust du den Bürgermeister raus, dann wirst du auch noch Bürgermeister und alle glauben, du bist auf jeden Fall die Instanz, der ich vertrauen kann. Das wäre natürlich ein super Move. Aber ich traue dir als Person nicht zu. Dafür war auch in den letzten Runden zu dumm. Ruhig. Nein, du bist zu. Was ja Walle gesagt hat, dass ich lügen kann. Ich halte dich auch für schlechten Lügner. Ja. Von wem hast du den Bürgermeister gut, wenn er von Eddie ist? Von Steffen. Steffen. Okay, Opfertime. Okay, Opfertime. Ich wollte das in die nächste Runde einleiten. Nils, du hast ja nicht auf Eddie gezeigt. Warum eigentlich nicht? Nein, aber ganz, weil ich tatsächlich bei Max bin. Einfach nur ein Bauchgefühl. Weil ich habe Max vorhin beobachtet, als er Wolf war. Aber ich bin ja vorhin rausgeflogen als Erster. Und dann hatte ich Zeit, habe ich mir gesagt, okay, jetzt nutze ich die Zeit, die ich habe und gucke einfach mal alle ganz genau an. Und da habe ich bei Max, als er Wolf war, hat er oft so übertriebene Körperreaktion, so eine gewisse so Nervosität und auch so eine brüchige Stimme gehabt. Da habe ich mir gedacht, okay, da achte ich drauf. Aber es war mir zu wenig, um ihn jetzt an Pranger zu stellen. Insbesondere, weil du jetzt, fand ich, bessere Argumente hattest als ich. Deswegen wollte ich jetzt nicht quasi sagen, okay, ich nehme mal das Spotlight weg von dem, was du gesagt hast und pack's jetzt direkt auf Max, aber das ist einfach mal mein Bauchgefühl. Also bist du einfach Max jetzt beschuldigen für seine Art und Weise? Ich wurde gerade gefragt, warum ich Max gewesen habe und ich habe eine Antwort gegeben, deshalb habe ich das gemacht. Also meine Sache ist, ja, sag du.
Du. Nein, du wirst ja angegriffen. Verteidige dich bitte. Nö, also ich könnte jetzt echt nichts Schlechtes über Nils sagen. Ich frage mich. Nee, ich versuche jetzt hier wirklich nur gerade abzuleiten. Ich habe es auch von aus der Richtung irgendwas gehört. Dann kann sein, dass Steffen der Seher war. Ich meine, es ist ja auch offensichtlich auch kein Seher da, weil so ein richtig starker Pull gegen irgendjemand ist jetzt nicht mehr da. Außer, dass er gerade dich für dein Werwolf-Verhalten vorhin beschuldigt, aus dem Nichts. Ey, ganz cool. Ich bin immer noch bei seinen beiden. Jeder musste irgendwen wählen und ich habe einfach nach meinem Bauch gefühlt. Florentin, was wolltest du sagen? Ob Steffen vorhin noch was gesagt hat, weil wenn mir jetzt der Verdacht im Raum steht, er ist Seher. Hier und da noch was Kleines fallen lassen, was wir jetzt aufsammeln können vom Boden. Er hat nur am Anfang gesagt, dass das die erste Amtszeit war, wo eben jemand überlebt hat. Ja. Aber das war die Hexe. Ja, so war er. Ich sehe es. Also, wir können da gerne noch weiter drauf rum. Ich würde nur eine Sache sagen. Ich finde, wir sollten die Leute uns jetzt genauer angucken, die nicht Ede gewählt haben. Nicht, weil die unbedingt Werwölfe sind, die Leute, die Ede gewählt haben, die würde ich jetzt erstmal als safe einstufen, auch wenn das natürlich ein Trick sein kann. Natürlich. Und deswegen, ich sehe auch die Vibes bei euch dreien. Ja. Ich wüsste nicht genau, wer. Nils wäre mein Favorit und Janina ist auch so ein bisschen mein Favorit. Das Fähnchen, aber das ist nur auch eher Janina. Ja, Janina hat hart Edith. Sicher ist Janina. Für mich. Die erste Runde, du weißt, wie es läuft. Die erste Runde ist Blutbad. Ich weiß, absolut. Ich habe ja auch gesagt, ich habe auf jeden Fall Fabian genommen. Ich wusste vorher, okay, es werden viele auf Eddie zeigen, aber wenn ich jetzt plötzlich mit auf Eddie gehe, bin ich ja viel auffälliger, weil dann sage ich, das Einzige, was ich gegen dich sagen konnte, war 7 von 10 ist krass. So, mehr hatte ich auch nicht. Und dann, wenn ich jetzt plötzlich ich gehe mit der Menge, dann gehe ich natürlich auch auf Eddie, damit ich unauffällig bin. Aber dann dachte ich mir, das ist doch... Also, den Verräter quasi rauswerfen, der eigentlich ja für uns arbeitet, so. Das ist doch nicht... Wie meinst du? Naja, weil du jetzt... Aber ich wusste ja nicht mehr. Ich wusste ja nicht mehr. Shake. Also ja, aber das ist, dass ich... Also du hättest ja jeden anderen nehmen können, aber dass du dann den einen rauswählen willst... Weil das mein einziger Bett war. Stell dir mal vor, ich zeig plötzlich auf Max. Ich habe vorher nichts gegen Max in der Hand gehabt oder nichts... irgendwie zu sagen gehabt. Aber das würde eher untergehen, als wenn du Fabian zeigst. Ja. Findest du? Ja, ich finde nicht. Also klar, meine Meinung bleiben. Man kann sich ja, also ich bin ja genauso verdächtig, man kann sich natürlich aus der Fähre ziehen, indem man dann auf irgendjemand anders zeigt. Eben. Aber für mich war das einfach eine 50-50 Chance. Und in dem Fall fand ich das einfach eine schlaue Strategie von Fabian, irgendwie so krass sich so sicher zu sein mit der 7 von 10 und da eben und vor allem hat Eddie, finde ich, auch eine gute Verteidigung geliefert. So, deswegen kann man jetzt natürlich argumentieren, so ja, okay, klar, wir sind auf der... Seine Verteidigung war, dass er immer Wiggle Wiggle macht. Ich kann nur sagen, natürlich, Janina ist genauso verdächtig für mich. Wer hat denn alles auf Fabian gezeigt? Also wir beide ja auf jeden Fall. Wer noch? Aber genau, wer war es noch? War noch drei oder zwei? Ich hatte auf Steffen gezeigt. Ja, bitte? Ich hatte auf Steffen gezeigt. Ja, Moment, Ede hat doch ganz sicher auf Fabian gezeigt, oder? Ich will noch mal auspointen, vielleicht ist es nicht ganz so wichtig, aber dass Valentin schon von einem Wir von den beiden spricht. Naja, nein, weil du das gerade gesagt hast. Wir beide sind so verdächtig, weil wir beide aufgreifen, statt nur dich zu verteidigen. Nein, weil ich ja Janina ja auch verdächtig finde. Also die Argumentation von dir greift ja. Ich sag, ich kann mich nicht aus der Fähre zeigen. Ich kann nur sagen, dass ich das nicht... Also du verlierst die Menge so ein bisschen. Das möchte ich dir nur sagen. Du verlierst sie gerade ein bisschen. Aber wie soll man sich... Dorf kommt so ein bisschen Gemurmel auf. Blutbad. Ich kann nur sagen, ich dachte, ich bin viel verdächtiger, wenn ich plötzlich weggehe zu jemandem, anstatt das zu machen, was ich die ganze Zeit gesagt habe, eigentlich zu machen. Ah ja, es hätte auch Eddie sein können. Ich habe gegen beide geschossen. Ich habe gesagt, Eddie, dein Wiggle-Kram ist völlig komisch. Und ich habe gesagt, dein 7 von 10 Gramm finde ich auch völlig komisch. Okay, wenn es eh schon gleich Blutbad und mich auch erwischen könnte. Sam ist mir zwar urgrundsympathisch, aber so diese Flucht nach vorn, so, ah ja, also ein Werwolf, der wird in der ersten Runde halt dieses Ort, weil sie sich nicht sehen könnten, das würde ein Werwolf sagen. Also es ist alles, es ist sehr, sehr konstruktiv alles. Was genau habe ich gesagt angeblich? Du hast auf deine vorherige Runde Bezug genommen, dass, weil am Anfang dich die Werwölfe auch nicht gefunden haben und dann hast du gesagt, okay, das ist, weil sie keine direkte Sichtlinie haben. Weil sie nicht nebeneinander sind. Genau, mit Eder hättest du auch... Stimmt, das supportet das ja sogar nochmal. Genau, mit Eder hättest du zum Beispiel auch keine direkte Sichtlinie haben können. Mhm. Aber ich glaube, die Aussage war, wenn man nebeneinander sitzt, ne, dass es dann schwerer ist. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt
Also das stimmt, danke, dass du das Argument noch mal reinbringst, weil das untermauert, was ich die ganze Zeit sage. Ja. Mann, das hatte ich sogar vergessen. Ja, viel. Wo ist mein Bier? Ja, aber das war gut, Max. Gut, aber das war auch gut. Ja. Darüber noch mal. Will noch jemand was sagen? Warum genau ist es schwer, wenn man nebeneinander sitzt? Weil man sich bewegen muss. Weil du halt nicht die rüber bewegen kannst. Wir saßen ja gerade nebeneinander und es war sehr schwierig, sich abzustimmen, weil man sich ja nicht drehen will, sondern lieber nur mit den Augen hin und her guckt. Aber ist das so? Okay. Ja. Weiß ich nicht, man kann sich doch. Das habe ich letztens so müssen. Ich finde das viel schwieriger, wenn tatsächlich die Sicht so blockiert ist, weil dann müsste man zum Beispiel sowas machen oder so. Also das fände ich ein Argument. Das Ding ist, du weißt, dass die uns beide jetzt koppeln. Ja, ich weiß. Das heißt, ich kann nicht sagen, du bist auf jeden Fall safe, weil dann denken die das ja noch mehr. Aber einer von uns beiden wird es jetzt halt auf jeden Fall, dass du safe bist. Ja, der doch Bewohner wird. Ach so, meinst du das? Ich dachte, das ist auf jeden Fall nicht geworden. Nein, dass ich sicher bin. Ja, und du? Bist du Werwolf? Ja, ich bin auch Dorfbewohner, das habe ich ja eben schon gesagt. Also ich mein, aber warte, du kannst doch nicht lügen. Gut, jetzt mal Butter bei die Fische. Wir machen jetzt Butter bei die Fische. Wir machen die Händchen hoch. Ich möchte nicht mit ihm gekoppelt werden, weil ich weiß, was ich will. Drei, schon längst. Das ist alles 2, 1, go. So, wer ist jetzt auf Valentin und Emma auf Valentin? Wer? Nee. Scheiße. Ich bin auch auf Valentin. 3 auf Valentin, 4 auf Valentin. Okay. Du auch? Nee. Wer ist bei Janina? 1, 2, 3 nur. Nein. Okay. Dann 4 auf Valentin, 3 auf Janina. Okay, dann Valentin. Da bin ich's. Nee, dann musst du weggehen jetzt. Ich hab geholt. Ja. Das Ding ist, wenn du jetzt Werwolf bist, bin ich am Arsch. Oh Gott. Wenn du die auch noch mein Getränk Armor. Dann bin ich aber gespannt. Ja, es gibt auch noch Armor. Das darf man nicht vergessen. Wir gucken einmal rein, was denn Valentin war. Was? Hab's so. Oh, ja. Oh nein. Okay. Oh shit. So. Oh fuck. Okay. Oh Gott. Oh Mann. Leute. Na ja, ne? Ja, aber ich hab doch... Wir reden gar nicht mehr weiter. Wir gehen sofort in die Nacht. Ja. Und in dieser Nacht passiert das, was in allen Nächten bisher passiert ist. Die Werwölfe, sie erwachen. Und die Werwölfe suchen sich ein Opfer aus. Und Fabian, ich kratze mir gerade selber am Bart. Nicht, dass du denkst, hier sitzt ein Werwolf neben dir. Ich bin auch ein bisschen bärtig, auch wenn ich kein Werwolf bin. So, wir brauchen eine Entscheidung, Fabian Krane. Nein, kleiner Scherz. Wir brauchen eine Entscheidung. Alles klar. Die Werwölfe haben sich entschieden. Der Seher erwacht noch einmal. Und der Seher schaut sich um und sagt mir mal ganz kurz, wen er gerne wüsste. Der Seher weiß Bescheid und die Hexe erwacht. Und die Hexe hat natürlich schon jemanden gerettet, aber möchte die Hexe vielleicht noch jemanden töten? Alles klar, ich weiß Bescheid. Die Hexe schläft wieder ein und das ganze Dorf wacht auf. Da kommt der beswingt an. Oh, nein. Du warst zu gut. Er war zu gut. Ach, ich check. Ich dachte, ich bin tot, aber die lassen mich am Leben, weil ihr mich nehmt. Na. Das ist gleich so reingeschoben. Ich bin's übrigens auch nicht. Dankeschön. Das ist ja so. Denk doch mal nach, Simon. Wir werden sehen. Eine Runde noch, dann wissen wir's. Ich habe schon extra mein Bier genommen. Gut, dann gucken wir einmal natürlich nach, was war denn Fabian? Ja. Er war natürlich eine treue Seele. Guter Anführer. Ein guter aber das war klar. Dass Bürgermeister das will. Nehmen, ja. Ja. Ich bin bereit, sein Erbe anzutreten und dieses Dorf er will. Die Gerechtigkeit. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die Überlebensquote für Bürgermeister deutlich ist. Ich werde sehr genau beäugen, wer ein gebührender Nachfolger ist. Ja, natürlich haben die mich nicht genommen, weil die genau wissen, dass ihr mich rausnehmt und dann hat man 2 weg. Ja. Klar. Du meinst, die bösen Werwölfe haben dich nicht genommen, meinst du? Ja, aber das ist doch logisch. Ja. Also ich glaube, Janine, die Verzweiflung. Das ist wirklich so... Ja, okay, was soll ich denn machen? Tötet mich. Ja, natürlich. Ich habe eigentlich schon... Ja.
Ja. Es wirkt so ein bisschen wie das letzte verzweifelte Rudern gegen die Strömung, bevor der Kopf unter Wasser geht. Ich meine, ich habe dir vorhin sehr unrecht getan und es tut mir immer noch leid. Ja. Aber Runde. Ja, ey, aber das ist eine andere Runde gewesen. Das ist eine neue Runde. Ja. Ich meine, es geht ja nach der Sendung weiter, ne? Also, nicht auf dem Parkplatz mit dir zu tun haben. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum ihr nicht Janina gewotet habt statt Valentin, weil ja, Valentin ist das Fähnchen im Wind. Sie hat es backstage schon gesagt. Ganz das. Was? Was ist das denn? Naja, sie hat es nicht mir gesagt, sie hat es zu Valentin gesagt. Also nicht. Bin ja schon gelästert. Nee, das Moment, aber wen sagst du hier? Ich hab's nicht zu ihm gesagt. Er hat schon zu euch gesagt. Okay, gut, dann wurde sogar da gesagt. Aber. Tut mir leid, Mann. Aber wen klagst du jetzt konkret an, wenn du sagst? Naja, ich bin nach wie vor bei Janina und ich. Ja, ich glaube, wir sind alle bei Janina. Also. Ja, und ich muss sagen, ich habe bei Max jetzt diesmal bei den Werwölfen was Rascheln gehört, aber das ist natürlich, das ist eine. Das ist keine 7, das ist eine 4. Ich habe keine Verteidigung für mich. Ich sag's, wie es ist. Klar. Ich möchte nur noch einmal kurz fragen, wer hat denn jetzt gegen Walle gestimmt? Aber nur, damit ich das nochmal weiß. Auf ihr 4? Ja. Okay. War keine, wir haben noch 2 Werwölfe, ne? Also, war keine Glanztat. 2? Hm? Haben wir noch 2 oder? War keine Glanztat. Bitte? Ein. Haben wir, wie viele Werwölfe haben wir noch? 2. Ein? 2. Ein? Zwei. Wie viele haben wir noch? Ist so nur Ede raus, oder? Das sage ich euch doch. Mann, wer zählt denn da mit? Als ob ich nicht mehr zählen könnte. Also ich weiß es. Noch ein Werwolf. Okay. Nee, ich dachte, wir haben doch 2 rausgeführt. Scheiße, kann mal einer sagen, wie viel wir noch im 2? Ja, das kann man sagen, oder nicht? Ja, ich frage nur, wenn sie sagt 1. Das war's jetzt aber. Das war's jetzt aber. Den Bürgermeister anlügen. Du hast dich ja anscheinend intensiv mit dem Thema beschäftigt. Bei wem hast du denn hier noch den größten Verdacht? Wen würdest du denn? Weil du weißt ja, alle Finger zeigen halt auf dich, auf wen würdest du zeigen? Ja, ich weiß. Also das Ding ist, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr mich henkert. Das Einzige, was ich weiß, gar nichts. Von euch auch gar nichts. Ich halte dich für vertrauenswürdig. Aber Nils hat bisher nichts gesagt, aber ich kann das nicht als Argument bringen, weil dann sagt ihr natürlich, jetzt wirfst du natürlich irgendwem ins Feuer. So, ich bin eh raus. Aber wenn ihr schon dieses Verhaltensding sagen, was hat er gesagt bisher? Also du würdest sagen, Nils hat auf jeden Fall Max nochmal angesagt. Gesagt nicht, dass ich nichts gesagt habe. Also ich meine, es ist okay, dass zu diesem Zeitpunkt des Spiels jeder mal irgendwie im Fokus steht, aber dann Nils, sucht er noch was Besseres. Aber Nils, was stimmt ich zum Beispiel. Ich werde sterben jetzt, verstehst du das nicht? Egal. Ich werde sterben. Aber wir sind uns, das Dorf ist sich einig. Gut, dann würde ich es jetzt auch bringen und würde zur Wahl streiten. Es geht nicht. Ist schon aufgebaut. Also wir können ganz ehrlich, wir können zu diesem Zeitpunkt, das ist das Gleiche wie vorhin, wir können jetzt eigentlich nichts anderes machen, außer Janina wählen. Weil ja, natürlich. Er will. Na da. Wir schreiten zur Tat, wir schreiten zur Wahl. Aber was soll ich, ich habe keine Chance. Finger hoch. Finger hoch. Still. Sie haben die Ehre. Eine demokratische Wahl in 3, 2, 1. Entscheidung. Wer ist alles bei Janina? Keine Ahnung. Das ist so schlecht. Wer ist bei Janina? Ja, später runtergegangen. Ich bin bei Nils. Du? So. Oh. Janina, 3, 4 auf Janina. Das heißt, wir haben 2 bei Nils. Ja. Weil ich mir sicher bin, dass. Weil ich relativ. Ich glaub's dir, dass. Ich werde ich abgeholt? Ach nee, du wirst nicht abgeholt. Du musst jetzt dann. Einmal vom Werwolf. Das sind zwei ganz starke Spieler. Nein, jetzt bitte nicht. Bitte nicht. Dann gucken wir doch. Weil du der stärkste Spieler bist. Einmal, ja, das ist doch kein Grund, mich rauszufinden. Janina also, war. Wenn ich los. Achtung, am Start ist, dann bist du. Wir gucken einmal, was Janina war. Oh. Ja. Der Herr ist gesegnet. Wir haben die magische Wahl. Wir haben das okay, Glück, ich habe keine Menschen kennen, das ich gibst du. So. Gut. Okay. Und jetzt geht's in die nächste Nacht. Ja, der Werwolf ist recht einsam unterwegs, ein bisschen traurig auch, schlendert er durchs Dorf, sieht hier und da aufgeschlitzte Wölfe liegen am Rand, findet es traurig und entscheidet sich langsam für eine Person. Und der Werwolf schläft wieder ein. Und der Seher wacht auf. Und der Seher schaut noch einmal in die Runde. Will der Seher denn wissen? Ah ja, okay. Alles klar.
Gut, und dann wacht nochmal die Hexe auf. Und die Hexe. Hatte ich schon jemanden gerettet? Ja, ne? Nicht mehr. Alles klar. Und die Hexe kann aber noch jemanden töten, glaube ich. Okay. Hexe steht wieder ein. Und das ganze Dorf erwacht. Da kommt er wieder. Mhm. Oh. Habe ich mir schon gedacht. Oh. Weil ich genau weiß, wer es ist. Sag's uns! Ja, sag doch was! Nicht mehr sagen, bitte. Gut. Ja, war's. Ja. Wir gucken einmal nach. War dünn. Ja. Na. Okay. Ja, muss ja, die Hexe hat ja schon einen gerettet, ganz am Anfang. Sie kann ja gar keinen mehr retten. Drei Zivilisten gegen einen Werwolf. Das muss doch zu schaffen sein. Das muss zu schaffen sein, vielleicht. Also Janina hat Nils verdächtigt. Würde sie einen Wolfskollegen verdächtigen oder nicht? Wir müssen es auch, nur so mal gesagt, wir müssen es auch ziemlich vorsichtig sein, weil Amor ist auch noch nicht, also das Liebespaar ist auch noch nicht rausgeflogen, weil sonst hätten wir einen Double Kill. Ach, weil die beiden zusammensterben, ja. Okay. Ja, das ist. Man kann nicht dann einen von den beiden heilen dann, oder? Wenn die zusammen. Das weiß der Seher, Hexe natürlich nicht vorher. Warte mal. Von daher kann das natürlich. Ist, wenn die Werwölfe einen Liebenden töten, kriegt die Hexe dann zwei zur Auswahl, die sie heilen darf? Nein. Nein, okay. Okay, wer von uns, wir haben ja alle mehrfach abgestimmt. Ja, Nina hat einmal auf Nils. Ich habe jetzt gerade auf Nils gezeigt, aber auch nur, weil ich Nils für den stärksten Spieler halt und ich überhaupt gar keinen Plan habe. Und wenn jemand das so safe runterspielt, ja, hätte ich jetzt nichts gesagt. Ja, aber bei Nils, klar könnte er das, aber bei Nils wissen wir ja nicht, ob er Wolf ist. Ich meine, wer hat auf einen Wolf gezeigt von uns Vieren? Mindestens einmal. Weil ich habe auf Janina gezeigt, ja. Ich habe nur daneben gelegen. Das macht dich natürlich jetzt ein bisschen verdächtig. Aber es macht dich auch sehr ehrlich, dass du. Gut, aber was soll er auch sagen? Ja, durch die Bank dumm. In meinem Dorf hängen keine ehrlichen Menschen. Du weißt es doch nicht. Guck dir den grinsamen Schlangenzunge an hier. Ja, da sitzt. Ja. Könnte kein Wässerchen trinken. Also, du sagst. Nils könnte super easy der Werwolf sein und einfach nur spielen. Ja, der könnte easy. Janina Masterplan wirklich sagt: Ich verdächtige jetzt den letzten Wolf. Ich glaube, das war die letzte Hoffnung. Wir haben so oft drüber geredet, dass sie gedacht hat, jetzt mache ich's, um sie zu verwirren. Das war ihre letzte Tat, dich zu schützen, indem sie dich angezeigt hat. Oder sie hat exakt gewusst, dass das funktioniert und hat wieder eine Ebene weitergedacht. Da weißt du halt immer nicht, wo hörst du auf. Aber sie hat mich natürlich auch zu einem Zeitpunkt versucht zu verdächtigen, wo sie noch nicht unbedingt verloren hatte. Ach, dann war es vorbei schon. Ja, okay. Also ich glaube, ich hatte das Gefühl, sie wusste, dass es vorbei ist. Okay. Aber was auf jeden Fall stehen bleibt, ist, dass Max, und ich hatte dich ganz am Anfang einmal in Verdacht. Nur Scheiße gebaut hat. Dass du noch nicht einmal einen Werwolf gewählt hast und dass du selbst eben in der Situation, wo wir alle uns eigentlich auf Janina geeinigt hatten, dass du da mich wählst und mich eben dann jetzt auch nochmal beschuldigst. Also das ist schon ein bisschen strange. Das war pure Verlegenheit. Ich hab sie wirklich geglaubt. Aber es war die Verzweiflung, weil sie Werwolf ist, weil sie nicht aus konnte. Ihr könnt mich gerne abholen. Ich kann mich nicht bei Simon. Ich kann auch, was soll ich sagen? Ne? Aber jetzt sind schon drei Runden nebeneinander. Ich bin Mönch. Ihr spürt gar nichts? Null, ich spür nichts. Ich hab auch kurz überlegt, ob es nicht Florentin sein könnte, weil das fände ich so hart, wenn ich sitze die ganze Zeit neben dir und hätte nichts bemerkt. Ich habe aber auch null von deiner Seite wahrgenommen. Also keine Bewegung, gar nichts. Ich habe einfach keinen anderen Ansatzpunkt, als zu sagen, Nils könnte es sein, weil er sehr gut lügen kann und weil ich glaube, hier war die Wolf-Konzentration. Aber ich muss sagen, dass du mir jetzt mit dieser, du hast nie auf den Wolf getippt, das macht dich ein bisschen verdächtig. Ich weiß. Ich glaube, dass Janina eher sich selber retten wollte und dadurch einen Verdacht auf jemand anderen legt, als jetzt wirklich strategisch zu sagen, ich will den Wolf. Sie wusste doch, dass sie tot ist. Ja, das war doch ihr. Aber sie wollte irgendwie überleben. Aber dann wäre es genial, den anderen Wolf zu nehmen. Das meine ich. Das wäre ideal, wenn du weißt, du stirbst. Ist das Janina genial? Ich sage jetzt gar nichts. Ich weiß es auch nicht. Wollen wir auslosen? Nee, wir müssen jetzt einfach ein Voting machen und ich gehe mit dem, was das Einzige, was ich habe. Und es gibt eine Person, die nicht einmal einen Wolf gewählt hat, selbst dann, wo sich alle darauf einigen konnten. Das ist eine Person in dieser Runde. Also das ist das Einzige, was ich habe. Wenn du dann
Wenn das ist, dann mehr haben wir ja nicht. Mehr haben wir ja nicht. Okay. Ja, also, es ist wahrscheinlich schon. Ich würde mich auch töten aus uns vier. Heben wir die Finger. Lass du dich freiwillig melden. Ich melde mich freiwillig. Heben wir die Finger. Alles klar, wir nehmen die Finger. Drei, zwei, eins. Entscheidung. Ist es, was machst du denn? Du kannst dich nicht entscheiden. Gucken auf die anderen und dann gucken, wie es. Du kannst jetzt ja nicht. Das geht. Hallo? Das ist das denn? Das geht jetzt nicht. Da hast du jetzt na gut, aber Florentin hat eh jetzt die Wahl. Du hast jetzt im Grunde ausgerechnet, dass es unentschieden wird. So. Okay. Nein, was machen Sie hier, Junge? Gut, jetzt hat Florentin hat eh die Bürgermeisterwahl. Sobald zwei ja. ein. Jetzt du jetzt wählst jetzt trotzdem noch Max? Ja, ja, klar. Jetzt okay. Ja. Okay. Gut. Ja. Hier schön warten, bis alle gewohnt das haben. Das beendet jetzt das Spiel. Krasser Wolfsmove, ja. Muss ich sagen. Ey. Gucken wir mal nach, was Max war. Das Warten? Ja, okay. Come on. Oh. Told you. Es ist Nils oder Florentin. Du bist es, ey. Was ist denn mit dir? Wir schlafen. Das Dorf schläft nochmal ein. Ja. Ich bin allein. Unfassbar, ey. Das hätte ich dir nicht zugetraut. Ich unterschätze dich. Das Dorf schläft ein. Es ist so schlecht. Auch ihr beiden schlaft ein. Simon auch. Nein. Und der Werwolf wacht auf. Holt ihn weg und umarmt euch. Wo ist denn der Wolf jetzt? Komm. Schnapp ihn dir. Wachen wir auf. Und das Liebespaar umarmt sich freudig. Danke. Endlich können wir Liebe machen. Wir werden dieses Dorf alleine neu bevölkern. Das die Liebe siegt! Wenn du nicht das Liebespaar. Die Liebe siegt! Ist doch klar, wer das Liebespaar ist. Wenn noch drei Leute übrig sind. Ja, aber es sind ja auch noch ein paar andere gestorben vorher. Also, ist das meine? Ja, ne? Als wir das diskutiert haben, waren noch ein paar da. Nicht oh, Gott sei Dank habe ich. Naja, aber ich hatte ja recht. Na gut, wir müssen einmal gucken, was ist gerade passiert. Was passiert ist, ist. Du kannst es dann erklären. Ein hinterhältiges Schwein ist. Ach, Nils ist ein hinterhältiges Schwein. Ja. Schwein. Was ist das? Das haben wir schon in der ersten Runde. Ich habe gesehen, wie er geblinzelt hat. Ich habe gesehen, wie er geblinzelt hat. Ja. Und ich hab, du hast auch gesagt. Der Grund, warum ich erwischt wurde, ist, weil ich zwei Wölfe davon überzeugt musste, dass ich gesehen habe, wie er blinzelt. Ich habe es gesehen und ich habe fünfmal gesagt, nein, blinzel er. Und Nils, nein, wir nehmen Walle, der mit der Mütze so da sitzt. Ich so, nein, der hat geblinzelt, ich habe es doch gesehen. Aber Nils hat auch gesagt, der hat geblinzelt. Ja, aber konnte nicht blinzeln, weil die Mütze im Gesicht hat. Die haben beide gesagt, die haben geblinzelt. Und ich hatte die Mütze gesehen, er hat den scheiß Bayernhut. So, wie soll er blinzeln? Ich habe es gesehen, die Augen waren offen, sie haben mich angestrahlt, die ganze Zeit. Ich saß da, eine Stunde lang habe ich geguckt, wie er geblinzelt hat. Und du musstest, weil du verliebt bist in Florentin. Ja. Du hättest auch mit mir gewinnen können, aber du wolltest lieber als Liebespaar gewinnen. Und du hättest als Dörfer mit Simon gewinnen können. Und du hast dich auch entschieden. Nein, wenn Florentin stirbt, gehe ich ja mit down. Okay. Und du, weißt du was? Du dann hätten die Wölfe gewonnen. Du regst dich auch gewonnen. Nein, du regst dich drüber auf, aber du hättest ja auch auf die Idee kommen können, wenn Nils Florentin auf keinen Fall töten möchte. Ich hab dir vertraut! Ja, vielleicht bin ich ja durch die Liebe gezwungen. Du hättest doch selber, weil ich dich vertraut habe, wie dumm ich bin. Nein, du hast einfach nur gedacht, dass wir Liebende sein können. Das stimmt, da habe ich dich dran gedacht. Aber du hast als wir hier diskutiert haben, als Werwölfe, eine halbe Stunde gefühlt, du hast gesagt, nein, Blinzel, der hat geblinzelt. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, okay. Ja, natürlich, Valiens, ich muss euch daran hindern, dass ihr Florentin killt. Weil ich will, glaubst du, ich töte mich doch nicht selber. Und dadurch hast du mich getötet, weil er es gemerkt hat, wie ich hier rumgefuchtelt habe. Ich habe meinen wichtigsten Mitspieler in der ersten Runde verloren. Und wollen wir mal kurz festhalten, dass in allen drei Runden, dass ihr immer gesagt habt, dass ich übel verdächtig bin, obwohl ich, egal ob ich doch Bewohner oder Werwolf war, zwei von drei Mal war das ja auch richtig. Ja, okay, Wahnsinn. Ja, aber ich finde es auch krass, dass du zweimal schon Wolf warst und so, das ist alles so. Ja, hat mir nichts gebracht, weil ich zweimal von meinen Wölfen in den Stich gelassen wurde. Und zweimal war Nils auch Wolf übrigens. Zufall? Gut. Nee. Nicht Zufall. Du wusstest ja nicht, wer Wolf ist, ne? Oder warst du das? Also ich hatte Eddie gesehen und dann später habe ich dich auch gesehen, dachte mir, ich bin safe, ich werde nicht sterben. Liebespartner ist Werwolf und dann dachte ich, ja, Florentin, möglichst viele Bürger raushauen, bevor noch der letzte Wolf fällt. Florentin auf jeden Fall
Kai, also vom Blinzeln hat er einfach geguckt. Und dann, ja, irgendwann habe ich geguckt, weil ich wusste, er wird mich nicht töten. Dann kann ich einfach. Stimmt. Florentin, ich hab mich noch einmal angeguckt, wo ich denke, okay, was für ein Move. Ich habe das nicht gesehen, weil ich konnte mich nicht nach da drehen. Weil Florentin hat die ganze Zeit einfach richtig normal geguckt. So hat er gemacht. Nein, stimmt nicht. Wir haben uns doch einmal komplett angeguckt, wo ich dachte, okay, was macht er denn da gerade? Ich konnte dich nicht verifizieren, weil ich konnte nicht nach rechts gucken, weil er erst. Das ist ja auch nicht deine Schuld, Janine. Ich habe ihm ja dann auch geglaubt. Aber ich habe dich in der ersten Runde verloren, ey. Ich verstehe nicht. Ich habe das nicht gecheckt mit diesem Armor-Ding und ich habe nicht verstanden, warum Nils mir nicht vertraut, weil ich wusste ja, was ich gesehen habe. Und dann hast du. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist der irgendwie ein bisschen leicht. Irgendwie hat er so einen Nervous Breakdown oder so einen Schlaganfall oder die Augen zittern. Und dann habe ich noch mal so geguckt, das war zu lange da, dann hat er wirklich die ganze Zeit so gemacht. Wenn du mir vertraut hättest und wenn du deshalb habe ich ja deinen Vorschlag genommen. Wenn du gecheckt hättest, dass ich Florentin nicht wählen kann, dann wären wir zu viert gewesen. Hä? Ja, weil Florentin kann. Du hättest doch uns trotzdem dann bekommen. Warum? Ich hab doch deinen Vorschlag genommen, ich hab dir doch vertraut. Du hast auf alle gezeigt und dann hab ich auch. Ja, aber wer sagt denn dann nein? Und ich war so, Leute, ich kann nicht nach rechts gucken, könnt ihr bitte klären? Ich kann nicht gucken. Aber auch, und dann das Geile war auch bei Gunnar. Gunnar, ich zeig auf Florentin und Gunnar so, zeig auf mich so, nein. Und dann geht er auf Simon und ich so, what the fuck? Ganz außen! Aber wer war denn Amor eigentlich? Du warst Amor? Das war's mir. Das hab ich auch gemerkt, viel zu doll. Ich dachte, oh fuck, er schreit gleich. Ja, wirklich. Ich dachte, Eddie ist da. Es war mega viel zu doll, hab ich ihn gehauen auf Finger. Ich hab alle gehört, wie er mir gerade die Hand gebrochen hat. Vorschlag, wenn jeder eine Zahl hat, sodass man einfach nur, wenn ich den Florentin rauswähle, dann muss ich nur eine Eins machen und muss nicht jedes Mal dieses Missverständnis. Hatten wir nicht mal so Farbzettel? Wir hatten mal so Farbzettel, dass alles wegrationalisiert wurde. Wie sieht man das? Das ist ja auch aber was noch Witziges passiert ist, dass Steffen tatsächlich eine Runde lang zwei Votes bekommen hat. Einmal von den Werwölfen und dann hat die Hexe auch noch mal auf Steffen gegangen. Warum denn? Ja, pass auf, ich hab einfach... Ich hab die Hexe auch maximal dumm gespielt. Du warst das! Ja, ich hab dir vertraut! Also pass auf, ich hab einfach... Ich war dann richtig lost, du hast ja gefragt, so willst du denn jemanden umbringen? Egal. Und ich... hätte nicht auf dich gehen sollen, weil ich mir viel zu unsicher war, aber ich dachte, du wärst einer von denen gewesen, und jetzt wird's richtig dumm, der auch Fabian raushaben wollte, also meine Argumentation vertreten hat, also wo ich meinte so, ey, das ist eine 50-50 Chance später, was ich eigentlich auch geglaubt habe, war ich mir in dem Moment irgendwie sicher, aber auch nur, weil ich Hexe noch nie gespielt habe und dachte so, ja, fuck, muss man jetzt jemanden killen? Okay, wen kann ich killen? Dann musste ich halt nachdenken, wenn ich jemanden killen muss, wen kill ich dann? Killt man natürlich Steffen. Nein, und Steffen nochmal. Zweimal auf Steffen drauf. Ja, genau. Und zerrissen und dann auch vergiftet. Ja, also wirklich, das ist kein Ende für den Bürgermeister. Danach war ich komplett verwirrt, weil ich dann dachte, aber warum stirbt denn jetzt nur eine Person? Ja, aber so. Was denn nicht gesagt im Spiel dann? Achso, ich war eh mehr auf. Nee, kann ich das machen? Nee, das macht ja keinen Sinn. Also, ich muss einfach sagen, du hast einfach nochmal die gleiche Person getötet, die Werbe vorher schon zerrissen hat. Genau, darum bin ich dann auch erst super spät gekommen. Also, es war maximal schlechtes Hexenplay. Gut. Mein safester Play, wie natürlich nämlich gerade, wenn ich ihn die ganze Zeit weiter verdächtige, mein safester Play war plötzlich mein größter Fehler, wo ich mir gedacht habe, krass, vielleicht spiele ich einfach noch auffälliger irgendwie. Und dann denken wir, klar, ist safe. Wir haben jetzt die Option, noch eine Runde zu spielen. Hättet ihr Bock da drauf? Ja. Es war die Frage, ob wir den Chat voten lassen, aber der Chat will auch eh, dass wir noch weiter spielen. Ich habe noch eine Frage, weil ich das immer noch nicht gecheckt habe mit dem Armor. Wer hat jetzt Nils und Florentin ausgewählt? Max hat beide verbunden. Aber Max wusste nicht, was ihr seid. Nein. Und du hast gesagt, Max darf auswählen. Nee. Die Karte. Genau. Und deswegen. Apropos Karten, ich krieg mir die Karten wieder. Nils oder Florentin gespielt, weil ich wusste, okay, wenn die beide Bürger sind, dann haben wir safe sofort verloren. Und was war deine Gedanke, warum du die beiden einmal die Karten verlinken gemacht hast? Ja, Podcast. Aber du verbündest damit zwei starke Spieler. Einmal alle Karten zurück, bitte. Alle Karten. Valentin, du hast doch noch eine Hand. Lebt ihr beide und plus Florentin. Okay, aber sieben Karten. Ich bräuchte hier zehn. Nein, ihr könnt entweder Liebespaar oder Eddie und ich.
Es geht doch. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Neun. Eine Karte fehlt noch. Wenn am Anfang das kann sein, Simon, drei Wölfe sind eine Karte. Und der... Die habe ich eigentlich schon abgegeben. Kann sein, dass meine ist. Eine Karte fehlt noch. Dann habe ich die abgegeben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wie viele Karten hast du gerade? Neun habe ich. Hast du den Seher? Kannst du gucken, ob du den Seher hast? Hä? Ich glaube, dass nur Eddie und ich oder Florentin hätten gewinnen können. Du hast die abgegeben, glaube ich, schon auch. Verloren in der ersten Runde. Okay, wer hat da noch eine Karte? Ja, der Seher fehlt noch. Das war es meine. Nils hätte ja nicht die Karte schon zugestimmt, dass er Florentin killen. Ja, ich weiß, deswegen, es weil er dann nur gestorben wäre und dann ja. Wir haben, glaube ich, noch Ersatzkarten zur Not. Aber Eddie, die einzige Möglichkeit, wie ich gewinnen hätte können, wäre mit dir gewesen. Ja, ich hab sie. Ja, okay, es sieht auch noch gut aus. Wie, wäre wie? Wäre mit dir gewesen, weil entweder er gewinnt mit Florentin oder ich gewinne mit dir, weil wir das Liebespaar ausschalten. Das wären die einzigen Chancen gewesen. Und ich habe dich in der ersten Runde verloren. Es genau, maximal Pech, ich nicht das Armor direkt einen Wolf getroffen. Ja, ich hatte keine Chance. Also es sind die, ganz zum Verständnis, weil das jetzt Liebespaar ist ein eigenes Team. Also wenn, in dem Fall jetzt, können wenn jetzt nicht, wenn Janina noch am Leben gewesen wäre, nehmen wir an, Florentin, Janina und ich hätten noch gelebt. Ja, dann hättet ihr mich zerfleischt. Dann wäre das Spiel noch nicht vorbei gewesen. Genau. Korrekt. Ja. Mhm. Sag ich okay. Ja. Ich konnte nach der ersten Runde nicht mehr gewinnen. Aber wie ich es verstehe, hat das Liebespaar die höchste Priorität. Genau. Das ist einfach maximal das Pech, aber wenn der Wolf auch ein Liebespaar hat. Ja. Und dann auch noch den Blinzler, das war einfach... Ja, ich weiß, Und Bürgermeister. Also, der Blinzler, der seine... Wir waren, hat mir eh gewonnen. Ich dachte mir auch so, wenn wir die Charade jetzt wirklich... Ja. Es sei denn, es wäre noch eine Hexe. Ich habe das Gefühl, dass er den scheiß Hut bekommen hat. Recht safe, Deswegen habe ich auch den Bürgermeister ermordet, damit der Hut da wegkommt. Oh mein Gott, ich wurde ja auch von der Hexe ermordet. Ja, einmal, wir sind jetzt einmal gewotet, wer war der beste oder die beste Spieler, Spielerin der letzten Runde. Oh Mann. Und dann geht's gleich in die nächste Runde. Ich verteile mal Karten, ich habe schon gemischt. Einmal hier rumgeben. Tief halten, ne? Tief halten, hochgewinnen. Das kannst du allen zeigen jetzt. Ich habe übrigens heute erst gelernt, die Formulierung Fähnchen im Wind. Das bin ich offensichtlich. Oh nein. Nein, aber ich verstehe das. Ich würde mich auch so bezeichnen, jetzt wo ich gerafft habe, dass das eine Bezeichnung ist. Ja, es ist aber natürlich auch, wenn du keinen Plan hast und das Spiel nur so mäßig raffst und noch nicht oft gespielt hast, dann hast du natürlich auch nicht so Powerplay-Moves wie andere. Ich habe direkt wieder von leiten lassen und dich dann mit verdächtigen. Der Werwolf könnte noch mal eben vorher sich präsentieren. Noch ein neues Bier mitbringen. Aber im Hexenmove hat man ja trotzdem gesehen, dass mir auch kompletter Müll passieren kann. Also das ist halt auch ein bisschen random. Martin, kann ich auch mal haben, bitte? Ja, wobei, also ich glaube, wenn man das schon begreift und öfter gespielt hat, dann kann man die schon gut spielen. Also ich hätte ja keinen killen müssen. Nein. Das habe ich jetzt gelernt erst. Ja. Ich war mir halt so du hast doch am Anfang auch niemanden getötet. In der ersten Runde. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht. Gerettet? Hä? Am Anfang? Oh, hast dich selber, glaube ich. Mich selber. Ja, einfach, weil ich dachte, es ist geil, halt nicht vom Spiel zu sein. Absolut. Aber das macht die erste Runde halt super schwer. Ja, verständlich, aber das wenn du tot ist, was nicht. Ja, ich hätte es danach natürlich. Da war der, wir gucken einmal, wer das Voting gewonnen hat zum neuen Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Wer war am besten? Das habe ich gemerkt. Ich hab alle gecallt. Gut. Aber du warst weiß jeder seine Rolle? Können wir loslegen? Letzte Runde. Vor der Abend. Ich bin 100% sicher. Jeder hinten auch. Dorf 4. Dorf 4. Das ist das beste Dorf. In Bogenhausen. In Dorf Nummer 4. Das Dorf jetzt. Ja, schlafen alle ein. Sagt ja auch, alle guten Schlafer sind. Ich fühle mich wie so ein Show-Hypnotiseur, der einfach sagt, schlaft. Und schlaf. Wiggelst wieder, Eddie. Gut, und als erstes erwacht natürlich auch heute Amor. Und ich stehe mal auf für Amor, stelle mich mal hier vorne wieder hin. Und wir machen klar, dass man das gut sieht. Und Amor sagt mir einmal, wer... Amor weiß Bescheid und Amor macht seine Runde. Ja. Gut, und Amor hat mit seinem Liebesstab die Dorfbewohner berührt, zumindest einige von ihnen. Die wachen mal kurz auf, schauen sich liebevoll in die Augen
Ja, am besten wacht auch die zweite Person auf, die von Amor angetickt wurde und guckt vielleicht mal ein Stückchen hoch und schaut mal seiner Liebsten in die Augen. Weiß das Liebespaar Bescheid? Dann nicken sie einmal oder schweigt für immer. Gut. Und als nächstes erwachen die Werwölfe. Die Werwölfe schauen sich um und checken ein bisschen die Lage aus. Neues Dorf, neue Bewohner. Einige Häuser zu looten. Geile neue Werwolf. Werwolf-Accessoires für, keine Ahnung, Werwolf-Fellstufe 3 gefunden von einem von denen. Werwölfe schlafen wieder ein. Und der Seher erwacht. Und der Seher fragt sich natürlich, wer ist hier gut, wer ist hier böse? Wer ist Werwolf? Voila, ich will es wissen. Und der Seher zeigt vielleicht mal auf eine Person, damit ich weiß, von wem er das gerne wüsste. Das wäre doch mal cool, oder? Seher weiß Bescheid. Die Hexe erwacht. Und die Hexe schaut mal kurz, wer getötet werden soll. Die Hexe überlegt sich jetzt mal. Mensch, das ist doch ein guter Bewohner, Bewohnerin gewesen. Da lohnt sich vielleicht, den zu retten. Will denn die Hexe noch jemanden töten? Alles klar. Dann erwacht das ganze Dorf. Das ist überraschend. Okay. Der Bürgermeister. Er ist es immer. Der Bürgermeister. Willst du woanders in Alter Wüste oder so? Man, hier mir immer hier ständig Werbe. Also, da brauchen wir Bürgermeister. Ich bin auch Bürgermeister. Nee, ich gehe dir um die Werbe. Also. Ständig kommen ja irgendwelche Werbe für alle Dörfer, werden ausgeworfen. Ja, doch, also tatsächlich würde ich das gerne machen, aber ich weiß ja nicht. Also, ganz ehrlich, ich bin tot. Was sollen wir das? Dann bekommst du den Bürgermeister. Geil. Tschüss, meine Freunde. Passt auf das Dorf auf. Tschüss, Bürgermeister Nils. Ein Bürgermeister Mann. Nils geht von dann, aber war der denn vielleicht ein Werwolf? Noch. Ich möchte direkt am Anfang sprechen, ich werde eh immer verdächtig, deswegen ist es egal. Ich habe gerade sehr vehement zu Nils gesagt, tu es bitte nicht. Und du weißt auch warum. Nee. Und wenn warum? Ihm... Warum? Was ist okay, das wollen wir Janina jetzt einfach umgehen? Genau. Und deswegen sage ich das. Rausgewählt. Lass sie aus. Genau. Deswegen okay. Weiß ich das. Okay, ihr könnt mich nehmen. Was ist das, Janina? Ich gehe. Du hast angefangen, mich zu beschuldigen. Ja, genau. Warum? Genau, es wäre voll stupid, wenn ich als Werwolf gewinnen wollen würde, mich jetzt ins Feuer zu werfen. Sowieso. Deswegen weiß ich, dass ich es machen kann, weil ihr in der ersten Runde, wenn ihr einen Dorfbewohner verliert, ist nicht so schlimm. Ich fand es keine gute Entscheidung, ihm den Hut zu geben. Warum nicht? Aber warum? Janina? Ich bin ja relativ sicher. Kannst du diese Karte bitte woanders hinlegen, weil die sieht da auf diesem Efeu und ich habe wirklich Angst, dass sie umdreht. Dass sie umdreht? Dass sie der Werwolf ist, meinst du? Wirklich. Ja. Aber Simon, warum wolltest du ein Bürgermeister sein? Weil wir in Project Zomboid hatten wir einen Bürgermeisterwahl. Und Nils war der Bürgermeister und ich habe ihm dann in einer demokratischen Wahl habe ich ihm diesen Hut weggenommen. Es ist wirklich, es ist erst eine Woche her. Mhm. Und das meinte ich ja gerade, das fand ich lustig. Warum denn nicht? Okay. Aha. Dieses Ding bedeutet doch nichts. Das ist mehr oder weniger ein. Also, ich will nur mal kurz sagen, dass ich nicht finde, dass der Bürgermeister jetzt hier demokratisch gewählt wurde. Also, eigentlich können wir ihn auch gleich töten, oder? Ja, den da. Ja, und wollt ihr mich jetzt nur wenn ihr das wegen dem Hut? Seid ihr wahnsinnig? Und ich habe recht, da sterbe ich vielleicht mal in dieser Runde. Also das Ding ist, aber woher glaubst du das denn zu wissen? Also ja, du hast nur mit dem Finger gezeigt. Ganz schwer zu erklären. Okay. Aber deswegen kann ich nicht. Nee, ganz gut. Wenn ich abgewählt werde, dann musst du schon erklären. Wann wurde ich denn bisher schon mal rausgewählt? Natürlich bin ich sauer. Ja, ich weiß.
Ja, aber du hast doch kein einziges Mal was erklärt. Ja, das ist auch. Also das Ding ist, wenn wir jetzt Janina recht geben, sie mal raushauen, es gibt zwei Möglichkeiten. Sie ist die Seherin und hat ihn gesehen. Oder sie ist Werwolf und er hat geblinzelt und sie hat ihn erwischt. Mädchen meinst du? Aber dann hätte sie ihn ja. Aber das Ding ist, wenn wir jetzt Simon raushauen und er ist kein Werwolf, dann wissen wir jetzt, dass es Janina raushauen. Deswegen sage ich, das wäre von wenn wir Simon raushauen und er ist dann tot und er ist kein Werwolf, dann können wir jetzt Janina raushauen. Und ich kann auch noch sagen. Das hat er dir schon so viel geholfen. Vor zwei Ich Runden. Bin nicht repräsentativ für dieses Dorf. Also du bist die einzige Fallstudie, die wir haben, die zu 100% falsch aussieht. Ich bin auf deiner Seite. Ich habe auch das Gefühl, dass eher Hexe und Seher waren irgendwo da und Werwölfe da drüben. Ist ein vages Gefühl, aber ich hatte letzte Runde auch recht. Ich meine, wir haben den gleichen Fall wie vorhin auch. Es gibt einen starken Verdacht, der mit seinem Leben bürgt. Ja. Und ich hätte diesen scheiß Hut nicht annehmen sollen. Das ist das Problem. Na, du wolltest ihn halt auch schon. Das ist einfach, wer den Hut trägt. Was ist nochmal deine Begründung? Sie hat keine. Sie kann noch nicht mal eine Skala nennen. Ist das nicht Begründung genug? Sie hat keine. Ja. Okay, Janina ist es, weil ich kann es euch nicht sagen. Aber vielleicht bin ich ja der Seher. Guck mal, Leute. Und deswegen weiß ich, dass Janina ist. Das sagt Mr. 7 von 10, der hat ein bisschen gewackelt, den will ich. Ja, aber du warst drauf. Ja, aber das wusstest du ja nicht. Ich weiß, aber ich hab doch ihm vertraut. 7 von 10 ist viel. Ich weiß ja ganz genau, wenn er Dorfbewohner ist, bin ich am Arsch. So, ich weiß das ja ganz genau. Und deswegen habe ich auch gesagt, alles klar, ich habe nichts zu verlieren. Hä, ich verstehe diese Logik nicht. Aha. Aber das ist doch, ich verstehe sie wirklich nicht. Ist ja nicht so schwer zu verstehen. Ja, wieso ist sie nicht so schwer? Genau. Sie verdächtigt jemanden, geht all in. Ja. Wenn es stimmt, hat sie recht. Wenn es nicht stimmt, ist sie verdächtigt. Aber woher nimmt sie die Verdächtigung? Das sagt sie uns nicht. Kannst du nicht sagen. Also, ja, aber es gibt ja Rollen, die das schon checken können. Ach so, ja, okay. Ja. Aha, ach so. Ja, aber eigentlich reden wir ja nicht darüber, wer welche Rolle hat, ne? Nee, deswegen kann sie es ja nicht sagen. Also ich, also ja, aber damit sagt sie es ja. Ich vertraue dir, okay. Aber wahrscheinlich werde ich in der nächsten Runde dann zur Fleischweil raushauen. Aber hört mir kurz zu, ich werde wahrscheinlich in der nächsten Runde zur Fleischweil sehr offensichtlich bin, dass ich eine sehr positive Rolle bin. Bevor ich zerfleischt werde, wenn die Werwölfe erwachen, ich halte dich für sehr sicher und ich halte auch Ellie für sehr sicher. Und ich glaube, das sollte euch zumindest helfen, weil ich werde in der nächsten Nacht tot sein. Aber Moment, wenn jetzt wir ich neugierig. Warum bin ich sicher? Weil du könntest ja nur einen, wenn du Seherin wärst, könntest du ja nur einen anzeigen lassen. Eben, aber komischerweise bin ich mir über mehrere Leute sicher. Ja, das ist in der Tat komisch. Was eine kann kleine es dann Agenda nur sein, lässig. Eddie? Also Janina, ganz ehrlich, aber so wie du argumentierst, ist komplett Moment, das check ich jetzt nicht. So wie du argumentierst, hat es überhaupt keine Relevanz gerade. Kann mir es jemand erklären? Ja. Warum bin ich das? Genau. Nee. Nein, ist er nicht. Was? Okay. Hä? Ich verstehe nicht. Ich verstehe. Und ihr könnt mich rauswählen, aber das war die längste Anschuldigung, die ich in 200 Jahren Werwolf jemals gehört habe, weil es gar keinen Sinn ergibt. Korrekt. Ja, sie sagt sogar. Ja. Just saying. Aber gut, und ich halte dich und drei, sehr sicher merkt. 2, 1. Ja, wer zeigt alles auf Simon jetzt? What? 1, 2. Alle. 3, 4, 5, und 6. Und werden jetzt vielleicht tot sein, deswegen hört mir zu, was ich verdient habe. Möchte ich hinzufügen. Ich fand das gar nicht so unsmart. Also, ich hab's nicht verstanden. Wenn sich alle, ich finde gut, dass gut. Ich schuldig bin. Okay. Ich verstehe es nicht. Ja, das stimmt. Na, ja. Sie hat jetzt auf mehrere Arten gesagt, dass sie Seher ist. Und aber da kann gesagt, sie aber einchecken. Sagen es nicht. Das hat sie nicht. Aber das hat sie nicht. Aber das ist nach der Abstimmung nicht. Ja, gut. Egal. Habe ich nicht erlaubt. Du musst alle gehen. Wir werden es gewinnen. Herr Bürgermeister. Kommt nicht wenigstens der Wolf. Nee. Ach, du darfst aber den Hut noch abgeben. In der Hoffnung. Aber ich werde doch in der Hoffnung, dass du das nächste bist. Oh, aber da kann ich das einen Positiven geben. Das war nicht smart von ihm. Moment. Stimmt. What? Stimmt. Gut, dann gucken wir doch einmal, was Simon war. Das war der Wutmove, glaube ich. Weil passt mal auf. Ja, sehr gut. Stark. Aber ich würde gerne nochmal checken. Na, es gibt ja mehrere Rollen. Als Seher kann sie sehen, okay, Simon, sie hat sich Simon anzeigen lassen, du sagst, er ist Werwolf, soweit check ich's. Ja. Aber woher weiß sie dann, dass ich unschuldig bin? Was war denn oder zum Beispiel Florentin letzte Runde? Ja, Liebespaar, aber das kann sie sich ja nicht anzeigen Florentin lassen. Florentin hatte auch noch eine andere Rolle letztes Mal. Da hast du noch letztes Mal richtig drüber geschumpft, wie du gesehen hast, wie Florentin geblinzelt hat. Ja. Ja, und? Jetzt überleg nochmal. Und damit gehen wir einmal kurz in den Schlaf. Aber sie kann ja nicht Seher und Blinzler sein. Genau. Ganz genau. Und damit geht das Dorf schlafen. Ich check's nicht. Und im Traum wird Etienne vielleicht diese Informationen verarbeiten und erkenntnisreich aufwachen. So, als erstes erwachen die Werwölfe. Und die Werwölfe können sich jetzt jemanden aussuchen, den sie töten. Und als nächstes erwacht
Die Hexe. Nee, Entschuldigung. Der Hexe schieben wir rein. Der Seher erwacht. Und der Seher kann noch mal sich jemanden aussuchen, von dem er weiß, Mensch, der ist gut oder böse. Seher schläft wieder ein und die Hexe erwacht jetzt endlich. Lang erwartet. Und natürlich ist jemand gestorben. Ah. Möchtest du. Ja, guck mal, start mal weiter. Süßer Traum. Möchte die Hexe diese Person retten? Möchte die Hexe vielleicht noch jemanden töten? Und damit erwacht das Dorf. Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Boah. Wurde ich gerettet? Echt eine spannende Runde. Obvious, aber warum hat die Hexe mich nicht gerettet? Okay. Ja, das ist echt okay, kurz, ich hab. Ich nee, du darfst nichts mehr sagen, du gibst den Hut noch weiter. Stimmt. Du bist ja tot. Ja, ich habe nur. Ja, aber kann ich überlegen? Nein. Was? Den Hut musst du nur geben. Leise, nichts, mir irgendwelche Informationen noch weitergeben. Hut folgt und tschüss. Scheiße, Mann, bitte, du musst das machen, Mann, jetzt. Bravo. Also. Dankeschön. Hallo, ich bin Ihr neuer Bürgermeister. Herzlich willkommen in unserer Stadt. Valentina, ich hisse meine Fahne. Sie weht im Wind. Schau mit. Das ist ein bisschen too much. Geben wir recht in der Annahme, nur dass ich ein bisschen unangenehm bin. Lass uns erstmal checken. Gut, wir checken einmal, was war Janina? Blinzler. Okay. Hast du das jetzt verstanden, Etienne? Ich bin mir nicht sicher. Sie war die Blinzler. Genau. Ja. Okay. Aber ja, man muss reinschmeißen, dass wir am Anfang gesagt haben, dass man nur bei den Wölfen blinzeln darf. Ja, das kann ja trotzdem sein, dass die das kann ja wohl sein. Beiden Personen gezeigt haben. Und beim Blinzeln hat sie sozusagen Simon erwischt. Und Valentin und dich gesehen, dass ihr nicht wach seid. Genau. Das heißt, der Seher hat gar nichts damit zu tun, oder? Genau. Ganz genau. Genau. Mhm. Gut, das heißt, wir haben. Und es war auch legit, weil es halt trotzdem beide Rollen hätten sein können. Also, weil sie ja nicht ihre Rolle klar revealed hat. Hat sie nicht gemacht, aber dafür ist sie jetzt gestorben. Ja, nee, klar, nee, klar. Aber wir sagen, wir haben ja gesagt, man kann seine Rolle das nicht. Das ist aber halt immer schwierig, wenn du halt was weißt. Das ist das Ding. Es gibt nur zwei Rollen, die was wissen können, eigentlich. Ne? Ja, aber immerhin gibt es zwei. Wäre es nur eine, dann würde man ja gleichzeitig sagen, ich bin die Rolle. Genau, richtig. So. Ja, das wollte ich nur kurz checken. Okay. Ja. Und wir haben ja noch Amor dabei. Also aber es, auch also es war, sie hat unmissverständlich klar gemacht, dass sie sich hundertprozentig sicher ist. Genau. Ja. Gut, das heißt, wir wissen also, es aber auch, dass Valentin und Eddie. Ich bin komplett unschuldig. Safe sind. Also, ich habe beobachtet, als Janina noch drin war, dass sie geblinzelt hat an Max und er es direkt gecheckt hat. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass du sicher bist, aber du hast auf jeden Fall direkt so A und daran habe ich dann halt auch gecheckt, dass sie Blinzlerin ist. Wisst ihr, was ich meine? Das sie hat Max angeblinzelt nach dem Aufwachen. Und bei ihm war so ein Aha-Moment. Und dann wusste ich halt auch sie ist Blinzlerin. Was, wieso, warum? Und dann hat sie halt Augengymnastik gemacht. Okay. Und ja, ihr beiden seid safe. Also, bei dir, ja. Ich finde verdächtig, das ist erstmal nur eine Aussage, das ist keine direkte Beschuldigung, Florentin und Fabian. Weil wir drei sind dann relativ schnell auf stimmt, warum sollte Janina Max anblinzeln? Genau. Weil wir drei sind eigentlich direkt auf Janinas Argument eingegangen und haben gesagt, okay. Aber es könnte ja sein, dass sie nicht beim Blinzeln nicht gesehen hat, dass du das kann auch sein, ja. Das könnte sein, aber ich denke auch, du bist safer als die beiden. Deswegen würde ich da jetzt zumindest sagen, sie hat ja recht klar Liebespaar, ne? Das gibt's auch noch, ja. Es gibt aber auch ein Liebespaar. Das heißt, das Liebespaar hat ja ein Interesse daran. Nicht, dass keiner von beiden stirbt. Genau. Ja. Okay, aber ganz kurz, wir waren nicht Liebespaar, weil das hätte ich mitgekriegt. Wenn sie den Verdacht gehabt hätte, dass Max Wolf ist, hätte sie es erst gesagt. Richtig, das hat sie ja nicht. Deswegen sind wir drei ja safe. Okay. Ja. Also und die beiden sind auch safe und bleiben noch zwei übrig. Ich habe auch einen ziemlich starken Read auf Fabian, muss ich sagen. Den habe ich eben schon. Ist das die Rache von gerade eben? Nee. Ja, aber interessant, dass du direkt zur Hilfe springst. Aber ich habe auf jeden Fall. In diesem Spiel, ich komme sehr über die Emotionen. Ich komme sehr über das Empathische. Ich kann es nicht immer erklären, aber ich sehe manchmal so Kleinigkeiten in euren Augen, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Und bei dir ist mir halt auch aufgefallen, wie du. Ich habe richtig gesehen, wie dein Gehirn gerattert hat, wie du Simon retten kannst. Das haben wir bei dir nicht gesehen. Nee, bei mir hat man es nicht gesehen.
Aber bei ihm hat man es gesehen. Ich habe richtig gesehen, wie du überlegt hast. Okay, und dann hast du sogar noch so eine Frage gestellt. So eine, wolltest noch mal irgendwie, hast du noch mal so deinen Fuß ins Wasser gehalten. So, wie kann ich jetzt hier Simon retten? Und als du gemerkt hast, Simon ist nicht mehr. Du hast, glaube ich, gefragt so, ja, wie, aber was sind jetzt deine Indizien? Nee, genau, du hast gesagt, so, du verstehst es nicht. Du hast gesagt, was ist das für ein Argument? Und hast was ist das für ein Argument oder so? Ja. Es war nur ganz vorsichtig. Du wolltest dich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nee. Aber es hat dann noch mal unterstrichen, was ich eh schon gedacht habe. Fabian, es tut mir leid. Ich habe einen Read und er ist in diesem Spiel leider sehr oft richtig. Aber vielleicht auch genauso, wie du es nicht verstanden hast. Es kann doch das Gleiche sein, nur anders geäußert. So. Na, Eddie hat es also wirklich nicht verstanden. Das hat man, glaube ich, gesehen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass Janina die Seherin ist und habe nicht verstanden, wie sie dann mehr als eine Information hat. Ich hätte niemals gedacht, dass man beim Blinzeln so viele Leute erwischen kann. Nee, du musst dich jetzt nicht rechtfertigen. Was ich meine, ist, dass Fabian es dann auch erst nicht verstanden hat, aber vielleicht dann früher drauf gekommen ist. Nee. Okay, ich gehe mit meiner Intuition. Ich werde jetzt gleich für Fabian wählen, weil die in diesem Spiel fast immer gestimmt hat. Und, nee, aber ich bin dabei. Was willst du sagen? Ich bereite mich nur davor, dich zu zeigen. Ach ja, okay. Es stimmt halt schnell. Auch. Nein, es stimmt nicht. Es stimmt nicht, Eddie. Also, ich kann mich nicht verteidigen. Ich habe keine guten Argumente, wirklich nicht. Aber ich habe es tatsächlich bei Simon nicht verstanden, weil ich schon 2 Bier getrunken habe. Es ist zeig uns die leeren Flaschen. Und Alkoholtest. Und das ist wirklich, das ist mein bestes Argument. Ich habe es wirklich. Wow, der Säufer des Dorfes. Also. So. Also so oder so, das Dorf ist sicherer ohne dich. Wow. Ja, aber Moment. Also als Bürgermeister, Entschuldigung. Ja, genau, ich wollte auch gerade mal ganz kurz sagen, ich habe diesen Dorfbewohner heute, ich habe ihn ja selber einmal in der letzten Runde. Das zählt nicht, was damals war. Das ist ein anderes Dorf gewesen. Wie sich alle jetzt einschießen. Aber ich will. Hinterfragt mal das ganz kurz. Ich will nicht auf die Runde eingehen, sondern das. Fabian hat auch nicht gelogen, so. Also, er kann das auch nicht. So. Das heißt, das würde jetzt auffallen, jetzt wo er sich so aus der Schlinge ziehen muss. Und mir fällt es nicht auf. Also ich sehe den Read nicht, das will ich sagen. Das ist ja auch eine besondere Gabe. Und ich habe ja unzählige Du-Bist-Folgen mit dieser Person gedreht. Ich kenne seine Perfidität, ich erkenne in seinen Augenwinkeln, wenn er versucht, hinten im Gehirn was anzuzapfen, was nicht rechtens ist. Und das zapft. Ich sehe es jetzt schon wieder. Aber wie oft hat er bei Du-Bist-2-Bier getrunken? Ja, ich weiß, dass du nicht sicher bist, weil du der Nächste bist, der rausfliegt. Nee, wahrscheinlich Valentin bin ich mit dem erste Safe. Ja. Nee, ja. Ich meine ihn. Ja, Valentin. Also, ja. Florentin. Ja, okay. Sind beides Teenies, aber ich meine den. Und entweder das ist aber auch immer ganz kurz. Hat ja Fleisch durch gut gegenseitig. Nee, aber ich finde, guck mal jetzt, das ist ja, wir haben immer noch relativ wenig Informationen, also im Sinne von. Wir haben sehr viel Informationen. Ja, wir haben viele, aber über mich so. Und Eddies ist einfach ein Guess, es ist einfach ein Gefühl. So. Aber die Gefühle, und es ist kein richtig es ist ein Gefühl, aber es ist kein, ja, ich habe gemerkt, wie er sich bewegt hat oder so. Das hast du nicht. Du hast irgendwie irgendwas in der großen Sinne hat gesagt, Fabian ist es. So. Nee, das ist das Einzige, was du hast. Eine 9 von 10. 9. Eine 9 von 10 ist ziemlich viel. Zum einen. Das Ding ist ja, 2 schließen wir eh schon mal aus. Ja. So. Steffen, finde ich, argumentiert auch sehr, der möchte hier Leute überführen, den zähle ich auch mal raus. Sam auch, ich weiß nicht. Ich glaube, Sam hat noch gar nichts gesagt. Sam hat ganz viel gesagt. Sam hat auch den wichtigen Hinweis gegeben von Janinas Blick auf Max. Okay, und so. Stimmt, ja. Und hätten jetzt alle was anderes gesagt und dich sozusagen mit ihren Vermutungen da rausgeholt, dann hätte ich es vielleicht nochmal hinterfragt. Aber alles, was die Leute gesagt haben, zahlt auch noch auf mein Gefühl mit ein. Und dann, also ich glaube auch, jetzt willst du es auch einfach glauben. Entweder sind die auch das Liebespaar oder die beiden. Natürlich nur einmal, damit ich es ganz verstehe. Was war dein Hinweis mit dem Janina hat Max angeschaut? Hat Max das nicht verstanden? Erzähl doch mal selber, was ihr da mal gemacht habt. Ich hab mich angeblinzelt. mit ihren kleinen Glubschis. Also, nach dem Aufwachen hat sie das nonverbal als ihre Rolle, als die Diskussion mit Ede war, warum ist es so? Und dann halt hier. Das hat sie gemacht. Ach, um dir zu zeigen, dass sie das Mädchen ist. Ach so. Okay. Und das, diesen Ablauf habe ich beobachtet und dann war mir natürlich auch klar. Mann. Das heißt, was du sagen willst, ist, da sie ihm vertraut hat, welche Rolle es ist, hält sie ihn auch für unbedenklich. Würde ich jetzt, wie gesagt, man kann es nicht zu 100% sagen, weil vielleicht hat sie einfach nur nicht gecheckt, dass er auch ein Wolf ist. Vielleicht hat sie da nicht genug geblinzelt, aber er ist für mich auf jeden Fall sicherer als zum Beispiel. Aber warum hat sie es dann nicht gesagt? Weil sie hat ja die beiden ganz bewusst rausgenommen. Warum hat sie dann Max nicht gesagt? Wieso sollte sie Max? Sie wollte Max ja zu erkennen geben, dass Max ihr vertraut. Ja, weil sie ihm vertraut, dass er sie nicht. Deswegen, also bei Max wäre ich mir so halb sicher.
Aber ist ein guter Punkt. Ist ein guter Punkt, aber ich finde, Fabian Kranne sollten wir als erstes mal töten. Ich glaube, dann können wir über die nächsten. Warum ist dir das Max mir ist gerade aufgefallen, dass okay. Max kann halt immer noch in irgendeinem Liebesding drin stecken, genau. Ohne Wolf zu sein. Der Herr Bürgermeister möchte was sagen. Ja, bitte, der Bürgermeister kann sich einfach nicht durchsetzen. Ich komme zu Wort hier. Was ist das denn für eine Scheiße? Der Bürgermeister braucht mehr Hüte. Ja, genau. Warum hast du so unglaublich schnell eben deine Hand erhoben, als du nicht mal ein Voting im Raum stand? Als das Gefühl da. Warum ist es dann direkt klar? Warum Eddie liegt immer. Immer richtig, oder was? Du und Eddie sind von Janina gecallt worden, ja. Als safe. Wir drei sind relativ schnell auf Janinas Argumentation eingegangen und haben auf Simon gezeigt. Deswegen würde ich uns drei auch rausnehmen, bleiben nur noch zwei übrig. Hat er doch aber jetzt auch fünfmal erklärt, was ja, ist nee, denn das habe ich schon gerafft, aber es müssen ja nur noch Wölfe da sein. Also es ist mir egal, ob wir Florentin oder Fabian raushauen. Ich anders kurz. Gefragt, wen willst du denn stattdessen raus? Ganz kurz. Hast du einen größeren Read auf jemanden? Leute, ganz kurz. Argument für mich? Ja? Ich habe auch auf Simon gezeigt. Wir haben alle auf Simon gezeigt. Wäre auch schön blöd, wenn du als Einziger nicht auf Simon gezeigt hättest. Das stimmt, ja. Das ist überhaupt gar kein Argument. Ganz kurz, Chef, nur fürs Protokoll. Wie von 0 bis 10 machen wir es nochmal? Wie sehr würdest du dich verbürgen? Für wen? Fabian. Für Fabian? Ja. 9. 9. Okay. Das sind schon bitte, zwei, was? Neun, aber, sagen. Aber woher? Ja, aber damit wir sein Argument ist, dass er auch auf Simon aber gezeigt hat. Dann sind wir wieder doch bei derselben Situation. Ach Leute, ey, das ist so halt dumm. Es also, ist halt eh safe, aber er wirkt dafür und wenn er... Die argumentieren wenn, in den Wolken, wirklich. Nee. Die Mathematik lügt nicht. Die Mathematik kann eine sehr hohe Zahl. Nächstes raus. Ich glaube, die Finger werden erhoben. Aber wait, Florentin und Fabian sind doch 50-50. Warum? Was habt ihr denn... Wir haben noch gar nicht über Florentin geredet. Was habt ihr denn? Okay, bist du das? Jetzt sind aber die Finger schon. Andernfalls verstehe ich nicht, warum du dich so mit Händen und Füßen dagegen wehrst. Dann geht dir halt jetzt beides. Mir egal. Wow, okay. Der Verliebte ist niemand. Alles klar. Verliebte können wir hier nicht leiden in diesem Dorf. Romantik. Liebloses Dorf. Zwei, eins und los. Zeigen fast alle auf Fabian, außer Valentin und Fabian selber, ne? Okay. Bricht mir das auf wen hast du gezeigt? Dann Fabian, es tut mir leid. Auf mich du musst gezeigt. Einmal gehen. Auf mich. Fabian. Okay. Okay. Hey, woanders! So dumm, ey. Fabian, nicht zu haaren auf Fabian, dein hast du nicht noch Profil. Jemanden vergessen? Komm her. Ja, so offensichtlich. Oh. So ach, da muss man auch gehen. Du musst auch gehen. Das hab ich ja gerade gesagt. Ja, der Hut! Der Hut! Der Hut! Also mein Hut, ja, stimmt. Okay, wer ist es? Ja, hier, gönn dir dein Gefühl. Guck dir das an. Ja? Guck dir das an! Gut, und dann gucken wir einmal, was wäre denn Fabian? Und was war denn Valentin? Fuck. Umgekehrt. Oh, Scheiße. Fuck. Shit. Eddie, 9, okay? Eddie? Okay, wir haben das Liebespaar raus, das ist schon mal gut. Ja. Das ist ein Anfang. Naja, in dem Fall nicht, weil beide Menschen waren. Nee, ist eigentlich nicht gut, weil beide Menschen waren. Ja, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Ich hab dich verzettelt. Verdammt, Fabian, warum bist du denn so unschuldig? Okay. Wie dumm. Okay, irgendwelche. Wir haben noch zwei Wölfe. Ich glaube, wir sind tot. Also ich tot. Weiß, was ich bin. Das ich weiß auch, was ich bin. Scheiße. Okay, die Wölfe freuen sich. Du hast. Das macht jetzt bin ich komplett durcheinander. Du hast ja noch ein bisschen versucht, Fabian zu retten. Ich glaube, ja, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es ist. Ich würde sogar sagen, bevor wir einfach mal. Shit. Noch weiter reden. Du schläfst auch rein, mein Freund. Ja, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Du hast dein Gesicht bewegt. Einmal bitte alle einschlafen. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Entschuldigung. Mit dieser Schuld ins Bett zu gehen. Ja. Und die Werwölfe erwachen. Warum verteidigt er sich du nicht musst besser? Es tut mir leid. Die Klappe halten. Der war so schuldig. Und die Werwölfe suchen sich jetzt eine Person aus. Sterben muss. Die Werwölfe schlafen wieder ein und die Hexe erwacht. Und die Hexe darf noch jemanden ja, befreien. Diese Person nämlich. Und die Hexe darf auch noch jemanden töten. Was sind das eigentlich für Schreie? Unfassbar.
Und die Hexe schläft wieder ein und der Seher erwacht. Gut reagiert, sonst war es nämlich immer umgekehrt. Habe ich die Regie vielleicht ein bisschen verwirrt, extra. Der Seher, der darf auch noch mal sich mal eine Person genauer angucken. Ja. Ja. Und der Seher schläft wieder ein. Und das ganze Dorf erwacht. Das. Okay, ich geh dann mal, ne? Tschüss. Och, wir schleppen. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Nee, das kann ja nicht sein. Ich bin auch gespannt. Ne, es kann ja nur mit Hexe und so, kann das schon sein, aber okay, wir gucken einmal drauf. Weil ich hätte jetzt als erstes ihn angeschuldigt, ehrlich gesagt. Okay. Nee, okay. Dieser Steffen ist einfach richtig dumm. Hä? Wir haben einfach richtig das ganze Dorf auf dem Gewissen. Okay, ja, okay. Gut, okay. Die beiden. Also ich bin unschuldig, ich Max bin offensichtlich schuldig und jetzt weiß ich nicht, was mit euch ist. Sam, entweder du spielst eine richtig gute Runde. Aber warte, ich kann nicht schauspielern. Oh. Janine hat aber offensichtlich mir zugeblinzelt, um mich zu warnen. Dann hat sie es nicht gesehen, das ist kein Argument. Es sei denn, genau, und ich hab den Schnabel gehalten, weil ich dachte, okay, wir müssen jetzt hier safe bleiben. Du hast das rausgeholt. Max, wieso sitzt du eigentlich in jedem Dorf bis zum Ende? Das ist mein Cousin. Das gibt's denn? Der sitzt in jedem Dorf, ja. Der letzte, der ja, da sitzt. Wir sind aus Bayern, wir sind Zeihundlinge. Ja. Zwei Hundlinge. Wir müssen schon wieder Janinas Genie entschlüsseln. Postmortem. Ohne Scheiß, als sie so viel geleakt hat, dachte ich echt, ja, das wird eine easy Runde, aber jetzt bin ich auch. Aber sie hätte es gesagt, sie hat ja explizit Valentin und dich genannt. Ja, hat sie auch recht bei Valentin. Warum hätte sie dann ihn nicht sagen sollen? Ja, aber sie hat ja nur. Ja, aber sie hat dann ja. Vielleicht hat sie nicht alle gesehen. Also sie hat dann ja auch in die ganze Richtung von uns die ganze Zeit gesagt, so, ja. Leute, check sie hat es, nur, check aber yes. Sie hat nur Valentin und mich entlastet. Und sie hat nur mir zugeblinzelt. Hat sie? Naja, ja. Mir dann schon. Ja, sie hat nur mich angesehen. Vielleicht hat nur sie Sam angeblinzelt. Vielleicht schielt sie. Jetzt reicht's. Frech. Das macht alles gar keinen Sinn. Also, okay. Sinn. Wie viele Wölfe gibt's noch? Zwei? Mhm. Ihr dreckigen Lügner. Müssen ja zwei sein. Es ist gerade für mich unausstehlich. Ich bin unschuldig und ich weiß, zwei von euch sind Lügner. Und es macht mich gerade fertig, dass ich es nicht weiß. Das macht mich wahnsinnig. Eddie. Aber hat die Hexe eigentlich schon was gerettet? Geh weg. Hat die Hexe schon was gerettet? Kannst du mir vertrauen? Aber wir wissen es nicht genau, ne? Hey, sind es die beiden? Okay. Ja, natürlich, muss ja. Also dir vertraue also, ich. Du hast noch nie vertraust so vehement deine Unschuld deutlich gemacht. Doch, letzte Runde auch. Aber ich war ja auch unschuldig. Exakt. Und du machst ein Act hier schon seit einer halben Stunde. Ja, komm, ja ich kenne das hier, wie du einen auf. Ich weiß nicht. Kann ein Haus brennen? Ich kenne das Stück, kenne ich. Und Max ist auch wieder verdächtig ruhig jetzt, wo er in der. Das ist ja, weil ich verdächtig aufgeregt. Ich habe hier nicht die zwei Bier ausgelegt. Aber du hast ihn überhaupt erst entlastet durch dein Zublinseln. Du hast ihn doch entlastet. Nein, ich habe doch direkt dazu gesagt, dass das nicht heißt, dass er es nicht ist, weil ja immer noch die Chance besteht, dass Janina... Warum sollten Sie mich dann fucking entlasten, du Nase? Niemand versteht Janina, niemand. Die ganze drei Runden schon. Ja, wir können jetzt nicht nur Janina, sie ist doch schon tot. Ich hab's auch nicht kapiert, warum sie das gemacht hat. Darf nicht schlecht über Tote reden. Ja, das stimmt, das stimmt. Sie hatte bestimmt was Großes im Sinn, als sie ihm zugeblinselt hat. Ja, sie dachte, ich kann das fucking Dorf retten und jetzt ist mir hier. Tja, da hat sie falsch gedacht, weil du der Werwolf bist, klar. Oh mein. Aber warum sollte sie mir denn zublinzeln? Sag mir das mal. Ja, sie hat doch uns allen dann zugeblinzelt. Sie hat doch in unsere ganze Richtung hier versteht. Ja. Ihm hat sie nicht zugeblinzelt und Eda hat sie aber auch nicht zugeblinzelt. Sie hat anscheinend. Nee, Eda hat sie gesagt, dass es safe ist. Ja, Eda ist safe. Ede, so, weil man sie allein mit ihm jetzt argumentieren muss. Boah. Müsstet ihr drei nicht um meine Gunst buhlen irgendwie ein Ausdruck? Ja, schon. Du machst es, aber ihr zwei ignoriert mich. Das gefällt mir gar nicht. Ich selber nicht checkt gerade. Also, sag mal, Sam, wo hast du am ehesten das Gefühl von den beiden? Also, ach nee, beide denkst du. Ja, logisch. Ja, muss ja. Das stimmt. Also, ich weiß nicht. Leichtesten Job, ja. Aber wer von uns beiden am meisten? Wie gesagt, er ist verdächtig, weil er sehr ruhig jetzt schon wieder geworden ist und du, ja. Okay, nur mal angenommen. Ich würde eher sagen, er, weil er noch auf Fabians Seite war.
Und Fabian war ja kein Werwolf. Okay, ich glaub dir. Weißt du was? Ich glaub dir einfach, weil du irgendwie die ganze Zeit versuchst, diesen Fall zu... Ich glaub dir, dass wir unschuldig sind. Danke. Wie müssen wir es jetzt machen, oder ist es egal? Wir machen erstmal auf Florentin, würde ich sagen. Okay. Und jetzt hören wir auch nicht mehr auf das, was die sagen. Nee, erst Max, sorry. Okay, erst Max. Ja. Aber es ist schon, ja. Und jetzt hören wir auch nicht mehr auf, was die sagen, okay? Ja, wir können ja voten. Finger okay. hoch. Okay, Finger nach oben. Okay. Das ist sehr konstruktiv. Ich hoffe, du bist kein Werwolf. Und Finger runter. Alle auf Max? Außer Max selbst. Alle Max oder außer Max selbst. Okay, tut mir leid. Tschüss. Okay. Ciao. War schön mit dir. Okay. Vielleicht. Du lügst doch. So, wenn jetzt jetzt kein Wolf ist, dann habe ich ein Problem. Dann hast du ein Problem. Dann weiß ich nicht mehr weiter. Und jetzt gucken wir mal, war er denn ein Wolf? Okay, gut. Gut. Na dann. Na dann. Na dann. Na dann. Ja. Ne? Es okay. ist natürlich. Ja. Gut, wollen wir noch mal einschlafen? Aber Moment, warte mal. Nee, wenn er sich jetzt nicht wieder von ihm quatscht. Wir schlafen einfach mal ein. Und der letzte Werwolf wacht auf und holt sich eine Person. Alles klar, Werwolf schläft wieder ein. Sehr. Oh. Hexe. Ah, auch schon tot. Können wir mal spoilern hier, ne? Und das Dorf erwacht einfach mal wieder. So, Etienne, jetzt musst du dich entscheiden. Okay. Wer ist dein Herzblatt? Jetzt mach doch mal jeder ein Plädoyer an Etienne. 30 Sekunden. Komm, Eddie, da brauchen wir mehr Waffeln, oder? An die tote Seele. Etienne, warum bist du kein Werwolf? Eddie, Blick in dein Herz. Ja. Offensichtlich. Du machst einen Riesenfehler. Brauchen wir das nicht? Dann würde ich mit meinem Doppelvote mal Florentin killen. Ich stimme für sie. Gut, ich stimme doppelt für dich. Gut, dann gucken wir einmal, was nach Florentin. Und damit gewinnt das Dorf. Nice. Schön, ja, kommt nochmal alle zurück. Sehr gut. Sehr gut. Ich hatte kurz Bedenken, dass du wirklich dich noch umreißen lässt. Ja, ich wollte das nochmal durch. Sehr, sehr gut. Ich wollte das doch nochmal durch spannende Pelelojes spannend machen. Ich habe ja kurz Angst, dass du mir holst. Ich habe ja immer zwei Nein! Ja, ja. Was war denn da los? Nein! Warum habt ihr denn nicht. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das war doch Selbstmord. Was? Er hat ja schon. Das ist ja klar. Er war ja schon zum Abschluss. Janina hat Eddie ja schon quasi gewhitelistet. Ja, das war dumm. Und ihm dann den Hut zu lassen, wo er das entscheiden kann, das ist doch ja Selbstmord. Ich dachte, dass wir Ede leichter rumkriegen als Steffen. Bei Steffen war sich auch schon sehr sicher, wo die Reise hingeht. Fabian Debakel war ich überhaupt nicht mehr sicher. Ja, das war doof. Valentin hat mir Weil er wollte tatsächlich als Nächster aus sich gehen. Das ist gemein. Aber jetzt habe ich mich so sehr unterstützt. Hast du Max? Tut mir leid, aber ich wusste nicht. Also es ist genau wie kurz an, nicht alle durcheinander. Das war das Einzige, was ich argumentativ noch nutzen konnte. Dein dummes Blinzeln. Mit dem so, ja, aber warum hat es ihm so geblinzelt? Hätte ja sein können. Nee, das Ding ist, Sam hat es komplett richtig gesagt. Ich habe Max einfach nicht gesehen und wollte irgendwie einen Verbündeten. Also den genau, falschen ausgewählt, gesagt, ja. Ich habe ihn damit gar nicht safen wollen, sondern nur, ey, ich habe keine Ahnung. Ich hab, ja, das ist so schwer zu gucken. In unsere ganze Richtung. Und deswegen konnte ich auch nur... Also, ich glaube, meine Augen sind starr geworden. Danach habe ich nur euch beide und dich gesehen. Muss aber dazu sagen, ich muss mich auch so ein bisschen bei dir entschuldigen, Simon. Wieso? Weil natürlich, wir legen fest, man darf seine Rolle nicht sagen. Und ich sage, du, ich habe keine Argumentation. Blinze, blinze, blinze. Du hättest sagen müssen, das ist leider schon ein bisschen zu stark. 7 von 10, dass du von mir eine Bewegung wahrgenommen hast. Aber es ist halt auch blöd, wenn man was weiß, dann so tun, als ob man es nicht weiß. Aber sie kann einfach sagen, ich weiß, wer es ist, lässt sich von der Hexe retten und... Instant genau, die Hexe hat ihn nicht gerettet, Fabian Krane. Warum hast du das nicht gemacht? Gefragt, warum die Hexe sie nicht rettet? So. Das ist einfach den einzigen, der hier. Warum hast du die Blitz gleich? Ich habe mich 100% drauf gesetzt, dass ich von der Hexe. Ja, hätte ich auch gedacht, Fabian. Mach den Finger runter. Du wärst wahrscheinlich danach wieder. Ja, aber da hätte ich nochmal gucken können. Naja, ich war ja auch Armor-Paar und mein Gedankengang war, dass ich zur Not natürlich halt meinen Partner retten will. Und mir das deswegen aufheben will. Auch smartes Aufzug. Aber ihr beide habt euch nicht wirklich geliebt, oder? Also, das sagt man.
Das war irgendwas. Aber es war auf jeden Fall sehr deutlich, wie Valentin dann so völlig aus dem Nichts. Aber Moment, Moment, jetzt haben wir uns doch nicht. Wir machen trotzdem, auch wenn es keine Runde mehr gibt, machen wir ganz kurz nochmal einen Vote. Wir wollen ja trotzdem wissen, wer der beste oder die beste Spieler, Spielerin war. Blenden wir ihm ein. Cool. Ich würde gerne noch eine Sache sagen. Ich finde es beeindruckend, wie der Florentin zweimal die Werwölfe verraten hat. Erst hat er auf mich gezeigt, weil er wusste, mich kann man nicht mehr retten, da springe ich drauf. Und dann beim Max nochmal dasselbe. Und, nein, das war gut. In dem Moment, in dem du gesagt hast, gib mir bitte den Hut, dachte ich mir, du bist verloren. Echt? Verloren. Aber das war bei mir das Gegenteil. Das war der Moment, wo Simon von mir von der Liste verschwunden. Ich finde, er hat es sehr so, der ist mit dem Kopf gerade irgendwo bei Projekt Zomboid und so. Ich habe schon gemerkt, da haben ganz viele schon genervt. Ja, das hätte ich besser nicht. Verloren. Der Griff nach der Macht war es. Aber du hast alles gesehen. Es war dann schon zu spät. Ja, aber es hat mich so geärgert. Ich hätte schon irgendwie ein bisschen undercover playen können. So. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das... Aber das wie viel du beim Blinzeln gesehen hast, das finde genau, ich krass. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wie hast du denn geblinzelt? Also hast du das so gemacht? Bring es mal bei, ich kann das gar nicht sagen. Ja, aber du hattest danach die Hände davor. Hast du das, also hast du das... Ich habe durchgehend die Hände. Durch die Hände? Nein, ich habe durchgehend die Hände oben. Nah am Cheaten. Das darf man bei einem haben. Nein, das kannst du nicht. So kannst du nicht. Wenn jemand so macht, dann hast du ja keine Chance, das Blinzeln zu sehen. Ja, aber dann kann man doch denken, der blinzelt bestimmt. Wenn der so macht, dann blinzelt. Ja, das hat sie ja jede Runde gemacht. Ich dachte auch, weil es auffällig so zu sitzen. Ja, ich war mir auch, ich wusste, ich muss jede Nacht gleich schlafen und in der ersten Nacht war ich so, fuck, ich bin gefickt, wenn ich so mache. Ey, ich muss echt da wirklich mal kurz den Schutz nehmen, weil es ist super schwer, wenn du der Blinzler bist. Ja, das irgendwie, ist mega scheiße. Wenn du immer so gemacht hast, und jeder merkt, wenn du plötzlich so... Ihr hättet es auch checken können. Ne? Ich bin auch froh, dass ich es nicht war. Ich hätte nie geblinzelt. Ich hätte mich einfach nicht getraut. Ich bin jetzt doch, so voll durch. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es war eine schöne Runde. Wir gucken noch mal ganz schnell darauf, wer das letzte Voting gewonnen hat. Wer war der beste Spieler oder Spielerin? Ist nicht ganz eindeutig, höre ich gerade. Oh. Wir müssen noch mal ganz kurz überbrücken und sagen, Etienne, wie war es denn für dich heute? Nee, ich habe da noch eine Frage kurz. Ich habe eine Frage. Ich möchte ganz kurz, ich hatte das Wort kurz. Ich möchte es ganz kurz nehmen und möchte mich bei Fabian Kran entschuldigen, den ich wirklich vehement hier beschuldigt habe, der komplett unschuldig war. Und das tut mir wirklich sehr leid. Ich kann nicht verstehen, dass mein emotionaler Kompass da so falsch geht. Beide von euch, 9 von 10 war schon hart. Ja, wirklich, 9 von 10, nur auch 9 von 10. Aber er hat sich auch kaum verteidigt. Ich habe aber wir haben es richtig sagen, gemacht. Außer ich war es nicht. Die Lieben, ja, bei dem Fall wobei, sie waren aber ja beide 9 von 10, Leute, wie sicher kann man sich sein? Ich habe neben dem mir wiggeln hören, da habe ich 7 von 10 gesagt. So. Wir haben nichts gemacht. Du hast so viel. Ja, du darfst die Frage noch stellen. Wie hätte ich denn auf Fabian verteidigen können, so an die starken Spieler? Ich hätte ja auch eigentlich nichts machen können, außer ihn sterben lassen. Das heißt, es wäre aufs Gleiche hinausgelaufen. Also versuche ich, darüber halt verteidigen. Das ist alles richtig. Alternativ ist, dass du halt jemand anderen ins Rampenlicht drückst. Ich werde es nur drückst, so sagen können, weil du safe aber verwundert bist, dass, dann müssen wir nur noch ihn entschärfen. Oder guck dir deinen seinen süßen Po an. Wollt ihr den also wirklich aus dem Dorf schon, haben? Das wäre eine kleine Möglichkeit gewesen. Ja, klar. Also es ist auf jeden Fall schon tricky. Gerade vor allem, weil du hast dein Gefühl auch sehr gut verkauft. Ich habe ja auch 100% dran geglaubt. Ja, eben. Also, und dass dein Steffen halt noch eingestiegen ist. Leute, das hat mich halt gewundert. Ja, genau. Du warst ja auch sofort irgendwie total sicher. Ich bin mir jetzt eigentlich sicher, dass es die beiden sind und deswegen war es mir egal, ob wir Fabian oder Flo die zuerst nehmen. Wer war Seher eigentlich? Wer hat geguckt? Seher? Also ich war Seher. Also ich nur Seher. Genau. Ja. Und wen hattest du dir anzeigen lassen? Ich habe mir erstmal Fabian anzeigen lassen, um zu wissen, was er ist. Das Liebespaar. Also als Liebespaar, so ist es vielleicht gut zu wissen. Und danach dich, um Janina nochmal zu überprüfen. Aber ich weiß aber nicht, ob das so smart war. Ich dachte, ich habe was gehört bei Seher, deswegen, ich hatte ja entweder ich gebe dir oder dir den Hut und ich dachte, scheiße, Fähnchen im Windplay manchmal und Meinungsführer, aber ich war mir recht sicher, dass du ein Seher bist, dann dachte ich, okay, du musst das ruinen, wenn ich dir das gebe, aber dummerweise warst du verliebt und dann war es wieder alles kompliziert. Ja, gut, und jetzt gucken wir einmal ganz kurz, so, wir gucken einmal ganz kurz, wer denn der beste oder die beste Spielerin, Spieler war der letzten Runde. Es ist tatsächlich Janina gewesen. MVP der letzten Runde. Ja, und damit danke ich euch allen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke an die Regie, danke an Johanna hier auf dem Ohr. War eine richtig tolle Runde. Du hast das auch ganz toll gemacht. Ja. Naja. Und wir raiden jetzt Twitch raiden wir jetzt Jan Gustafsson. Da könnt ihr noch mal richtig geil Schach lernen. Da haben wir mich richtig. Macht der überhaupt nur Schach? Ja. Nee, macht manchmal auch Quatsch. Aber geht da mal rein, guckt da mal rein, cool. Und alle heulen jetzt noch mal ganz kurz zum Schluss.